lacht ganz anders. Aber wir können, wir hätten Jimmer können dir vermachen für einen Anfang. Mhm. Ja, es könnte eine Nachbearbeitung machen, aber wenn die Stimme nicht tief ist, dann sonst haben wir es verkackt. Das habe ich schon im echten Leben nicht angekriegt. Also. Und damit herzlich willkommen bei Sinneswiss, eurem Film- und Streaming-Podcast auf Schweizerdeutsch. Streaming-Podcast? Streaming-Podcast. Dumm. Aber man darf ja mal etwas Neues probieren. Ja, komm, nein, ich habe mich auch verschnärlt. Ja. Item, ich bin der Alex und wir sind der Spike. Hallo zusammen. Und Good Old Hill. Zusammen, hoi. Und heute haben wir wirklich ein ganz schönes Thema. Wir sind wieder im Oktober, wo es nichts Schöneres gibt, als einfach den ganzen Tag nur Horrorfilme schauen, oder? Es ist zwar nicht an Monat gebunden, das ist eigentlich bei uns eh immer der Fall, aber ja, irgendwie passt es ein bisschen. Hey, ich habe das wirklich erfahren. Ich mache wirklich ein Ding draus. Ich habe wirklich am 30. September habe ich, glaube noch einen normalen Film geschaut und seitdem probiere ich möglichst nur Horrorfilme zu schauen. Mhm. Wenn es nicht anders geht. Ich weiss schon wieso. Weil ich einfach gerne Horrorfilme habe. Aber ganz sicher, ja klar. Ja? Nein, ich finde irgendwie, ich will das wirklich zelebrieren. Mir gefällt das. Ich schaue eben Horrorfilme eigentlich fast am liebsten an Weihnachten. Auch schön, ja. Also so Horrorfilme wie Santa Claus oder so. Nein, Hellraiser. Ah, ja, schick. Ja. Aber da ist jeden anders. Ja, Hellraiser, da ist ja mittlerweile auch ein neuer draussen. Mhm. Wir nehmen diese Folge heute, wo ich jetzt gerade los, ein bisschen früher auf. Demher können wir da noch nicht dazu sagen. Was wir aber ganz viel zu erzählen haben, ist zu einer der sicher ikonischsten Horrorfilmreihen aller Zeiten. Das kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Und sicher auch einer von unserer aller Favoriten von diesen Serien. Und zwar reden wir über Nightmare on Elm Street Reihe. Also der Film mit dem Freddy Motherfucking Krueger, wo einfach mal nur noch steil geht, oder? Ihr wisst schon, Schlapphut, gestreifelte Pulli, Hand mit ein paar Messer dran, easy cheesy und ein ziemlich hässliches Face. Jetzt kann er aber nicht viel dafür. Sagen natürlich viele so, ja Moment, ich bin ab und zu auch mal im schiefen Eck, das kommt mir bekannt vor. Nein, es ist nicht der hinten im Ecke. Ja. Oder auch nicht eure Barber. Nein, wir nehmen sie wirklich eine absolute Kultserie. Und wir haben ein paar Thematiken dabei. Abgesehen davon, dass wir die ganze Timeline durchgehen, also alle Filme, wo der Freddy vorkommt, mit einem kleinen Ausblick. Dann haben wir noch so ein paar so Sachen wie, hey, was ist unsere liebste Kill, unsere liebste One-Line und Lieblingsteil, bla 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 bla. Nicht wahr? Aber als allererstes wollte ich gerne mal wissen von euch, Jungs, wie sind ihr, oder wisst ihr es überhaupt noch, wenn ihr das erste Mal mit dem Freddy Krueger in Brie gekommen sind? Hm. Ja, das war eigentlich wieder mal in der Schule gewesen. Also ich eigentlich, bevor ich den Film gesehen habe, ihn ja schon kennt irgendwie. Ich habe dann irgendwie mal vom Schulkollegen Kassette bekommen, also noch VHS, ne, nicht wahr? Aha, was? Ja, ich meinte aber, es war nicht der erste Teil gesehen. Ich habe dann gesehen, ich glaube, der zweite oder dritte. Meinte ich, ja. Aber schon dort, vor dem Film schon kennt. Und dann hast du, wie alt bist du gesehen, wo du den ersten geschaut hast? Oh, da muss ich, glaube ich, 12, 13 oder so. Oh, wir sind schon ein bisschen zu jung eigentlich. Eh? Ja, ich glaube, wir haben alle eine ähnliche Geschichte. Sagen wir, in dieser Zeit ist jeder Film aus den 80ern, sei das ein Horror gewesen, oder sei das ein Actionfilm, ist auf dem Schulhaus rumgegangen. Ja. Ja. Komisch. In meiner Schulhaus sind eher Drogen rumgegangen. Ja, das ist nach der Kassette gekommen. Zuerst Kassette und dann ist ein. In der Kassette. Ich kann gar nicht sagen, in der Kassette ist meistens. Egal. Ja, bei dir, Spike? Den Namen Freddy Krueger habe ich relativ früh mitbekommen. Nie gewusst, was es ist. Dann immer gewusst, ah, das ist doch irgendetwas Grusiges und so. Mhm. Und dann habe ich das lange als Kind wirklich verwechselt mit dem Hardy Krueger. wo viel so Tierdokus so gemacht hat, auch wirklich mit Spinnen und allem Möglichen. Ja. Das habe ich wirklich lange verwechselt. Aber eben, mein Kind, so 6, 7, 8, so, passiert ja schnell einmal. Und dann bin ich aber mal, also mit 10, 11, so knapp mal drauf gekommen, was das etwa ist. Und dann, ich meinte auch etwa mit 12, habe ich dann irgendwann einmal im Fernsehheft gelesen, oh, Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger, das muss ich sehen. Ich meinte, sie auch mit 12, ich glaube, bei mir war es auch zuerst der zweite Teil, wo ich dann einfach programmiert habe, Videorekorder. Das sind so noch die Momente, wo ich, wenn alle geschlafen haben, bin ich mich abgeschlichen,
Videokassette rein, dann aufgenommen, wieder raufgegangen, dann weggestellt, bevor alle aufstehen, Videokassette wieder aus dem Rekorder genommen. Oder sichergestellt, dass ja keiner am nächsten Morgen irgendwie ein Video schaut oder so. Und dann habe ich den zweiten Teil aufgenommen und der hat mich unhure geflasht damals. Und dann habe ich aber, glaube ich, als zweites, glaub, kurz davor, aber habe ich dann auch den ersten können aufnehmen. Ja, und dann... Und wahrscheinlich in einer ziemlich geschnittenen Version am Fernsehen, oder? Ja gut, wenn sie nach dem 2 gelaufen sind, ist auch noch gegangen. Ja, aber ja, oftmals schon geschnittene Version, aber so mit 12 längt er das zuerst einmal. Mm, und dann, dann natürlich angefangen, hey, alle anderen Teile zusammen suchen. Ich glaube, Teil 3, 6 und 7 habe ich dann auch noch aus der Glotze können aufnehmen. Mhm. 4 habe ich dann irgendwann als Kauf-VHS gefunden, mhm, mit dem Ausverkauf vom... Joe's. Nein, gegenüber dem Kino. Der Videothek dort, Kino, wo die Stege durch abgehst. Laserdisc. Nicht Laserdisc. Aber hätte ich auch so einen Namen gehabt? Nein, du meinst den Silverdisc, der am Abend. Silverdisc, ich meine, ja, aber wirklich blöd. Mit dem Kino, wo gegenüber vom heutigen Pate ist, was es jetzt nicht mehr gibt. Was Kapitol ist genau, das. Kapitol. Mhm. Kapitol hat ja früher eine Videothek gehabt. Mhm. Im Boden unter. Ja, ja, ja. Und die haben jedes Jahr die ja einen Ausverkauf gemacht. Mhm. Und zum ein bisschen Sortiment wieder auszudünnen. Und dort habe ich Nightmare on Elm Street 4 gekauft. Und Teil 5 habe ich als allerletzte irgendwann mal irgendwo im Finger bekommen. Okay. Ja. Crazy. Und halt dann immer crazy auf der Suche gesehen nach besseren Versionen. Und das irgendwann ist dann halt die grosse 7-Teil-DVD-Box rausgekommen, mhm, wo, glaube ich, jeder zweite heutzutage. Ich glaube, Blu-ray-Box ist erst das Jahr rausgekommen. Oder kommt es sogar erst raus? Nein, ich habe gemeint, die sind schon. Also die vollständige anscheinend, nicht? Also, das irgendwo gelesen, dass die... Also vollständig kann sein, wenn sie jetzt das Remake noch mit reingenommen haben. Weil Teil 1 bis 7 gibt es schon seit ein paar Jahren. Okay. Also ich kann es nicht, ich habe immer noch DVDs. Ja. Aber nein, die Blu-ray-Box habe ich schon ein paar Mal gesehen zum Kaufen. Ich habe einfach alle Teile auf iTunes gekauft. Weil kann man machen, ja. Und dein erster Nightmare, wenn, wie, wo, wo? Ja, also ich bin das erste Mal in Berlin gekommen mit der Figur Freddy Krueger. Tatsächlich durch das Limit-Heftchen. Das ist mir wirklich geblieben. Ja. Weil dort hat es irgendwie einen Bericht gehabt. Also einen Bericht. Er hat gesagt, das Limit-Heft ist ja ein grosser Teil aus Bildern bestanden und dann immer so kurze Textpassagen mehr oder weniger. Vor allem haben das Ding schon in den Finger gehabt, bevor man lesen konnte. Ja, so fast, ja. Gefühlt, ja. Und dann ist irgendwie so gesehen, so die schaurigsten Horrorfiguren und so. Mhm. Dann hast du die Gremlins gesehen, der Pinhead hast du gesehen und so weiter. Und dann auch der Freddy Krueger. Und dann ist immer ein kurzer Text dazu gestanden, was die halt so machen. Mhm. Er bringt Menschen in ihre Träume um. Gremlins werden nach Mitternacht verwandelt sich in böse Monster und bla bla bla, oder? Das ist eigentlich ganz korrekt wahrscheinlich. Und dann habe ich jetzt erst mal gesehen und habe eigentlich nicht wahnsinnig viel gedacht. Und mir ist auch, und das weiß ich gut, das ist nämlich, da sind wir halt auch so 8, 9 gesehen, sage ich mal. Also ist das noch primar? He? Also kurz vor OS, also bei mir damals gesehen, weiss ich noch gut, wie einer am Schulplatz erzählt, hey, ich habe den krassesten Film gesehen, den schlimmsten Film, den ich je gesehen habe. Und hat er eben erzählt von einer Szene, wo einer jemanden an den Venen aufhängen und Marionetten spielen. Mit einem Mensch. Und die Vorstellung, ich habe mir so meine Venen angeschaut, so alte. Ich habe es einfach so, ich habe wirklich gefunden, das ist die krasseste Vorstellung von. Und weißt du, am Schulplatz sind ja immer so Zeug umgegangen. Da sind ja auch Filme viel schlimmer erzählt worden, als sie schlussendlich gesehen sind. Also ich weiss auch noch, wenn man mir Alien erzählt hat, habe ich auch gedacht, what the fuck. Und klar ist das ein what the fuck Film. Na gut, ab und zu ist es dann einfach genau so, wie es erzählt wird. Ja, ja, nein, aber dort ist es auch gesehen, weißt du, das Alien reißt da die Arme ab und Köpfe und Zeug. Und eigentlich tut ja nur so, also dass man es offensichtlich sieht, im ersten Teil zumindest, nur darum, ich will jetzt nicht spoilern, aber ihr wisst, was ich meine, auseinanderrupfen. Item. Und da habe ich wirklich gefunden, so, what the fuck ist denn das Krankes? Haben dann auch wirklich schlimm gefunden, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich würde jetzt sagen, ich bin so um die 12, 13 gewesen. Vielleicht sogar ein bisschen später, ehrlich gesagt. Könnte auch 14, 15 gewesen sein. Aber ich habe tatsächlich mit dem allerersten dann angefangen. Und dann habe ich schon gedacht, so, ja toll. Aber ich habe immer noch gewusst, wenn ich es jetzt noch weiss, oder? Ja, die Story da mag denen wehen, so ein Trottel, das kommt ja gar nicht vor. Und dann habe ich halt auch von weiter schauen und dann plötzlich halt, wie wir alle mittlerweile wissen, im dritten Teil so, da ist ja die Szene. Und fuck, die ist wirklich creepy, ja? Natürlich. Nein, ich habe wirklich, glaube ich, mit dem allerersten angefangen. Was ich aber wirklich traurig finde, aber das ist natürlich unser aller Alter geschuldet. Wir haben, glaube ich, alle, wenn überhaupt, haben wir nur Freddy vs. Jason im Kino das erste Mal gesehen, oder? Ja.
Also ich bin ja da vor ja, Anfang Jahr ist das glaube ich gesehen an einer Cult Movie Gang Night in Bern gesehen. Gut, der erste Nightmare on Elm Street im Kino, das war ganz toll gesehen. Ja. Seitdem habe ich auch so eine Idee mit diesen 7 Filmen, was mein Heimkino angeht, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Köpfchen. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Nichtsdestotrotz, ja, das ist so meine erste Begegnung. Ich habe wirklich das Gesicht und die Geschichte von ihm habe ich schon länger kennt und so mystisch, weißt du, drumherum, mhm. was da alles Krasses macht. Aber relativ, also eigentlich viel zu früh immer noch, aber eigentlich recht spät dann wirklich gesehen. Ja. Und nein, also ich finde schon, weißt du, es ist nicht jeder gleich, oder? Also ich bin auch schon mit Kindern im Kino gesehen, die haben bei Paddington, beim ersten Teil, die haben Panik bekommen. Also wirklich Panik, wo es wohl irgendwie blitzt und donnert hat und er sich hat mir so unter einem Wellblechdach oder so verstecken. Und dann hat der Bub fast schon verheulen. Also das habe ich auch schon erlebt mit Kindern. Okay. Ja, es ist halt, ja, gell, nicht jeder ist da gleich drauf, oder? Nein, das hat man nie vergessen. Und ich meine, du, lieber Götti Spike, würdest jetzt wahrscheinlich auch nicht mit dem Götti Mädchen Nightmare on Elm Street schauen, oder? Nein, die hat ein bisschen einen besseren Charakter als ich. Ja. Sie fängt gerade mit so an. Nein. Jungs, aber jetzt mal ganz etwas anderes. Von denen, ich sag's mal, es gibt ja so ein paar grosse Horrorserien. Es gibt nicht ganz viele. Also mal die Größten sind sicher Halloween, Freitag der 13., mhm. eben Freddy Krueger. Ja. Scream, finde ich, gehört auch ein bisschen dazu. Ja, Texas Chainsaw Massacre. Texas Chainsaw, ja. Genau, ja. Richtig. Ich glaube, das sind schon die Größten. Also klar, jetzt kann man... So ist natürlich auch noch, so, muss man dazu erzählen, hat auch viel Teil. Hellraiser hat auch viel Teil. Ja, shit, stimmt. Ja, Evil Dead hat zwar nicht so viel Teil, aber muss man dazu erzählen, auch, ja. Klar. Annabelle und so die ganzen neuen... Conjuring? Ja, Conjuring-Universum, ja. Finde ich fair. Bin ich fair? Habe ich gerade gestern der dritte zum ersten Mal geschaut. Ja. Schon gut. Ja. Ich habe gelesen, die zählen so als schwierig. Ja, es ist sehr, sehr. Haben wir so einen Test gemacht mit, was sind die schlimmsten Horrorfilme? Ja, nein, da ist Sinister Platz 1 gesehen. Der hat anscheinend den höchsten Puls, Durchgangspuls und die höchste Ausschläge. Sinister heisst der Film. Sinister? Ja, ja. Also einmal bin ich wirklich auch fast am Sofa gefallen, aber der Rest vom Film ist lame. Aber Child's Play muss man natürlich auch dazu nehmen. Shit, ja natürlich, oh fuck, hey. Chucky. Sorry André an dieser Stelle, weil das ist seine Lieblingsserie. Also vielleicht haben wir noch ein, zwei vergessen, aber weißt du, ich meine... Sind sicher etwa die wichtigsten jetzt. Jetzt haben wir, glaube ich, klar kann man jetzt da noch, ich weiss, was reinstreuen, aber... Oh, aber jetzt so irgendein Wishmaster oder sowas, du musst jetzt nicht reinnehmen. Children of Corn gibt es auch noch, Gremlins gibt es nur zwei Teile, ist für mich jetzt auch nicht, weißt du, so eine Serie in dem Sinn. Ja, und der zweite Teil ist kein Horror. Korrekt, ja. Also der erste hat Horror-Element, aber... Ja, das ist recht. Aber er ist auch zu herzig zum Horror sein. Mm. Gut, das könnte ja in dieser Serie auch sein. Aber nein, jetzt mal, wenn wir all diese Serien anschauen, wo würdet ihr, wir jetzt nicht ein genaues Ranking machen, aber wie weit oben ist Nightmare? Oder ist bei einem von euch vielleicht sogar seine liebste Reihe insgesamt? Ja. Den genannt. Ich würde schon sagen, ja. Ah, wirklich jetzt? Gerade bei beiden? Ja, ja. So schnell, aus der Pistole? Es ist halt auch am vielseitigsten. Oh, wow. Mhm. Also... So ist auch ganz weit oben, hat dann aber weniger das Alleinstehungsmerkmal. Weißt du, das, was die immer am Bildschirm behalten, es sind so viele verschiedene Elemente. Mhm. Und dann sind die Teile zum Teil sehr. Ja, gut, da sind die Teile zum Teil schon auch unterschiedlich, aber der Freddy und der Robert England geben dem Ganzen halt einfach immer so einen gewissen Boden. Mhm. Und dann Freitag und Halloween, die sind auch sau cool, aber auch alle so dermaßen unterschiedlich. Und ist halt. Der Antagonist. Also Unterschiede meinst du die Qualität? Oder? Qualität, okay. Auch die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird. Ja. Die sind ja auch, also gerade Freitag, ich meine, die sind ja alle innerhalb von 8 Jahren gedreht worden. Ja. Also mega schnell, und der hat einfach mal schnell einen Treiber raus müssen. Und das merkst du halt zum Teil. Mhm. Zum Teil besser, zum Teil schlechter. Mhm. Und halt als Antagonist, so charismatisch wie der Freddy, das ist einfach irgendwie keiner. Vor allem, der auch einmal lustig ist. Mhm. Ja. Also, das macht es eben schon aus. Und das Thema selber ist halt auch, es ist viel, viel mehr als einfach nur sterben. Mhm. Ja, ist lustig, dass ihr das beide. Also, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich auch, so in allem Drum und Dran, ist glaube auch fast mein Lieblings. Okay. Ich würde sagen, also Evil Dead ist bei mir halt schon auch auf einem ähnlich hohen Level. Aber es sind halt einfach viel weniger Teile. Das muss man halt auch mal sagen. Ja, das ändert sich jetzt vielleicht. Du hast eine Serie, die da noch viel reinspielt. Ja. Und die Serie von Nightmare, da kommen wir nachher noch dazu, die hat da nicht wirklich nur geholfen. Bei Evil Dead ist für mich halt der Ash ist ja eigentlich nicht der Bösewicht, sondern er ist ja der Gute, der Held. Mhm.
Und da verbinde ich nicht so mit meinem Horrorheld. Sondern er ist halt wirklich der Held, der das Böse bekämpft. Was aber sehr untypisch ist, weil das ist bei den anderen absolut. Auch nicht so. Genau, das ist bei Hellraiser sind es auch Zenobiten, oder? Mhm. Bei Friday ist der Jason, bei Halloween ist der Michael und so weiter. Protagonisten sind, weil sie der Hauptschauwert sind. Richtig. Bei Evil Dead ist es ganz klar der Ash. Mhm. Das ist schon anders, ja, das stimmt. Das ist auch anders bei. Vielleicht auch das können wir noch, die ganze. Living Dead-Reihen und so, also weißt du, die ganze Zombie-Reihen, oder? Das ist ja auch so. Das ist ja auch nicht ein Zombie, der raussticht, sondern es ist auch so ein bisschen wie bei den Dämonen bei Evil Dead. Aber bon, spannend. Okay, ja, gut, dann wird es ja umso geiler. Also, das haben wir vorher nicht. Weil, ich wusste, dass ihr da auch so Fans sind. Geil. Ja, das freut mich umso mehr. Also, von mir hast du es wissen. Ja, dass ihr Fans seid. Ja, wir haben ja alle, also. Seite sind wir jetzt hier mit dem Freddy Show. Das hat er vielleicht schon in den sozialen Medien gesehen, weil wir das Foto nicht gemacht haben. Wenn wir es nicht vergessen. Okay, cool. Das langsam. Dann würde ich aber jetzt sagen, bevor wir in den allerersten Teil reingehen, dir schon mal etwas vorwegnehmen. Und zwar. Soll ich das noch nicht wegnehmen? Nein, ich nehme es noch nicht. Ich nehme noch nichts vorweg. Wir haben ja verschiedene Punkte. Wir haben den besten Kill. Wir haben den besten One-Liner, wir haben den Lieblingsteil, den Hass-Teil, die Lieblingsfigur neben dem Freddy. Unseren eigenen grössten Freddy-Albtraum, da bringen wir den selber. Aha. Also was wir schlimm fänden, wenn wir das erleben müssen. Darf auch etwas von ihr erfunden sein. Oder, und dann noch die grosse Frage, Crossover neben dem Jason, weil Freddy vs. Jason. Ne? Mit wem wäre ein geiles Crossover noch möglich, Freddy? Und ich würde sagen, wenn wir jetzt die Teile durchgehen, wenn jemand um seinen Lieblingskill, seinen Lieblings-One-Liner so vorkommt, dann nennt er das einfach immer gerade im Teil. Können wir machen, ja. Cool. Vielleicht mal grundsätzlich ein paar Sachen zu Nightmare on Elm Street. Gestartet ist das ganze Jahr von wem? Wer war da der Chef? Wes Craven. Hau raus. Wes Craven, Regisseur, Drehbuchautor, der schon bekannt worden ist. Also, der hat ja... Er hat in der Erwachsenen-Filmindustrie angefangen mit seinem Film zu arbeiten. Und ist aber der Pornos. Nein! Aber nicht US. Ja, du. So nickel. Was soll man sagen? Nein, und dann hat er natürlich in den 70er Jahren hat er die originalen der Hills Have Eyes-Film gemacht, der bis heute noch als sehr, sehr gewaltbereit gilt. Und Wes Craven war halt immer einer, der war am Puls der Zeit. Der hat viele Interessen gehabt und der hat so ein Gespür dafür gehabt, was könnte interessant sein. Und er hat irgendwo einmal von einer Krankheit gehört, wo wirklich die Leute dazu bringt, also dass es überhaupt möglich ist, dass die Leute im Schlaf von lauter Angst einen Herzstillstand bekommen. Ja. Und das hat er so faszinierend gefunden. Und dass man im Schlaf kann sterben kann, im Schlaf eigentlich ein Moment, wo man normalerweise eigentlich assoziiert mit totaler Freiheit, da kann ja alles passieren, da kannst du alles und so weiter. Klar, Albträume gibt es auch, aber grundsätzlich denkt ein normaler Mensch an, ich schlafe, also das ist ein geschützter Rahmen, mein Körper erholt sich, das ist etwas Positives. Und er hat das sau spannend gefunden, dass du in dem Moment, wo du dich eigentlich sicher fühlst, trotzdem aber eigentlich mega verletzlich bist. Du pennst, merkst nicht, ein Einbrecher kommt, keine Ahnung, klappt das Bett zusammen und hinüber bist. Ja. So, nicht, dass wir das schon mal gesehen haben. Kleine Anspielung, ist klar. Und das hat er auch mega faszinierend gefunden, weil er hat wirklich den Sinn für Sachen, die einem Menschen auf der Meta-Ebene Angst machen können. Ja. Und so ist er auf die Idee gekommen, Nightmare on Elm Street mit dem halt Freddy als der schwarze Mann quasi zu etablieren. Wie er jetzt genau auf die einzelnen Punkte von Freddy gekommen ist, das habe ich jetzt gerade nicht mehr so im Kopf. Also, hey, das ist so eine Zusammensetzung. Also eben das, was du gesagt hast, das Trauma, das ich gelesen habe, das ist ja irgendwie ein Bericht gewesen, glaube ich, über... Times. Genau, richtig, ja. Nein, aber was ich auch finde, das ist eben genau das, was, finde ich, die Figur ein bisschen unterscheidet von Halloween, die anderen Slasher-Geschichten, oder wie Jason oder eben Michael Myers und so. Einfach die Story ist einfach schon mal ein bisschen mehr schon im Fantasy-Genre eigentlich schon fast angelegt. Genau. Oder? Eben, es ist nicht nur ein Killer. Nein, genau, es ist nicht einfach das, oder? Weil das kann ja auch extrem Angst machen. Das ist ein bisschen so Home-Invasion-Film, oder? Viele Leute haben von so Home-Invasion-Film. Ich finde das immer sehr unangenehm, weil die Vorstellung, hey, plötzlich läutet es an der Tür und weißt du, was dann passiert, oder? Weil Jason Voorhees oder Michael Myers, das ist ein Typ. Gut, der würde wahrscheinlich nicht läuten.
Aber ja, weiß ich meine. Wäre das blöd. Aber richtig. Aber also, das ist nur ein Typ. Und damit die glaubhaft sind, haben sie müssen unsterblich machen. Und richtig. Mhm. Und wie geil ist es denn, dass die Figur einfach per se schon mal unsterblich ist, oder? Weil gar tot. Nicht. Ja, richtig. Ja. Und okay, da kommen wir dann noch später ja, dazu. Aber, nicht immer nur schlau gelöst in dieser Serie, ja, aber ja, bon. Das ist so. Aber was halt ausmacht, ist doch einfach, hey shit, hey, das ist jetzt heute so ein unheimlicher Film, den ich geschaut habe, ich kann nicht schlafen. Einfach allein diese Thematik, wie oft habe ich das schon gehört? So, hey, sorry, wie kannst du. Gerade gestern eben, gestern Conjuring 3 geschaut, die Freundin nebenan und sie so, hey, sorry, wieso schaue ich das mit dir mit? Ich kann nicht schlafen so. Ich so etwas vorher schaue, oder? Gibt es so Leute, die das einfach nicht mitnimmt, so, ja, oder? Ja, hey, und dann gibt es einfach einen Film, wo es genau um das geht, dass du gar nicht sollst schlafen, weil dort geht es erst richtig ab. Mhm. Wie ja. Arschlochig ist das eigentlich? Weißt du, wenn du eben auf das affin bist, dann liegst du jetzt bett und denkst so, ja, scheiße. Ja. Ich meine, solange ich wach bleibe, kann ja mir eigentlich nichts passieren. Aber sobald ich einpenne, bin ich eigentlich ausgeliefert. Aber eben genau. Und selbst wenn es kein Freddy gibt, es kann einfach der Jason reinkommen und mir im Schlaf irgendwie töten, oder? Fuck my life! Aber genau das ist Wes Craven, das hat er ja dann bei Scream auch gemacht. Mhm. Bei Scream später hat er dann einfach die ganzen Regeln, die man in den 80er Jahren quasi ungeschrieben aufgestellt hat, mhm. hat er auseinandergenommen und hat es anders gemacht. Mhm. Damit man sich ja nicht sicher fühlt. Hills Have Eyes, einfach ultra brutal, mit Sachen, die du noch nie gesehen hast. Mhm. Ja. Einfach ja. Leute überraschen mit Sachen, die sie nicht erwarten. Wes Craven hat eh ein paar tolle Filme gemacht. Ja. Du hast sicher ein paar Apparate. Jo, es sind eben schon nicht ganz so viel richtig geil. Er hat auch Müll gemacht. Jo, also eben, er hat Nightmare on Elm Street 1 gemacht, er hat New Nightmare, der 7. hat er auch nochmal gemacht, ist nochmal zurückgekommen. Er mhm. hat dazwischen, glaube ich, noch bei den drei Büchern ein bisschen mitgeholfen, aber auch mhm. nur so, also hintergründig einfach so. Ich hätte noch einmal fragen, bei gewissen ist auch mal wieder ein bisschen. So, wie heisst der Freddy? So noch mal Krüger. Okay, ja. Dankeschön. Und ja, Scream hat er dann gemacht bis zum 4. Wow. Und nachher ist er dann gestorben. Leider. Ja. Wishmaster hat auch die Reihe begonnen. Die habe ich nie geschaut. Ich glaube, ein oder zwei davon habe ich geschaut. Aber nicht einmal der erste. Ich habe, glaube irgendwie, weiss doch auch nicht, zwei und vier geschaut. Das klingt sowas. Ja, einfach irgendwo günstig DVD gefunden. Ja, kaufst du mal Wishmaster. Rein mit. Ja, Schocker hat er noch gemacht. Ja, gut. Habe ich jetzt auch nie gesehen, aber den kennt man ein bisschen. Ja, ja. Ja, ja. Filmverfilmung. Ding, People Under the Stair, der ist nämlich super. Heißt People Under the Stair. People Under the Stair. Ah, ja. Also super. Er ist abstrus und er ist durchberührt, aber ich finde ihn hure geil. Habe ich auch nie gesehen. Ja. Ah, und gerade du als großer American Horror Story Fan, gerade von der ersten Staffel, wie sollst du eigentlich mal schauen, weil du merkst schon mal, woher ganz viel Inspiration gekommen sind für diverse Figuren. Ja, ja. Also mir hat es mega Spass gemacht, aber ja, ist jetzt gar kein Geniestreich. Ja, ich schaue gerade aufs Cast, das ist noch interessant. Yes. Sehr cooler Cast, das ist richtig. Ja, so gerade der Everett McGill hat mal wieder eine Rolle bekommen. Fantastische Rolle hat er sogar. Okay. Fantastisch. Und Bing Rames geht eigentlich auch immer. Ja, da noch, ich glaube sogar noch mit Haar. Sieht recht lustig aus. Ja, ich glaube es. Ja. Also ungewohnt halt. Aber bon. Auf jeden Fall sicher einer von den, ich sage es mal, 5-6 grössten und wichtigsten Horrorregisseuren oder Regisseur fürs Genre. Das müssen wir auf jeden Fall sagen. Mindestens in der Top 5. Ganz ja, klar. Oder? Weil also, so wie ein George A. Romero, den man muss dazu erzählen muss, Toby Hooper muss jemand yes. dazu erzählen. Carpenter. Ganz klar. Ja. Absolut. Carpenter, ja. Ganz ehrlich, ich glaube auch James Wan müssen wir halt auch mittlerweile dazu tun, weil der hat so viel gemacht. Also ich sage jetzt mal, seit 2000 ist er eigentlich der Horror. Also im Grossen. Seither ist er auch der Horrorgott, ganz klar. Also ich glaube, ja, wahrscheinlich würde es noch mehr einfallen, aber... Ja, ja. Aber das sind, glaube ich, schon ein bisschen die Grossen, ja, seither. Voll. Ja, Fulci, Agenda und so, das ist auch noch einmal ein bisschen vorher. Sicher. Ja. Und nachher auch, ich meine, Argento haben wir ja am letzten Coco gesehen. Ja, aber... Springende Wasserschlange, mein Favorite. Gut, super. Wir fangen an mit dem ersten Film. Und wie du es ja schon gesagt hast, von Wes Craven, 1984. Beste Jahrgang. Nightmare on Elm Street. Das ist nicht zufälligerweise dein Jahrgang, oder? Du so. Mm-hmm. Ah, ich doch fast gedacht. Das ist schon wieder mal typisch. Und wenn du auf Deutsch geheißen Nightmare, mörderische Träume. Was ich für einmal ganz okay finde. Das ist absolut in Ordnung, ja. Das ist schon mal nicht ganz so schlimm. Ja, wenn mörderische Träume passt, klar. Ja, korrekt. Oh. Ja, eben, drei Buch und Regie von ihm. Was haben wir noch für Leute so dabei gehabt? Also, natürlich Robert Englund in der Hauptrolle. Yep.
weiß nicht, über den schon ein bisschen etwas erzählen? Hey. Oder? Wir können gerade am Anfang starten und dann ein bisschen einführen, nachher können wir dann ein bisschen ausmachen. Wir reden mal über ein, zwei Filme und dann tust du mal ein bisschen mehr über Robert Englund, was er sonst noch gemacht hat. Auch gut. Also sicher am nachhaltigsten bekannt ist in seiner allerersten Rolle der Johnny Depp natürlich, in einer Nebenrolle als Glenn. Der Freund von der Nancy Thompson, gespielt von der Heather Langenkamp. Bei Johnny Depp muss ich noch einen Flachen bringen. Da hat er noch ganz andere Probleme gehabt als Gacki auf dem Bett, wenn du verstehst. Ja, ein Bauchnabel, ja. Heather Langenkamp ist sicher eine der wichtigsten Schauspielerinnen im Franchise, weil es ist auch die einzige, die dreimal vorkommt. Ja. Mhm. Ist sie im 1, 3 und im 7, ja, New klar. Nightmare. Ah, stimmt, 2 jetzt ja. Ja, blöd. Ja, das ist übrigens mein Lieblingscharakter, den wir schon bei den Dingen sehen. Sind wir schon dort? Aha. Also ja. Die Lieblingscharakter neben dem Freddy. Genau. Freddy, ich glaube, Freddy, okay. Mehr muss ich nicht. Oder? Nein, also, ja, muss oder Nancy Fred. Du bist oder Fred. Du bist oder Fred, richtig, ja. Nancy Thompson. Ich finde, der Film ist irgendwie so 80er Jahre und es zeigt eigentlich eine Frau, die sich gegen echt das Böse gegen den Bösewicht behauptet. Mhm. Und ich finde, sie macht das so auch recht gut. Also, sie ist wirklich gut darauf an, stellt sich dem Ganzen, sucht einen Ausweg und wie sie dann gehen kann. Ja. Und ich finde, das ist gerade heute wieder ein Thema, weil ich schon dort sehr gut umgesetzt worden ist. Mhm. Absolut, ich finde auch, sie ist auch eine der stärkeren sogenannten Final Girls oder Scream Queens, wie man sie immer nennen. Mhm. Oder ähnlich wie eine Laurie Strode, also auch nicht eine, die auf den Kopf geht ist, die einfach nur irgendwie nett aussieht oder irgendetwas, sondern wirklich auch sich stellt und eigentlich ihre Entscheidungen gar nicht so wahnsinnig dumm sind. Weißt du, wie man so stoppt? Ja, nein, sie macht eigentlich schlaue Sachen. Sie ist eine von denen, die sich wirklich nicht allzu dumm anstellen. Ich finde sie einfach eine ziemlich schlechte Schauspielerin, wenn ich das jetzt schon mal vorwegnehme. Ich finde sie schon ultra schlecht eigentlich. Ich finde vor allem im siebten Teil fällt es mir am meisten auf. Okay. Jetzt hier muss ich sagen, so als Teenie, ja gut, ja. Okay, aber im siebten Teil, ich denke, sie so, yes, es geht weiter. Ja. Junge. Gut. Aber okay. In einer weiteren Rolle, die wichtig ist, haben wir natürlich noch den John Saxon als Lieutenant Thompson, der Polizeichef und Vater von besagter Nancy Thompson. Mhm. Und ja, John Saxon, also das ist einer, den hast du schon ein bisschen überall gesehen. Selten in Hauptrollen, sehr, sehr oft in Nebenrollen. Also, was hat er alles gemacht? Der ist zum Beispiel dabei bei Enter the Dragon mit Bruce Lee. Was? Ja, okay. Das ist einer von den bekanntesten von ihm. Ist erst gerade vor 2 Jahren verstorben, 2020. Ah, schau jetzt. Okay. Also, der ist noch ein bisschen alt geworden, der ist 83 geworden. Ah, oh, schön. Ja. Schönes Alter. Ja, voll, ja, voll. Also, wenn man voll gesund ist, so lange. Ja. Und, sehe ich jetzt gerade per Zufall, der hat sogar noch als FBI-Agent in From Dusk Till Dawn mitgespielt. Aber, ja. Ich glaube, Tarantino und Robert Rodriguez mögen, glaube ich, Nightmare-Film. Ah, oh, also ich glaube, also hoffe es, ja. Ja, und hat so einen Beverly Hills Cop 3, hat auch noch irgendeine Rolle gehabt. Und, also man merkt viel Trash-Sachen. Aber auch wichtige Rollen. Ja, kommt ja auch mehrmals vor. Ist auch in anderen Teilen noch, dass er vorkommt? In 3. Auch wieder in der gleichen, gell? Genau, auch im 1, 2. Okay. Also im 1, 3 und im 7. Ja. Genau. Okay. Und also ihn finde ich jetzt zum Beispiel sehr gut besetzt. Er passt sau gut in die Rolle. Merkst du als Schauspieler, der auch etwas kann? Ja. Ja. Sonst finde ich jetzt von diesem Film bemerkenswert, von der Schauspieler eigentlich nur noch Lynn Shay. Die Lehrerin von der Nancy. Und Lynn Shay, das ist ja wirklich. Ja, man kennt sie einfach. Gerade wenn man Horrorfilme schaut, dann kennt man sie einfach. In Insidious zum Beispiel ist sie in allen drei Teilen gerade jüngst dabei gewesen. There's Something About Mary. Hat sie ja die Mitbewohnerin von der Mary gespielt? Das ist die Alte, mit, die sich immer brünen lässt. Mit, ich liebe sie. Ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, woher kenne ich das Face? Also das habe ich nicht mehr. Okay, hey, die hat grossartig. So viele Sachen gemacht. Die ist auch in 2001 Maniacs hat sie mitgespielt. So eine herzig bösartige Rolle, ich kann es nicht anders sagen. Wirklich. Und halt so, die hat in so vielen Horrorfilmen irgendwelche Nebenrollen gehabt, wo einfach genau weißt, die Rolle ist einfach die gemacht für sie. Vermutlich ist die so beliebt bei allen Regisseuren oder Betreiber, dass sie deren einfach noch schnell eine Rolle hineinschreiben.
Ich glaube, das ist ja wirklich eine coole Socke. Jo, das sind so die, die ich, also meiner Meinung nach, die jetzt bemerkenswert sind von den Schauspielern. Ich habe zum Beispiel die, die Marge Thompson spielt, also der Mutter von der Nancy, Rooney Blackley, finde ich jetzt nicht so. Jo. Nein, muss ja nicht alle also, werden. Jo, nein, die hat jetzt auch nicht wirklich groß was gemacht, weil ich kenne Return to Salem Slot und jo. Also mal grundsätzlich gesagt, ist einfach halt, also weißt du, vielleicht ganz kurz, also mir muss die Story wirklich erzählen. Nicht wirklich, oder? Also es gibt halt mehrere Leute, die plötzlich sterben. Kinder. Und alle fragen sich, also Jugendliche, Teenager genau, und alle fragen sich, wie ist denn das los? Sie sterben alle im Schlaf. Und genau, und dann findet man halt raus, dass da dran auf die Kugel schuld ist. Und seine Backstory, zumindest im ersten Teil, ist noch, dass die Eltern, ja, also dass auch Kinder umgebracht hat. Mhm. Und dann, hat es einen Verfahrensfehler gegeben und der ist auch dann freigekommen. Genau. Und dann haben die Eltern gefunden, jetzt frieren wir Selbstjustiz und zünden das sich in einem Heizungskeller an. Dummerweise ja. Aber tut er jetzt als quasi in den Träumen der Jugendlichen ja. Das rächen. Genau. Und was ihn halt auch ein bisschen auszeichnet, ist halt, dass er, weil es halt Träume sind, oder? Dass er halt jeglichste Szenarien und Sachen kann machen kann, die man halt so eben eher im Fantasy-Bereich findet, voll. Oder? Ja, und ja. Nicht wirklich real sind. Mhm. Im ersten Teil ist es noch einigermaßen im Rahmen. Es wird nicht immer wilder mit den Fantasievorstellungen und Träumen. Man zeigt es auch mehr. Also ja. Ich meine, im ersten ja. Teil haben wir ja zum Beispiel die Freundin von der Nancy, Tina, die plötzlich einfach mit im Raum schwebt und da auseinandergefrotzt wird. Wahnsinnig geil gemacht. Wir haben den Johnny Depp, der einfach ins Bett reingesogen wird und ein riesen Blutlachen rauskommt. Sehr auch fantastisch gemacht. Ja. Das wäre meine mein Backup für den besten Kill. Hallo, geht's? Wenn du den aus dem Dreh nimmst, den du vorher beschrieben nein. Hast, nimmst du nicht. Gut, dann ist nur mein Backup. Den nennen eben nicht. Aber was ich wirklich extrem empfehlen kann, vielleicht hast du es auch schon gesehen, das Making-of zu diesem Film. Weil dieser Film, der natürlich, ey, logisch, kein Budget gehabt. Oder kein grosses. 1,8. Ja, ja, also wirklich nicht sehr viel. Wenig. Aber ja. Was hier einfach rausgeholt wurde, ist aus diesem echten Effekt. Klar, das eine oder andere sieht heute, also gerade wenn seine Arme in der Allee so lang werden, also du siehst förmlich die Schnierchen, die Arme dranhängen. Weißt du, also so ist es nicht. Aber fuck, es ist immer noch creepy, wie das, nichts. Ja, das ist aber zum Teil wirklich. Also muss man sagen, die Nightmare-Reihe ist zum Teil sehr gut aufgebessert worden mit der Zeit. Ja, und vor allem ist sie immer. Also, du kannst kaum einen Teil vorwerfen, dass er nicht auch mal etwas anderes experimentiert oder probiert voll. Hat. Oder gerade mit diesen technischen Effekten hat, noch mal einen Schritt weiter gegangen ist genau. Und Neues aus. Also, das ist wirklich immer toll gewesen. Es hat nicht immer alles toll geklappt, das muss man ganz ehrlich sagen. Es hat nicht alles gleich aber das gut. Das kann passieren, wenn du Neues probierst. Fuck yeah! Ja. Und ich glaube, keiner ist böse. Im Nachhinein finden das gerade die meisten gerade die Effekte, warum es vielleicht ein bisschen. Bananen aussehen, hure lustig und oder toll. Ich oder machen auch, noch mehr Spaß? Ich finde auch, dass kein Nightmare das Prädikat Trashfilm verdient hat. Finde ich wirklich nicht. Und wenn es. Ja, also, ja, weil der Robert Englund tut natürlich vieles immer hochhalten, die ikonische Figur. Und eben, dass man immer wieder mal etwas Neues bringt. Der ein oder andere Effekt könnte man mal im Trash zuordnen. Ja. Für das ist dann aber die Story gleich mal zu hochwertig. Also, was ich dir recht gebe, es ist kein typischer Direct-to-DVD-Titel. Yep. Für das sind sie zu hochwertig immer noch. Das ist richtig. Ich glaube, jeden kannst du ins Kino bringen. Oder hast du zu diesem Zeitpunkt können ins Kino bringen? Ich meine, die ohne sind genau alle im Kino gelaufen. Ich glaube, im Fall auch. Ja. Also, ich glaube wirklich auch. Nein, sie glaub, sicher alle, nein, sind alle im Kino gelaufen. Definitiv. Gut, Freitag sind ja auch alle im Kino gelaufen. Ja, gut, okay, das sagt leider nicht mehr. Ja, aber nein, aber gut. Wobei, ähnliches Thema. Also, ich sage jetzt mal, weißt du, solange nicht gerade heutzutage, weißt du, plötzlich irgendwie ein Asylum Teil 4 rauskommt oder so. Oder du Uwe Boll dran lässt. obwohl der hat zwar auch ein paar gute Filme gemacht. Aber habt ihr gewusst, dass du Robert Englund nicht der erste Freddy da gesehen im Film? Leucht uns. Nein, du, britische Schauspieler David Warner hat echt die Rolle bekommen und hat dann aber aufgrund von Terminkonflikt abgebrochen. Ah, stimmt. Und du siehst im Film siehst du ihn nur am Anfang, wenn du den Handschuh zusammenbaut. Das ist nicht England. Mhm. Das ist eigentlich so gewesen. Ah, lustig. Ja, ja gut. Moment, David Warner, ist das nicht der Butler aus Titanic? Oder
der Bub aus «Wunderbaren Jahren» oder Marilyn Manson oder glaub, David Warner ist Hans Müller oder so, oder weiß auch nicht. Also der ist wirklich... Nein, das ist der Butler aus «Titanic», der Butler von Billy Zane. Keine Ahnung mehr, wie der aussieht. Ich habe nur noch bei meinem Rewatch... Ah shit, doch, kennt man aber. Also, das hat aber auch. Ich tue vielleicht jetzt schon mal den einen oder anderen zum Abschalten bewegen. Ja, ich mag den Robert Englund sehr natürlich in dieser Rolle. Und wir voll Idioten. Er ist der Wissenschaftler gesehen, Turtles 2. Ja klar. Ja, hab es ist. Aber ich sage es mal etwas ganz Freches. Hey, Robert Englund, nicht falsch verstehen, geil. Hey, ja. Sag nichts Falsches, so schlaufe ich raus. Ich behaupte aber. Die Rolle von Freddy Krueger hat auch andere Leute können geil spielen. Ich glaube nicht, dass es das durch England hat müssen sein. Alex, habe ich jemals eine Schlägerei mit dir angefangen? Wenn, wäre es schwierig rausgekommen, glaube ich. Außer du hättest das herzige Shirt da von Johnny Depp, weißt du, das Bauchfreie noch im Film. Läuft doch immer so kurz sind wir jetzt davor. Sprichst du des Wahnsinns? Ja, bin ich. Ich finde, die Figur Freddy Krueger viel, viel spannender als die Art und Weise, wie er dargestellt wird. Ich finde, das könnte jetzt auch. Das kannst du nicht voneinander trennen. Der Robert England ist der Freddy und der Freddy ist der Robert England. Das kannst du nicht voneinander trennen. Das ist das Problem im siebten Teil, das ist so wie der Lemmy Motorhead ist und Motorhead ist Lemmy. Nein, das finde ich gar nicht. Nein, das finde ich ganz etwas anderes. Nein, das finde ich jetzt gar nicht. Ja, ich finde auch eine andere Haiertrappe. Er hat sie in den weißen Hai können machen. Ja, wunderbar. Toll. Nicht gegen den Bruce. Ja. Siehst du etwa, wie tief du mich jetzt gerade getroffen hast? Ja gut, der ist auch tief gefallen, weil immer wieder gesunken, der arme Hai. Nein, nicht falsch da. Ich liebe den Robert England in dieser Rolle, ich finde ihn super in dieser Rolle, alles gut und recht. Aber ehrlich gesagt, ich finde, am meisten macht er mir, also, dass es der Robert England unter der Maske ist, finde ich fast am relevantesten, denn wenn er keine Maske nachhat. Weißt du, wenn man ihn sieht, als wo er noch vor seinen Verbrennungen, dann finde ich nämlich richtig auch creepy. Weißt du, dann finde ich es fast. Oder als Busfahrer. Genau, dann finde ich es wirklich irgendwie noch creepy. Weißt du, das hat etwas. Weil er sieht einfach schon creepy aus. Obwohl das, glaube ich, der liebste Mensch ist auf der Welt. Aber ich sage jetzt mal, unter diese Maske hätte man auch der ein oder andere können mit diesen Taglines, mit diesen Sprüchen tun und es wäre gut rübergekommen. Ja, aber dann hätte er halt auch noch die tiefe Stimme. Hat das ja, die ist bearbeitet, das ist doch schon klar. Jo, aber dann hat er auch noch das Reden nicht so. Fiese Grinsen, das Lachen insgesamt. Und trotzdem, du musst dich zuerst einmal so bewegen, wie er das macht. Weil er hat schon einige Trademark-Moves drin. Das ist, bin ich voll bei dir. Das ist er. Ja. Also. Ich weiß es nicht. Also ich sage einfach, hey, hat können sie, ich meine, wir werden es nie wissen, ist auch völlig egal. Wir sind uns jetzt einfach mal einig, dass wir uns nicht einig sind. Ja, und ich bin mega happy mit ihm, nicht falsch verstehen. Also es ist nicht so, dass ich ihn würde austauschen. Ich sage einfach, eventuell, ist nicht gut ausgekommen. In einer Parallelwelt hat es können sein, dass in einem Paralleluniversum hat er irgendjemand anders können spielen und wir hätten vielleicht gesagt, hey, wir hätten uns nie können anders vorstellen als eben der David Warner. Hat können sein, das behaupte ich einfach. Das ist mein einziger Punkt, den ich mit dem will sagen. Also gut, dann bleiben wir dabei. Nein. Er ist einfach geil. Es gibt nur ein Freddy und das ist Robert England und gibt nur ein Robert England und das ist der Freddy. Du weißt ja, dass Glenn eigentlich zuerst nicht vom Depp gespielt worden wäre, sondern von einem anderen. Ja, wobei das ist, glaube ich, nur ein Gerücht. Und zwar von dem, der im Remake der Dings gespielt hat. Also ich habe Charlie Sheen gelesen. Als... Oh, okay. Aber der hat 3000 Stutz gekostet und haben sie gefunden, er ist zu teuer. Und dann hat ein anderer Schauspieler, ich glaube, der Gerichtsmediziner gespielt hat, hat West gesagt, ich habe da einen, den ich kenne und so, weil der würde wahrscheinlich auch gut spielen. Also ich habe nur gehört, dass die Töchter von Craven, wo sie das Foto gesehen haben, von der Mappe, von Johnny Depp, dass sie gesagt haben, hey, wenn du den in den Film nimmst, ich bin jetzt schon feucht wie Nacht und ich bin genau. 8, ja, ich bin zu jung, zum feucht werden wegen dem. Ich weiß es auch nicht. Weiss ich, habe böse gesagt. Aber es ist eben langes Gerücht umgegangen. Der Schauspieler, du hilfst mir jetzt gerade schnell, Spike, vom Freddy im Remake, was es gegeben hat. Jackie Earl Haley. Jackie Earl Haley, ja genau. Also er. Also mit Jackie bin ich ganz sicher, mit Earl Haley bin ich mir gar nicht. Ja, auf jeden Fall. James Earl Haley. Ich glaube, es ist James. Das kann schon sein. Aber auch mit der Haley. Wir kommen ja noch zu dem Film. Wir besprechen auch das Remake. Auf jeden Fall, noch kurz. Dort, ganz kurz zu dem Punkt. Ich habe nur das Gerücht gelesen,
Weil er immer wieder darauf angesprochen wurde. Weil er ist anscheinend mal in einer WG oder so gesehen mit Johnny Depp. Und dass er fast schon damals die Rolle bekommen hat von Johnny, was aber völlig Blödsinn ist. Er hat gesagt, er sei eventuell mal tatsächlich an dem Kasse gesehen, er wüsste das nicht mehr, aber er weiß nicht mehr, für welche Rolle und für nichts. Das eigentlich weiß er gar nicht. Das ist alles Blödsinn. Aber wo? Ja, ey, der erste Teil. 7,4 von 10 auf IMDb. Heißt Jackie Earl Haley. Jackie, okay. Allora. Und auf Letterboxd, wo wir immer reviewen, hat er 3,8 von 5. Also auf beiden durchaus respektable Bewertung für einen Horrorfilm. Vor allem für so einen Typ Horrorfilm. Weißt du nicht, rein psychologischer Horrorfilm oder so. Mhm. Oder so wirklich, wo gemeuchelt wird und gemacht wird. Würde ich sagen, einem sein Lieblingsteil von uns? Echt, mein. Ja, ist dein Lieblingsteil? Ja. Okay. Meine nicht. Hey, ich glaube, rein objektiv würde ich auch sagen, es ist der beste, aber es ist auch nicht mein Lieblingsteil. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Irgendwie. Nein, ich sage nicht, er ist der beste. Weil er ist von der Story her, ist er. Von der Story her finde ich, ist er praktisch perfekt. Mhm. Aber es gibt viele Sachen, die sich erst noch haben müssen entwickeln im Verlauf von diesem Franchise. Und das hat den anderen Teil besser gemacht. Ja, da bin ich eben nicht ganz. Ich weiss, was du vielleicht auch hier schaust. Eben, der Freddy ist schon irgendwann immer lustiger geworden. Immer mehr so. Also seine Sprüche von online. Obwohl die auch schon im ersten, aber noch nicht so. Wenig. Ja. Genau. Und das finde ich eben ein bisschen schade, Amix. Mir ist Amix dann zu ulkig geworden. Ich habe es schon lustig gefunden, aber zu ulkig. Eben. Das haben sie irgendwann übertrieben, ja. Gebe ich dir recht. Aber es hat noch eine Steigerung gegeben, die noch gesund war. Mhm. Was ich aber kann sagen, mein Lieblings-One-Liner von Freddy ist tatsächlich in diesem Teil. Okay. Und zwar ist es wirklich die Szene, wo, wo das Telefon läutet, wo gar nicht eingesteckt ist. Ja. Ich finde allein schon das ist so das Bild, das ich so geil finde. Das ist für mich so creepy. Ein Telefon, das läutet, obwohl es nicht eingestellt ist. Und sie das abnimmt. Und dann hörst du einfach den Freddy durch. Und Telefon und Wes Craven, die haben irgendwie etwas miteinander. Es läuft. Sie Scream. Oder? Und einfach so, I'm your boyfriend now, Nancy. Mit dieser tiefen Stimme. Und dann kommt einfach unter die Ohrmuster. Ist einfach plötzlich da, das Maul mit dieser Zunge. Aber ich finde, das ist so. Das ist so erniedrigend eigentlich für sie. Einfach so, er hat gerade ihre Boyfriend, also eben ihre Freund halt, oder, abgeschlachtet auf mieseste Art und Weise und blutigste Art und Weise. Und dann einfach sie wirklich in Panik und fuck my life. Und dann Leute lassen das Telefon Leute, die gar nicht. Einfach, I'm your boyfriend now, Nancy. Ich finde es einfach, allein die Tonlage dort. Teaser hat erscheint das Telefon, weil er dann mit Heiner. Und das Film könnte es ziemlich creepy gefunden, so sein Telefon mit der Zunge. Ich habe es fast gekauft, das gibt es ja so als Prop. Ah, du auch? Ja, ich bin ganz neu. Ich habe es eben auch schon ein paar Mal. Ja, wäre nicht. Es würde sich halt schon verdammt gut machen bei uns hier im Studio. Weißt du, gerade beim Eingang. Das Telefon. Ja, so am Eingang, so kann man schnell fragen. So, du, sollt ihr noch aufnehmen? Ja, voll. Okay. Alright, gibt es sonst noch etwas von unserer Liste? Lieblingskill, Lieblingsfigur, bla bla bla. Wo zum ersten ist, oder können wir weitermachen mit dem nächsten Teil? Können wir. Wir können weitermachen. Können wir schnell fragen. Ich meine, du Fred ist ja ziemlich omnipräsent schon im ersten Teil. Ja. Aber weißt du, wie viele Minuten er effektiv siehst? Wie lange geht der Film? 90. 90? Ich würde sagen, vielleicht 10. Max. Ja, yeah, mehr ist nicht. 7 Minuten. Ja, aber das ist immer so bei so gut. Ich meine. Aber du fällst es nicht auf. Ich habe das erste noch ein kleines Glas. Überleg mal bei diesem Budget. Wenn der die ganze muss schminken und machen und tun. Ja. Also, das braucht ewig. Ja, und halt ganz viele von den geilsten Kills, das sieht man halt nicht direkt. Eben, wo sie rumfliegt, oder? Ja, von der Decke rumgezogen. Und auch, wo Johnny Depp ins Bett gerissen wird. Unbedingt. Also wirklich jeder, der sich nur ein bisschen für Filmproduktion und Tricks interessiert, schaut das Making-of von dem. Ich habe wirklich mehrere schon geschaut. Es gibt ein grosses, das ist auch auf der Blu-ray damals oder DVD drauf gesehen. Das ist Wahnsinn, okay. Was die dort angebaut haben. Das ist wirklich ist so. Next Level. Kann für kein Geld. Ich habe einen kleinen Fun-Fact zu diesem Film. Also? Ist euch aufgefallen, welchen Film das Nancy schaut, während sie sich versucht, wach zu halten? Ist das der zweite Teil oder der erste? Es ist der erste. Das ist der erste. Also ich bin der Meinung, es ist der erste. Das ist der erste, ich weiß welcher. Ja, Evil Dead. Ja. Ja, eine Connoisseuse. Immer die Bierbestellungen. Ach so. Was hast du jetzt eigentlich bestellt, Hill?
Was für ein Bier hast du da wollen? Ich habe natürlich ein feines Uli-Bier bestellt von Alex, der das so kühl aus dem Kühlschrank bringt. Jawohl, du schon die Referenz. Brauerei Fischerstube, unser Sponsor. Ich meine, das Beste ist doch, wenn du mit drin in der Aufnahme ein kaltes Blond bekommst. Wenn das erste Blond schon leer ist, ja. Weil das erste Uli-Bier habe ich schon getrunken, also jetzt kommt es zweite. Ja, das Referenz ist halt schon so eine Allzweckwaffe. Das, oh, ja. Das ist so. Sehr schön. Wir gehen ein Jahr später, wir gehen ein Jahr weiter. Also ihr merkt, früher hat man nicht so lange gebraucht wie heute für eine Fortsetzung. Jawohl, James Cameron. Wir gehen jetzt Jahr 1985 und zum zweiten Nightmare on Elm Street oder wie noch auch geheißen, A Nightmare on Elm Street Part 2, Freddy's Revenge und tatsächlich auf Deutsch auch Nightmare 2, die Rache. Einer von der kontroverseste Teil von der Serie. Mhm, klar. Ich glaube, das kann man schon mal vorwegnehmen. Absolut. Und zwar aus Gründen, wo man heute eigentlich ganz spannend ist, weil gerade in der ganzen auch ein bisschen Vogue-Bewegung, oder? Also mit ein bisschen mehr, weißt du, herangeht, weißt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, oder? Mhm. Dass auch, blöd gesagt, Schule einfach ganz normale Hauptrollen können führen, ohne dass sie da irgendwie mit das Schulheit oder ihre Sexualität muss im Vordergrund stehen, etc. und so weiter, oder? Das ist einfach normal und fertig, oder? Mhm. Ich meine, nur zu sagen, diesjährige ZFF von einem anderen Festival hat es ja da einen Film gegeben, Bros, heisst du, glaub. Das ist ein 0815 Rom-Com, hat aber für einen riesen Skandal und Aufsehen gesorgt, weil es halt einfach eine homosexuelle Beziehung ist. Ansonsten ist ein 0815 Rom-Com, wenn man schon 100 Mal mit Julia Roberts gesehen, also wirklich crazy im 2022, dass man das auch machen kann. Jetzt gehen wir aber zurück ins 85 und da wird halt klar angedeutet, dass, ich sag's mal, Nancy-Figur oder die Hauptfigur neben dem Freddy, da, jetzt muss ich noch mal wieder heißen, Jesse, hä? Ist das Jesse gesehen? Jesse Walsh, ja. Ja, genau. Da wird halt ziemlich klar angedeutet, zwar nie ausgesprochen, meiner Meinung nach, aber es wird klar angedeutet, dass er eigentlich eher auch, also ja, auf Männer steht, so homoerotisch ist. Hast du das so empfunden? Ja, definitiv. Okay. Definitiv. Denk an Poster an der Wand. Das heisst nicht. Ja, ich sage jetzt einmal, einfach, weißt du, gerade in den 80er Jahren, eigentlich immer schon, einfach so halbnackte Boygroup oder Musiker, männliche Sänger im Zimmer von einem, ja, das 20-Jährigen. Ja, gefühlt. Das kannst du jetzt aber doppeldeutig auslegen. Das kannst du auslegen, ob er jetzt auf dir steht oder halt jemand so möchte sein wie dir. So ein Wrestling-Plakat. Weil auch gerade 80er Jahre, wo Styling mega wichtig war und auch ein bisschen sehr viel aufwendiger war als heute meistens, da hast du das als Vorlage genommen, hey, so will ich ihn aussehen. Dann haben wir aber auch noch die Tanzsequenz, dann haben wir noch einzelne andere Momente, wo man schon muss sagen... Die Tanzsequenz hat er aber den aktiven Part übernommen. Das kann viel offener ausgelegt werden. Okay, dann denke ich halt wieder an die Duschszenen. Also es gibt schon recht viele Momente, wo das ein bisschen andeutet, aber es ist sehr subtil. Finde es wirklich spannend. Also, das habe ich nie so empfunden. Vor allem eben, weil er doch Lisa irgendwie nachsteht und sich ja überhaupt nicht gegen sie wehrt. Ja, aber sie merkt ihr auch an, dass sie dann irgendwann an einem gewissen Punkt merkt, oh, das ist wirklich rein platonisch. Und zwar eben, weil, ja. Und ich meine, es geht ja auch ein bisschen um das. Also, kannst du die Story so ungefähr in so zwei, drei Sätze wiedergeben? Okay, also, der Freddy ist besiegt worden. Freddy kommt zurück, allerdings nicht einfach nur in den Träumen, sondern er manifestiert sich in einer Person. Mhm. Einen jungen Burschen, dem Jesse Walsh, und versucht eigentlich quasi wie Jesse Walsh seinen Körper zu übernehmen. Und sprich, aus ihm dann Freddy machen zu lassen. Er soll eine Art wie sein Nachfolger werden, hat man das Gefühl. Oder er soll zum Freddy werden. In der realen Welt quasi. Etwa so, ja. Genau, kann man so sagen. Ja. Ja, und das ist halt sehr, nein, das ist super umschrieben. Und das ist halt auch das, was man viel nicht so verstanden hat, oder? Weißt du, eben in einer Zeit, wo man halt noch nicht so, und das ist ja leider heute immer noch in gewissen Ländern und Orten, oder? Also, wo man noch nicht offen hat können, zu seiner Sexualität stehen, oder? Das ist halt auch nochmal so als Meta-Ebene eigentlich genannt worden, oder? Dass der Freddy, also, dass er den Teil unterdrückt in sich und bla, oder? Also, da ist ganz, ganz viel reininterpretiert worden. Kann man auf jeden Fall, in diesem Film kann man ganz viel interpretieren. Hey! Eben, es ist glaube ich, mein erster Nightmare gewesen. Und so schlecht, wie ich es jetzt heute gemacht finde, aber der Impact ist immer noch da.
Busszene, gerade am Anfang. Geil. Ich finde die toll. Ja. Ich finde die heute noch toll. Ich sehe ja jetzt, wie sie gemacht ist. Sie hat mich jetzt auch ein bisschen an unendliche Geschichte erinnert, von gewissen Effekten her. Wirklich ein bisschen mit den Bausteinen und so. Aber einfach die Situation, ich meine, es ist wie ein Traum, mal grundsätzlich. Das ist etwas, wo du die Kontrolle zum Teil abgibst. Mhm. Ist ja im Bus auch so. Du fährst ja selber nicht. Und dann fährt da irgendjemand an. Du kannst nichts machen. Und dann auf den Abhang, die Klippe und die Höhe und alles und so. Das ist schon noch creepy. Mhm. Und ich habe wirklich auch die Fahrt, die einfach so ins Schwarze geht, wo er mit den beiden Mädchen wirklich nichts dagegen machen konnte. Das habe ich immer lässig gefunden. Mm. Für mich eigentlich immer so ziemlich das Highlight gewesen von diesem Film. Okay. Ja. Ich habe Joshua Tree schön gefunden, aus reinfahren. So Joshua Tree, stimmt, ja. Stimmt. Mhm. Obwohl, ja, ist auch wieder ein bisschen. Ja gut, so, sie haben es ja nicht gesagt, wo der Teil. Haben sie gesagt, dass der Teil auch in Springwood spielt? Ich glaube nicht, oder? Hey, gute Frage. Ich glaube, also ich habe auf Bäumen gesehen und auf. Für mich denkst du Joshua Tree. Aber ist Joshua Tree nicht angeschrieben gewesen? Nein, ich habe nur, aha, okay, nur okay. Leute von den Bäumen, weil die gibt es ja nicht überall dort. Ja, okay. Ja, dann kann es gleich sein, dass sie also quasi behaupten. Arizona oder irgendeinem. Ja, ich hatte es auch so, einen Schulausflug halt. Und schon, obwohl, nein, sie sind ja auf dem Heimweg von der Schule. Sie fahren aus dem Städtchen, gerade direkt in die Wüste, irgendwie, ganz komisch. Ja, aber ist ja ein Traum. Also, ja, eben, genau. Ja alles fuck, ja, du kannst machen, was willst. Genau, grundsätzlich schon. Ja, ist aber auch, eben, ist sehr umstritten bei vielen, oder? Sicher. Viele finden da einen von den schlechtesten, andere sind eben noch viel mehr drin und solche Sachen. Ich muss sagen, ich finde eigentlich auch nicht so verkehrt. Mir gefällt, was ich, also, ich habe jetzt da, ich habe zwar eben nochmal alle geschaut, aber 7 Teile, ich habe jetzt nicht, oder also 7 plus Teil noch 2, habe ich jetzt nicht einfach in einer Woche geschaut, so kurz vorher, sondern ich habe schon ein bisschen früher angefangen, ich habe schon im Sommer angefangen, sodass ich so alle 2-3 Wochen wieder mal einen Teil schaue, so in diesem Stil. Und da auch schon wieder Momente haben, aber was mir immer bleibt in dem Ding ist dort, wo der Freddy quasi in die reale Welt kommt, an dieser Poolparty ist es gelernt. Ja, genau. Das sieht irgendwie einfach noch so abstrakt aus, weil, weißt du, so surreal, weil bis anhin ist ja eigentlich der Freddy, außer halt im Finale vom ersten Teil, hast du ihn ja hauptsächlich in seiner Traumwelt gesehen. Mhm. Und immer, das finde ich eben schon recht geil gelöst in dieser Serie, wenn er dann eben in die richtige Welt gezogen wird oder kommt, wenn er es so bewusst will und so, das wirkt immer so surreal. Also, what the fuck, es wirkt so seltsam, so der Dude oder in seiner Outfit und so. In der Traumwelt denkst du, passt irgendwie. Oder so mit der Umgebung. Aber in der realen Welt wirkt er immer so ein bisschen komisch. Aber es, irgendwie hat es mir immer gut gefallen. Es ist natürlich auch, weil er dann auch nicht ganz so stark ist. Mhm. Weil dann ist er ein normaler Mensch, mehr oder weniger. Quasi, ja, also so ein Spricket mit Messerhändchen. Obwohl, das habe ich jetzt hier noch stark gefunden. Mhm. Da sind ja wirklich die Messer mal aus den Fingern gewachsen. Sprich, wie sie es im ersten Teil ja übersetzen, mit Rasierklingen anstatt Fingernägel. Ja, da wachsen sie ja aus den Fingern raus. Ich und keine Handschuhe, stimmt. Ja. Eben, das ist auch noch so ein bisschen speziell. Man hat hier den Ansatz, Freddy in einem Menschen, Freddy in der realen Welt, dann einiges ein bisschen anders gemacht. Und das sind sicher die Sachen, die sich so viele daran stören. Mhm. Und zum Teil wirkt es auch ein bisschen unrund, weil es ist ja weniger, dass er in den Träumen jemanden verfolgt, um ihn umzubringen. Der Jesse verfolgt er in den Träumen, um ihn zu bekehren. Ja. Ja, um auf seine... Komm auf die dunkle Seite, Jesse. Ja, ist halt das. Ja. Der Ansatz ist anders. Der Ansatz ist zwar auch innovativ, er geht einfach nicht ganz auf. Ja, korrekt. Ja, und ich habe jetzt eben den Jesse auch recht schwach gefunden. Der Jesse gespielt. Also der Schauspieler? Ja, ich habe ihn recht schwach gefunden. Ich fand Lisa, also so seine Freundin, die habe ich jetzt wesentlich besser gefunden. Eben jetzt, wenn du ja erwähnst, Alex, Heather Langenkamp im Teil 1 eher schwach, da habe ich jetzt Kim Myers als Lisa Weber doch noch ein Stück überzeugender gefunden. Ja, ich glaube, ich kann es nicht eins nennen, aber würde ich jetzt wahrscheinlich... Also ich habe komplett daneben gesehen, aber Nein, schon nicht. Mir ist vor allem mehr aufgefallen tatsächlich am 7. Teil. Okay. Also im 3. habe ich sie eigentlich auch so okay eigentlich gefunden, aber mir ist vor allem im 7. Teil ist mir reingekommen, so, oh fuck.
stark. Aber da kann sie vielleicht auch nicht so viel dafür, weil das auch ein gewisses Drehbuchproblem war. Kann sein, ja. Da kommen wir ja später dann eben im siebten Teil oder so, oder? Ja. Aber gibt es irgendetwas Wichtiges zum Wissen dazu? Jesse war schon nicht die erste Wahl gewesen. Also der Schauspieler von genau, Jesse? Genau, für Jesse als Mark. Erzähl, das nehme ich jetzt unter. Michael J. Fox war eigentlich geplant gewesen. Hätte aber dort halt schon ein, zwei Filme sich verpflichtet. Ist schon zu gross gewesen, ja. Ja, ja. Zurück in die Zukunft und Teen Wolf in 85. Und dann hat er gefunden, Jungs, ja, und gerade Teen Wolf. Michael J. Fox in einem Nightmare. Hey, wieso nicht? Das hätte ich mir schon noch vorstellen können. Also, in Frighteners war er ja toll gewesen. Voilà. Aber, ich weiß nicht, aber in einem. Ob er einen Nightmare passt hat. Vor allem so mit dem Spiel. Als Gegenspieler vielleicht zum Freddy, ja, aber quasi als der zum Freddy wird, ich weiß nicht. Gut, wir werden das nie herausfinden. Ich glaube, das ist vom Tisch, würde ich mal so sagen. Das wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Da, Nightmare 2 hat 5,4 von 10. Otto, jetzt müssen wir gerade schnell schauen, was für eine Bewertung er auf unserem geliebten Letterboxd hat. Das weiß ich nämlich nicht auswendig und interessant, wie es finde ich das Fernsehen stimmt. Genau, hat er 2,9 von 5. Also eigentlich tut mir besser. Zumindest auf einem ähnlich hohen Level oder besseren Level schon fast. Ja, ich weiß nicht. Was gibt es noch zu sagen? Ich glaube nicht viel. Also, ist halt so eine. Ein Zwischenteil, der dann nachher nicht mehr relevant ist. Ja, ich habe jetzt gerade geschaut, ich habe nochmal meine Notizen damals dazu. Da, und das ist mir wirklich vergessen gegangen. Ich finde, der erste Teil, wir haben ja auch die Folge angefangen, so mit dieser ikonischen, mit dem Dim, 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 das kommt ja immer wieder, so als gewisse Teams. Die sind komplett weg im zweiten Teil, das ist für mich wirklich eine grosse Schwäche. Und da hat man so, der Soundtrack ist so mit so Delfin und Walgeräuschen gesehen. Und das habe ich überhaupt nicht begriffen. Also wirklich gar nicht. Also ich würde sagen, why? Wieso? Also der Soundtrack ist wirklich lausig gesehen. Und was ich auch mal an dieser Stelle jetzt schon erwähnen, auch hier für die, die jetzt gerade hören und vielleicht das Telefon gerade schnell zur Hand haben oder wo auch immer sie uns hören, vielleicht ist es auch auf einem iPad oder auf einem Tablet oder auf dem Computer, nicht. Dort mal so ein bisschen die Cover googeln von diesen Filmen. Da verreckst du, weil der Freddy sieht einfach nie aus wie der Freddy, zumindest bei den ersten drei, ich glaube sogar vier Filmen. Sieht ganz anders aus, also so irgendwie, gerade im zweiten Teil ist eigentlich eher Skelett. Bei den ersten fünf. Ist sogar. Bei den ersten fünf ist er gezeichnet und ab dem Freddy's Final, dort hast du ein Foto drauf. Okay. Hey, das ist so lustig, wie sie da aussieht. Hey. Ja, ja, das ist schon so. Aber was ich mir da auch noch notiert habe, zum Teil 2, und das ist auch ein Minuspunkt, gewisse Kameraeinstellungen. Okay. Die sind zum Teil saublöd gemacht. Da ist das irgendetwas passiert und in der nächsten Einstellung ist es wieder nicht mehr drin. Und so. Also Kontinuitätsfehler. Kontinuitätsfehler, gerade dort mit dem Vogel, der plötzlich auf alle losgeht. Da hat es irgendein paar Killer ab, das ist geil. Aber da hat es irgendein paar Sachen gegeben, die dann einfach von der Einstellung her nicht mehr so gepasst hat. Nicht gegen den Killer ab. Nicht gegen den Rab, aber wie man ihn filmt. Killer ab. Ja, gut. Ist alles gesagt zum zweiten? Ich würde sagen. Dann würde ich aber sagen, gehen wir. Ich glaube, so viel kann ich schon mal. Also weiß ich einfach schon, zumindest Spike und mir, sicher einer von unseren Favorites, wenn nicht der Favorite. Im dritten Teil, Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors. Und ja, eben, ich glaube, es ist unser beider Lieblingsteil. Ganz klar. Hill? Er hat ja schon gesagt, das eins. Ah, blöd, ja stimmt, du hast es schon verkackt. Nein, machen wir nicht falsch, wenn wir es eins Nein, eigentlich hat er wirklich, ja, er hat das eigentlich gut gemacht, das stimmt. Nein, hey, der dritte Teil, rausgekommen zwei Jahre später diesmal, im 87. Wolltest du vielleicht kurz die Geschichte zusammenfassen, auch wieder so in zwei Sätzen oder so? Okay. Einfach also, so, dass die Leute nochmal wissen, also diesmal wieder klassischer an der Story von Teil 1 orientiert. Der Freddy tut Teenager in ihren Träumen heimsuchen. Aus verschiedensten Gründen werden jetzt bestimmte Teenager in eine Nervenheilanstalt eingeliefert für Jugendliche. Und dort
versucht man natürlich, die Kinder zum Schlafen zu bringen. Das ist ja gesund, oder? Die wissen aber, der Freddy wird sie holen. Dementsprechend sträuben sie sich gegen einen Schlaf. Und keiner glaubt ihnen, bis dann Nancy Thompson, jetzt Psychotherapeutin, dort auftaucht. Also, oder Psychiaterin. Nein, ich glaube, Psychotherapeutin ist sie, wenn es mir recht ist. Und dann den Kindern glaubt, weil sie kennt ja den Freddy. Okay. Und dann tut man zusammen als Gruppe von verschiedenen, mehr oder weniger starken Charakteren eine Allianz bilden und sich dem Freddy stellen. Oh ja. Yeah. Oh, eben darum yeah. Dream Warriors, also Traumkrieger. Mm-hmm. Und das passt eigentlich sehr, sehr gut. Und jetzt noch die ein oder andere, auch wieder spannende Nebenfigur, die hier eine kleine Rolle hat, oder? Voll. Also eigentlich alle von den Kindern. Weil sie alle sehr individuell ausgearbeitet sind und ich finde, in dieser Gruppe sehr, sehr gut aufgehen. Aber was haben wir denn für Schauspieler da? Ja, also wir haben natürlich wieder den Heather Langenkamp, Teil 1, der Robert England. Ja. Wir haben eine Patricia Arquette. Ja. Also, die man ja wirklich kennt. Also, was soll ich sagen, nehmen wir mal nur True Romance. Hauptrolle in True Romance, wenn ihr den gesehen habt. Also, Entschuldigung, was soll ich da noch sagen? Jetzt kann ich hässig. Nein, den musst du sehen, sorry. Ja. Dann haben wir natürlich auch einen ganz, ganz jungen Lawrence Fishburne. Morpheus. Oh. Ja, als der Pfleger Max. Und ja, sonst auch der John Saxon wieder mit dabei, wie ich vorher auch schon gesagt habe. Das sind eigentlich auch schon die wichtigsten. Also, die man heute noch kennt. Und natürlich sind die anderen Jugendlichen, der Kincaid, der Joey, Taryn, der Philip, der Will und Jennifer, die sind auch wichtig, aber die Schauspieler kennst du einfach nicht. Nein. Wenn wir noch kennen, es gibt ein kleines Mädchen, das vorkommt. Die kommt sogar am nächsten Teil vor. Gespielt von der Kristen Clayton. Das war die Freundin von Brad in «Hör mal, wer da hämmert». Das ist einfach, weil beim Nachschauen, wo ich da wieder glücklich so, hä? Das Kind kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann habe ich so nachgeschaut, so, Little Girl, das könnte sie schon sein. Und interessanterweise, als ich damals geschaut habe, auf IMDb hat sie ein anderes Anzeigebild gehabt. Und ihr aktuelles Anzeigebild sehe ich jetzt gerade, ist tatsächlich eine Szene aus «Hör mal, wer da hämmert», wo man aber nur ihren Rücken sieht. Sau gemein! Also, fantastisches Szenenbild. Also, die muss eine Wahnsinnskarriere noch geschissen haben. Die hat nichts mehr gemacht. Nein, offensichtlich nicht. Ja. Aber boah, nein, ey, nicht mehr drei. Wirklich ganz, ganz, ganz grosses Kino. Ein paar von den geilsten Kills. Mega. Es war auch eine mega Weiterentwicklung. Zum einen für den Freddy, weil er redet viel mehr. Er hat viel mehr Tricks drauf. Eben darum auch die ganz geilen Kills. Man hat auf der Gegenseite eben wirklich stärkere Schauspieler. Was alles wirklich verratet. Soundtrack total geil aufpoliert. Richtig coole 80er-Jahre-Hair-Metal. Docken, die das Titellied gemacht haben. Ich liebe diese Band. Ich bin durch Nightmare 3 auf diese Band gekommen. Ich finde die auch sonst grossartig. Der Song Dream Warriors. Mit dem Videoclip dazu, wo der Freddy drin vorkommt. Und dann ganz am Schluss wacht der Freddy auf. Bam. So, oh shit, Docken. What a nightmare. So gut. Ja, witzig. Jo. Ja, und eben die geilen Kills. Es macht so viel aus. Wir haben schon einen besprochen, oder? Die Lieblingskill und eigentlich auch einen von meinen. Ich habe jetzt gleich einen anderen ausgesucht, extra, damit wir eben nicht den gleichen nehmen. Da habe ich ja auch meinen Backup-Kill. Ja, ja. Es ist natürlich der Marionettenkill. Ja. Wo wirklich an der Vene. Der eine, ich glaube, der Will ist das gewesen. Mist. Ja, wurscht. Oder? Ja, ich weiß. Nein, der Philipp ist es. Der Philipp. Da an den Venen umdreht und dann in den Glockenturm rauf und dann noch drin fallen. Geil. Ja, das ist absolut der Beste. Ja. Und ich habe auch meinen besten One-Liner habe ich auch aus dem Film. Ah, schau jetzt. Lass mich roten. Es wird Primetime zu tun. Ja, natürlich. Dann hauen wir raus. Ja. Das ist Jennifer heisst sie, glaube ich, die will Schauspielerin werden und dann, um sich wach halten, zur Nacht noch im Fernsehzimmer Fernsehen schaut und Zigarette auf dem Arm ausdruckt, damit sie auch wach bleibt. Der Max und gerade Fernsehen schauen, wie wir alle wissen, ist mega schlau zum wach bleiben. Ja, und der Max überschnurrt, dass sie noch weiter den Fernsehen schaut, anstatt ins Bett zu gehen. Und er so, ja, ist okay, aber ja, eigentlich nicht, aber ja, ist okay. Und dann schläft sie halt ein, Freddy ist im Fernsehen.
wieder die langen Arme kommen raus, ziehen sie an vor dem Fernseher. Der Freddy kommt so aus so einer Latexmasse aus dem Fernseher raus. Ist auch sehr geil gemacht. Und dann mit der Fernsehantenne auf der Birne. Super, sehen wir gar nicht gegen so einen Massmännchen aus den 30er Jahren. Yep. Und findet, ah, du wirst deinen grossen Durchbruch zur besten Sendezeit haben. Und bam, Schädel in die Glotzen rein. Mm-hmm. Schraubschlag und tot. Und eben im Englisch halt, welcome to primetime, bitch. Jo. Was einfach nur, bam. Das ist natürlich schon ein Winner-Move. Gerade dort vorher, mm-hmm, ist vielleicht noch bemerkenswert, haben wir noch einen kleinen Cameo. Mm-hmm. Und zwar im Fernsehen, in einer Talkshow, ist Zsa Gabor. Ja. Als sie selber natürlich. Man kennt aber sich. Ja, also früher eine Schauspielerin gewesen, mittlerweile kennt man sie noch als die mittlerweile verstorbene Frau vom Pinkelprinz. Der, wie heißt sie? Klar. Da irgendwas von. Nein, nicht der. Prinz. Philipp von Anhalt. Nein, ja. Also von Anhalt auf jeden Fall, aber ja. Vielleicht nicht Philipp. Ja. Fuck, da ist Traumhaus, das da so das Kaiser gesehen. Das ist super gesehen. Fantastischer Auftritt. Egal, ja, das ist völlig wurscht. Jo, ey, aber der dritte Teil ist ja für nicht nur für uns, sondern für ganz viele Leute gilt das ja so ein bisschen als der heimliche beste Teil. Also, und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, was für Leute da auch hinter der Kulisse daran geschaffen haben. Also, Friedrich von Anhalt. Friedi, ja, genau. Passend eigentlich. also, aber da sind auch wirklich Leute gesehen, die ein bisschen etwas können. Also sagen wir mal, Treiber, klar, Wes Craven ist wieder dran gesehen an der Story, Bruce Wagner, das ist nicht ganz so. Aber Frank Darabont, der hat Screenplay gemacht, also quasi die Umsetzung, oder? Mhm. Und Frank Darabont kennt man natürlich als Showrunner von Walking Dead, aber auch als Writer von Shawshank Redemption und so weiter. Also der hat ganz, ganz grosse, also wahnsinnig gute Schreiber. Mhm. Also das müssen wir wirklich so festhalten. Denn der Regisseur, nicht dass der jetzt wahnsinnig bekannt ist, Chuck Russell, hat, ist einfach nur so geil, wenn du auf IMDb gehst, die ersten vier Filme kommen, Scorpion King, Nightmare 3, Die Maske und Eraser. Also der Dude hat jetzt wirklich keine Grenzen kennt, der hat allerdings auch nicht so wahnsinnig viel Film gemacht. Aber Die Maske ist geil. Er hat auch The Blob, das Remake gemacht vom 88, was nicht so vernehmen ist. Aber das ist ein Geschmack. Das habe ich jetzt nie gesehen. Item. Schon, ist mit, ich schaue. Und was auch, was unbedingt muss rausgesprochen werden, haben wir schon mal kurz vorgehen. Soundtrack, also Musik ist von Angelo Badalamenti, der aber eigentlich bekannt ist vor allem durch alle Soundtracks vom guten alten David Lynch. Mhm. Also Twin Peaks, so dumm, dumm, dumm und so weiter, oder? Natürlich ein absoluter Wahnsinns, einer von der sicher bekanntesten oder von der spannendsten Composer oder Komponisten. Mhm. Ich glaube, das hat schon auch alles ein bisschen zusammengeführt. Ich glaube, die sind wirklich die richtigen Leute im richtigen Moment gewesen, wo sie einfach von fuck it, all in. Wir können uns hier ausleben in einer Form, wie wir es noch nie vorher vielleicht können. Weißt? Ich glaube, die haben einen Fun dran gehabt. Das glaube ich eben auch. Ja. Weil die Atmosphäre, die du unter diesen Schauspielern onscreen gesehen hast, das hast du nachher nie mehr gehabt. Und darum auch, ich habe einen weiteren Punkt von unserer Liste, und zwar der Kincaid. Das finde ich eigentlich der geilste Sieg so von den Nebenfiguren. Der Kincaid, den finde ich einfach mega, mega herzig. Fuck yeah, Kincaid. Er macht ja dann, das ist richtig, oder? Im vierten Teil macht er am Anfang, sieht man ihn nochmal kurz. Stimmt, ja, das ist der gleiche Schauspieler. Oder? Richtig, die anderen sind, glaube ich, gewechselt worden. Ja, zumindest die Figur ist die gleiche. Ich bin mir nicht sicher, ob es der gleiche Schauspieler ist. Aber einfach, es ist der gleiche Schauspieler, das habe ich gerade nachgelesen. Okay, super, danke. Also, Ken Sagosa, das habe ich einfach irgendwie geil gefunden. Das habe ich einfach so, das ist einfach so, also, jo, ist es nicht die spannendste Wahl, aber er gesagt, ich habe die meisten Figuren neben Freddy finde ich nicht so irrelevant. Von dem meistens nicht. Ah, der Joey ist auch der gleiche gewesen. Der ist auch in Teil 4 der gleiche gewesen. Aber halt die Kristen, die ist schon ausgewechselt worden. Da hat Patricia Arquette wohl gemerkt, dass sie ein anderes Angebot bekommt. Ich bin etwas besser, so ich bin Patricia. Ja, dritte Teil. Eine von den. Ich glaube, wir können fast schon sagen, eine von der besten Horror-Fortsetzungen aller Zeiten. Behaupte ich jetzt einfach mal stehen. Aber extrem. Für dritte, ja. Ja, ganz extrem. Und vielleicht sogar der beste dritte Horror-Teil von einer Horrorserie. Da gibt es aber zum Teil schon noch gute Konkurrenz. Ich meine, Friday 3 ist sehr geil.
Ja, aber nicht so geil. Nein. Jo. Nicht so geil wie der. Jo, ja, jo, schon, aber der ist schon auch gut. Halloween 3. Nein, ach, fitti. Du hast nur darauf gewartet, dass der springen kann. Ja. Ah. Ich liebe den, ich finde den fantastisch. Ja. Hat natürlich nicht mit Halloween zu tun, aber ist cool. Saw 3 ist nicht schlecht, aber ist... Das ist gerade schön. Gut, aber der zweite habe ich dann immer recht geil gefunden. Der zweite ist top. Der dritte ist aber auch... Der dritte fügt alles zusammen. Man hätte dann nach dem dritten können ab... Der dritte Der, wo du... Ja, sag lieber nichts. Spoilerfrei sagen ist ganz schwierig. Vielleicht, den wir ja nächstes Jahr so zur Halloween-Zeit... Army of Darkness. Auch ein Highlight. Mm. Aber ja, ich bleib auch dabei. Der beste dritte Teil. Ich kann nur aufzählen, es gibt auch andere gute dritte Teile. Du hast absolut recht. Ja, ja klar, ja. Natürlich. Aber ich glaube, es bleibt dabei. Ja. Gut, okay, natürlich Jaws 3. Auch fantastisch. Jaws 3D. Konkurrenzlos in seiner Klasse, möchte man sagen. Okay. Ja, ey, was gibt es zu sagen zum dritten Teil? Ja, schauen. Ja. Nein, wirklich. Ich glaube nicht, dass der jemand nicht sieht, wo uns jetzt los, oder? Gibt's das? Und wenn das so ist, dann lass uns wissen in den sozialen Medien. Nein, wenn das so ist, dann beglückwünsche ich dich, weil du hast einen huere geilen Film vor dir. Ich glaube schon. Aber wobei eben hey, aufpassen, weißt du, ist die Erwartungshaltung zu hoch. Gut, der Filter. Ja. Sonst ist kein Schimmer. Also, das ist einer der wenigen, wo ich wirklich sage, der kann niemand enttäuschen. Und passt dann jeden Film nach, wenn man ein auf Horrorfilm steht. Ja. Ja, das ist wirklich. Er funktioniert auch als Partyfilm, das ist richtig. Mega. Ja. Ja, das ist recht. Nur schon wegen dem Soundtrack. Ja. Passt einfach. Ja. Im gleichen Jahr, 87, ist auch etwas anderes gestartet. Nicht nur ein Film, sondern eine Buchserie basierend auf dem Film. Und die sind zum Teil exakt gleich gewesen wie der Film. Mhm. Also weißt du, einfach quasi der dritte Teil als Buch, oder? Mhm. Aber es hat auch noch komplett andere Bücher gegeben. Ähnlich wie es zum Beispiel Akte X die Serie, jetzt auch so Serie, Bücher gegeben dazu. Und die meisten sind eigentlich wie die Folgen, einfach ein bisschen aus vielen. Aber es hat auch noch so extra Bücher gegeben, die es nie als Folge gegeben hat. Mhm. Drei Fragezeichen, ein weiteres Pop-Beispiel gibt es das ja auch. Das hat es allgemein, in den 90er Jahren ist das ein mega Phänomen. Es hat so viele Serien gegeben, das hat es bei Buffy gegeben, das hat es bei Charmed gegeben. Also, Akte X wird eben ähnlich gehabt sein, vermutlich alles genau der gleiche Verlag. Das ist überall Star Wars, da. Oder das, geht, ja, gut. Also jedes Spiel hat irgendeine Warcraft. Ich glaube, alles der gleiche Verlag war, der Bücher zur Fernsehserie rausgebracht hat. 87 auf jeden Fall als erstes rausgekommen. Habt ihr eine Ahnung, wenn das letzte rausgekommen ist? Was denken da? 95. Letztes Buch? Mhm. Wahrscheinlich ist es irgendwie on top, wahrscheinlich kommen wir noch Bücher raus. Nein, das nicht. Nein, tatsächlich, aber bis 2003 ist das weitergegangen. Ah, okay. Also wirklich, wirklich lang. Also, okay. Ja, 16 Jahre, das ist schon lang. Spannend. Kann man nicht sagen. Mhm. Gut. Und bevor wir... Nein, komm, wir machen jetzt noch den vierten Teil und dann gehen wir mal ein bisschen näher auf Robert England hier. Ich glaube, das hat er sich verdient. Aber zuerst gehen wir zum vierten Teil. Nightmare on Elm Street 4, The Dream Master. Aus dem 88, also wieder ein Jahr später. Ja. Also ihr merkt, die sind wirklich die sind fleissig gewesen, die Sicher. Also das muss man schon mal feststellen. Und der vierte Teil, zu dem habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht so eine wahnsinnig... Ja, tolles Verhältnis. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Er hat ein paar richtig coole Sachen, aber er hat auch viele Momente, wo ich finde so, oh je, meine, bitte lass mich gehen. Nein, ich mag ihn schon. Okay. Dann fängst du besser an. Was geht's? Also, was geht? Ja, das ist eigentlich immer ein bisschen der gleiche Quatsch, aber was ist jetzt hier anders als bei den anderen Teilen? Also, was anders ist als bei den anderen Teilen, ist, man hat zum ersten Mal eine Kontinuität. Ein Film, der nach einem anderen Teil ansetzt. Quasi direkt noch. Genau, oder? Das hat man jetzt. Jetzt hängen sie zusammen von Teil 3 bis Teil 5. Mhm. Das ist eine Neuerung, was ich jetzt nicht schlecht finde. Das habe ich auch bei der Halloween-Reihe ab Teil 4 recht cool gefunden. Das ist etwas vergleichbar, finde ich. Und man hat da die drei überlebenden Charaktere aus Teil 3. Also der... Also, ja, super. Jetzt habe ich wieder ein bisschen... Nö, wieso? Also, sorry. Der, der jetzt los, der weiss ja wohl hoffentlich... Das hat sie ja wohl gesehen, sonst musst du nicht die Filme. Ja, schwierig, also. Genau. Also Kristen, Joey und Kinkade, die haben überlebt und sind in einer neuen Schule. Respektive Joey und Kinkade, glaube nicht an der gleichen, sie treffen sich einfach in den Träumen. Aber Kristen ist an einer neuen Schule und hat neue Kollegen, neue Freunde und alles und so, alles wunderbar. Aber einfach in ihren Träumen holt sie die anderen zwei immer noch dazu. Sie sind ein Team, passen aufeinander auf. Nur die anderen beiden vergessen langsam den Freddy.
Und so ist es. Kristen geht dann langsam auf einen Keks mit ihrem mit der Zusammenheben und so. Das ist dann auch ihr Untergang. Und wir haben hier jetzt das neue Gruppenmitglied Alice. Plus ihre Leute, also das eine ist ihr Bruder und dann sonst noch ein paar Kollegen. Und das Spezielle jetzt hier ist eigentlich, dass alle die aus dem Teil vorher, die ja auch ein bisschen spezielle Kräfte hatten in den Träumen, die werden jetzt eliminiert. Ja. Und es ist quasi wie eine Fackelübergabe an die nächsten Charaktere. Und Dream Master, Einzahl, nicht Dream Warriors, heisst, okay, jetzt hast du nur noch jemanden, das ist jetzt eben Alice. Und das Spezielle an der Alice ist, Alice bekommt von all denen, die gestorben sind, denen ihre speziellen Fähigkeiten. Sprich, so ein bisschen Traumkontrolle von der Kristen, Kraft vom King Kate, Joey wieder können, weiß ich schon wieder nicht mehr, aber zum Beispiel auch so die Kampfsportfähigkeiten von ihrem Bruder. Sobald jemand stirbt, bekommt sie dem seine Fähigkeiten. Und das macht sie dann halt zum Dream Master und sie stellt sich dann auch um Freddy. Das haben wir so als Einzelperson noch nicht gehabt, dass sich jemand allein Freddy stellt, aber auch parat ist dafür. Und das macht das Ganze dann ein bisschen einzigartig. Was schlussendlich auch, habe ich lange mit mir gerungen. Aber das macht für mich Alice zum coolsten, also zum coolsten Charakter nebst dem Freddy. Okay. Ja. Weil sie halt einfach mal ein bisschen anders ist, mal ebenbürtig. Freddy gegenüber und weil es auch ein Charakter ist, der sich relativ schnell entwickelt. Sie hat sehr starke Veränderungen fair, in sich. Fair. Und das habe ich spannend gefunden. Ja, ich habe auch lange überlegt, tatsächlich, wegen dem vierten Teil, ob da auch meine Lieblingsfigur vorkommt. Und zwar ganz am Anfang der Hund, der Feuer pisst und damit der Freddy dort wiederbeleben. Fantastische Szene. Also wirklich auf dem Autofriedhof, oder? Und es ist einfach ein Hund, der pisst und er pisst einfach Feuer und durch das wird im Freddy seine Rippen wieder. Also, what the fuck? Also, es ist wirklich da. Also, ich meine, nur in Jason 6 eigentlich dümmer, wo noch. Der Blitz einschlägt. Ja, wo er eigentlich schon so tote Ding, eine Stange in den Ranzen rein tut und dann schlägt genau dort der Blitz hin, dass wir ihn wiederbeleben. Das ist eigentlich, das ist immer noch schleuer als ein Hund, der Feuer pisst. Aber what the fuck? Aber optisch interessanter. Optisch, ey, ich habe mich Obwohl, der Blitz ist auch geil inszeniert gesehen. Oh, natürlich, aber ein Feuer pissender Hund ist halt schon Gott. Aber dem willst du also wirklich die Hundebox nie lernen. Nein. Ich glaube aber bei den Schauspielern, jetzt abgesehen halt von der Wiederkehr, hat es nicht neues, spannende Cameos oder so gegeben, oder in diesem Teil? Nein. Was es aber gegeben hat, ist sicher mal die eine oder andere Figur, die drei mitgeschrieben hat. Zum Beispiel, wir haben an der Story hat jemand mitgeschrieben, der William Kotzwinkel heisst. Keine Ahnung, was er sonst gemacht hat, aber er heisst Kotzwinkel. Das finde ich echt lustig. Hat schon gewonnen. Oder? Aber die Regie vielleicht, das war der Renny Harlin gesehen. Ja. Die Plus C. Ja, unter anderem. Der hat Die Hard 2 gemacht. Der hat, er hat die Piraten gemacht, was natürlich sein großer Abstieg war. Ich mag den Film trotzdem irgendwie. Frag mich nicht, wieso. Driven hat er auch gemacht, was natürlich auch wieder sein Abstieg ist. Cliffhanger hat er gemacht, wo wir, glaube ich, alle gesehen haben und eigentlich noch mögen. Ist okay. Ja. Jetzt habe ich nochmal irgendeinen im Kopf gehabt, den er noch gemacht hat. Ich habe eigentlich nur noch einen im Kopf. Sorry. Ja, sag. Tödliche Weihnachten. Oder ja, The Long Kiss Goodnight. Ja, genau. Top-Film. Lass ich nicht mehr diskutieren, das ist super. Ja. Und über Die Hard 2 will ich auch nicht schlecht hören. Ist der Kotzwinkel hat im Fall IT-Roman-Dings gemacht, also die Roman-Version. Ja, toll. Nachhinein. Also sonst die Originalgeschichte ist von einer Frau gesehen. Also, ja. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber nur zu sagen, also hat eigentlich, die Originalgeschichte ist von einer Frau, die hat das Drehbuch geschrieben, wurde umarbeitet von Steven Spielberg. Und er hat dann aus dem Film einen Roman gemacht. Also auf gut Deutsch, er ist ein Armensieg. Also ganz armselig. Also, nein, das ist ja, er ist der Kotzwinkel. Eigentlich ist er der Held. Ja. Gibt es irgendeinen so einen Kill oder etwas aus dem Teil, wo man sagen so, wow. Mein Lieblingskill. Na komm jetzt. Also eigentlich Kill und gerade Best One-Liner in einem. Das ist dort, wo Debbie, gespielt von Brooke Tice, gerade so am Bank gedruckt ist. Das ist im vierten? Fuck, ich habe das im fünften. Okay, ja. Ich komme auch immer wieder durcheinander mit
Ja, es ist nicht verzeiht einfach. Uns, aber wir begehen uns mir. Ja. Mhm. Genau, jedenfalls der Freddy kommt dann hinten dran. Ich möchte euch mithelfen, weil mit 5 Kilo Gewicht links und rechts eine Stange zu drücken, ist nicht einfach. Ja, du musst immer so einen Buddy haben, der hinten hilft. Korrekt. Ja, und Freddy ist hilfsbereit. Genau, wie soll ich sagen? Er tut sie zu einer Kakerlake verwandeln. Okay. Und, also ich finde vor allem, ich meine jetzt klar, jetzt einfach nur so, jo, cool, sie wird eine Kakerlake, hat sich auch bessere Skills und so. Mhm. Ich finde einfach, für mich ist es ein langer Prozess, der da passiert, wo jetzt, ich sag mal, vom Handwerk, vom Filmischen her, ziemlich, also für mich recht gut gemacht ist. Mhm. Zuerst brechen eigentlich ihre Arme und dann fallen sie ab und es kommen so Kakerlakenfies raus und über im ganzen Körper. Und dann sehe ich ihn am Schreien und plötzlich rutscht so das Gesicht ab und so das Kakerlaken-Gesicht kommt führen. Also wirklich ganz, ganz viel Schnitt und ganz viel. Also ich weiß nicht, wie lange die dann haben arbeiten müssen. Und er hat dann, siehst du, das eigentlich so eine Kartonschachtel drin, ich glaube schon Roach Motel steht noch drauf. Mhm. Und findet so, ja, du kannst da einziehen, willst, ja, aber du kannst auch nicht mehr ausziehen. Und verdruckt es. Und einfach so, schon allein eben, dass die Verwandlung zu dieser Kakerlake, ich habe die recht gut gemacht gefunden. Vor allem ist es einfach völlig, why? Das macht überhaupt keinen Sinn, oder? Aber ja, das stimmt, das ist schon recht. Also gerade, wo die Arme abbrechen, das ist wirklich eine Szene, die vergisst du nicht mehr, wenn du das einmal gesehen hast. Das stimmt. Ja, die ist lässig. Das stimmt wirklich, ja. Okay, fair enough. Ist das nicht auch der Teil mit der Dämonenpizza? Das ist, glaube ich, also nicht im Viertel, weißt du, wo Pizza kommt, wo so, wie so Fleischstückchen drauf, das sind auch die Gesichter. Oh! Doch, ist das nicht der vierte? Ich bin ziemlich sicher, es ist der vierte. Aber, es muss fast so sein, weil sie arbeiten ja in dem Diner. Mhm. Voilà. Ich glaube, es ist der vierte. Ja, der vierte auf jeden Fall. Der hat, habe ich das vorher erwähnt? 6,6 hat der dritte gehabt auf IMDb. Das habe ich vielleicht gar nicht erwähnt, sorry. Vielleicht einfach da, weißt du, dass du das alles erwähnt hast, oder? Mhm. Und auf Letterboxd nur 3,6 in Anführungszeichen, der dritte. Also, wundert mich eigentlich, aber ich denke, der ist höher gerankt. Ja. Aber bon, es gibt halt auch komische Menschen und so. Ja, kannst du. Was willst du machen? Der vierte allerdings, der hat in Anführungszeichen nur 5,6 von 10 auf IMDb. Und jetzt muss ich ganz schnell schauen, was er da auf Letterboxd hat, oder? Wenn wir schon dran sind. Hier haben wir ihn. Sorry. Da hat er 2,8 von 5. Okay. Ja. Ich glaube, das passt auch ein bisschen für mich. Also, ist jetzt nicht für mich der schlechteste von den Teilen, aber ist jetzt auch nicht der herausragendste. Also, ist wirklich das, was du eigentlich gesagt hast, der Kill, den finde ich auch cool. Und der Rest ist. Und der Rest, ja. was ich ein bisschen lame oder ein bisschen fool gefunden habe bei diesem Film, ist, weil sonst für Neuling ist der, glaube ich, so ein bisschen lala cool. Weil sonst probiert, haben sie immer wieder mal kurz, weißt, erwähnt, was ist eigentlich die Geschichte von Freddy und wer kommt das Ganze. Mhm. Und ich habe das Gefühl, in dem Teil passiert gar nichts. Das ist wirklich. Das ist so, ja. Also, weißt du, es wird nichts dazu erklärt. Oder, das ist also, aber, weil sie die Kontinuität haben. Ist ja gewollt, dass man das dann so miteinander schaut. Ja, ja, klar, aber es gibt gleich Leute, die sind damals im 88 ins Kino gegangen und haben halt die vorhergehenden noch nicht gesehen. Das gibt's. Pech, ich weiß es nicht. Also, ich finde, weißt du, man kann das auch. Ganz elegant einbauen. Also bei Herr der Ringe, zwei Türme, weißt du auch nicht gerade alles, was im Eins passiert. Mm-hmm. Oh, schwerer Vergleich. Ja, also finde ich auch allein niveautechnisch schon gerade ein bisschen happig. Also bei aller Liebe für das Franchise ich und für den Film. Ich habe jetzt einfach etwas noch, was eine sehr ausprägte Geschichte hat, wo die Leute vielleicht einfach so ins Kino schon gehen. Klar, ja, schon klar. Extra und extrem. Ist fair, finde ich, kann man bringen. Was ich gerade sagen es ist eigentlich gerade ein passendes Beispiel gewesen. Ich weiss, zwischen so Herr der Ringe, das ist jetzt eigentlich, sag mal, ein Film, der in drei aufgeteilt ist, eine Geschichte. Und dadurch, bei Nightmare, ist halt, da ist halt du auf die Serie, wo, also auf die Filme, die dann aneinander gemacht worden sind. Und ich muss auch für mich persönlich auch sagen, so, ich habe immer recht mir mit so Filmen, die jetzt Charakter bringen und dann einfach das auf mehrere Filme aufteilen. Mhm. Es ist irgendwann nach dem dritten Film, es wird immer schwerer, wie das gerecht werden, der alte. Es wird immer schwerer, etwas zu machen, dass die Leute das wieder toll finden. Darum siehst du auch oft in Bewertungen, dass sie der nächste Film immer schlechter wird bewertet. Mhm. Weil halt eben, ich sage es mal,
Nerds und Fans bleiben dran und die beurteilen das. Aber so ein Otto-Normalverbrauch, da sieht es erstmals nur auf 4 oder 5. Ja. Und die dann noch schlechter bewerten und je weiter. Ja, und die Gefahr ist auch grösser, oder wenn man die gleichen Figuren und so nimmt oder Schauplätze, ja, dass sich dann einfach zu viel wiederholt, oder? Und dann wird es halt immer verglichen. Ist ja logisch. Genau. Also wiederholen ist nicht gut. Also wenn du eine blaue Jeans hast, die du über alles liebst, und du suchst eine neue blaue Jeans, wirst du immer mit der anderen blauen Jeans vergleichen. Wenn du allerdings plötzlich hey, jetzt habe ich Lust auf eine schwarze Chino, das ist ganz komisch, dann ist es gleich, kannst du das nicht eins zu eins vergleichen. Das hat dann immer so einen Bonus. Ja, aber ich sage jetzt mal, das ist ein Problem von den 80er und 90er Jahren. Wo man ständig etwas Neues hat wollen sehen, neue Charaktere. Mhm. Jetzt, im Informationszeitalter, 2020, läuft ja nichts besser als Franchises mit den immer gleichen Charakteren. Gut, ja, und ja, halt Member Berries, oder? Also, das habe ich früher schon geschaut, also will ich das wieder sehen, oder? Ich will nichts Neues sehen, das ist das andere. Eben, ja. das meine ich. Wir haben jetzt viel mehr Informationen, darum ist jetzt hier bei einem Film ist jetzt Beständigkeit wieder wichtiger. Früher hast du nicht ganz so viel Informationen aufs Mal bekommen, dann hast du immer etwas Neues wollen haben. Also sprich, jeder Generation das, was sie gerade will. Fair. Sehr schön. Wir fahren mal. Zum fünften Teil kommt, habe ich noch etwas ganz Kleines. Und zwar, auch im gleichen Jahr wie jetzt der vierte Teil, Dream Master, ist etwas rausgekommen. Und zwar Freddy's Nightmares. Auch 1988. Anthologie-Serie, also eine Serie, die nicht zusammenhängend ist, sondern einzelne Folgen mit unheimlichen Geschichten. Ein Beispiel ist American Horror Story oder Geschichten aus der Gruft oder so. Ja. Oder X-Factor ist auch so etwas. Genau, richtig. Ja, eigentlich noch fast mehr. Ja, weil, stimmt eigentlich. Ja, weil American Horror Story ist zumindest immer eine Staffel in der Thematik mehr oder weniger gesehen. Richtig, okay, richtig. Ja, auf jeden Fall. Und hier einfach ist es ein bisschen ähnlich gewesen wie bei Geschichten aus der Groove, die das so kennen. Da ist eigentlich der Freddy bis auf ein, zwei, drei Teile, ist er eher so ein bisschen wie der Gastgeber gewesen. So, heute schauen wir mal, was heute so passiert. Und dann ist andere Monster und brutale Sachen passiert. Und der Spike und ich, wir haben es probiert. Wir haben es wirklich mir gegeben. Ich habe, glaube ich, 2 Folgen geschafft. Du, ich weiß gar nicht, wie lange hast du es ausgehalten? Ich habe die erste geschaut. Okay. Nein, nicht. Ja. Ey, es ist unerträglich schlecht. Also, es ist schlecht. Mir ist vor allem wegen der Bildqualität. Du stellst eine DVD und es ist mieser als ein VHS, das du selber aufgenommen hast, wo du schon 20 Mal geschaut hast. Jupp. Nein, das ist bei mir auch so gesehen. Ja, nein, irgendwo. Also, Nein, das hat wirklich weh. Also die Bildqualität ist lausig. Aber auch die ersten 2 Folgen, zumindest, die ich gesehen habe, sind auch wirklich nichts gesehen. Ja, dass obwohl doch noch ein paar namhafte Leute dabei waren. So definitiv. Wie Toby Hooper, der die erste inszeniert. Ja, ja. Der Robert Englund hat auch mal noch eine gemacht. Und dann sonst hat es noch ein paar Gastregisseure gegeben. Ja, eigentlich die Anlagen wären da. Und ich würde es wirklich gerne schauen. Aber es ist schon... Es wird wirklich weh in den Augen. Also vor allem auf einem HD-Fernseher oder HD-Beamer oder was auch immer, es ist einfach so übel mittlerweile. Wenn ich jetzt irgendeinen alten Röhrenfernseher hat und dort reinschmeissen würde, wäre es kein Problem. Aber ich habe die zweite Folge dann bewusst auf meinem Laptop geschaut. Macht vermutlich Sinn. Weil ich dachte, komm, ist ein bisschen angenehm, weil zuerst, die erste Folge, habe ich eben auf meinem Beamer geschaut und es ist halt eben so 3 auf 2,5 Meter oder so gesehen. Hey, Alter, ey, es ist wirklich Minecraft gesehen, was ich da geschaut habe. Also Minecraft, die Serie. Jo, hey, sind uns nicht böse, wir haben es nicht länger geschafft. Vielleicht sagt der eine oder andere von euch, wow, hey, in diesen 2 Staffeln und 44 Folgen, die es gegeben hat, hey, Staffel 2, die 16. Folge, die ist, oder irgend so etwas. Bitte lasst uns das wissen. Ich bin absolut bereit, mir das anzutun. Also weißt du, das nochmal reinzuschauen, wenn ihr sagt, die Folge, ihr habt es gesehen, die Folge. Aber einfach das durchzuschauen, nein, das kriege ich nicht an. Kein Bock. Schwierig. Wenn das mal Bock. Irgendwo, wo hast du es hergehabt? iTunes? Oder sie? Ja, nein. Hast du auch DVD in dem Fall? Ja. DVD. Du kannst offiziell eine DVD kaufen, mehr kriegst du nicht. Ich habe Amazon durchgesucht und ich habe ja ewig nach dieser DVD gesucht. Mhm. Wirklich, ich habe jahrelang nach dieser DVD gesucht, nie habe ich sie irgendwo bekommen. Du hast eine Kreditkarte, kannst von Amazon Zeugs bestellen, die sie jetzt zum Teil wieder in die Schweiz liefern. Das
Ist auch nicht immer so gewesen, aber... Nein, das ist... Aber, richtig, ja. Aber sorry, das ist dann wirklich... Ich bin absolut bereit, Geld für so etwas auszugeben, aber dann erwarte ich auch etwas. Also... Muss man schauen, vielleicht sind ja die Folgen auf YouTube und vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Hey, kann sein. Ich weiß doch nicht. Ah ja. Nicht, also, Teil 5. Was ist das nächste? Yes, der fünfte Teil, wo dann auch geheissen hat, Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child, oder auf Deutsch, Das Trauma. Das Trauma? Mhm. Ja, das Auto. Das, wird jetzt, also das tut es mir nicht so weh, also, wie ja, der aber, Film selber, ehrlich gesagt. Ja, aber das Traumkind hat man jetzt so einfach können übersetzen. Und das Traumkind klingt ja blöd. Ja. Traumkind, also es klingt wie so eine ganz schlechte Fortsetzung von unendlichen Geschichten. Ja, aber... No. Das Traumkind. Ja, ich weiß. Ja, Dream Child ist auch nicht so geil. Also Dream Master ist auch nicht so cool eigentlich. Ja, aber Dream Warriors... Und Dream Warriors ist eigentlich auch nicht der coole Titel. Sind wir mal ganz ehrlich miteinander. Nee, Moment. Nein, das macht schon Sinn. Ja, alles es macht Sinn, für, wenn man das ja sieht. Aber der Titel ist nicht «Oh geil, Dream Warrior!» Also ich nicht. Ich kann da nicht Pac-Man-mäßig los. Muss ein Filmtitel unbedingt Sinn machen, bevor man den Film gesehen hat? Nein. Bevor man ihn gesehen hat, muss so cool tönen, finde ich. Oder ansprechend tönen. Ja, aber... Und das denke ich nicht. Aber als Ergänzung zu einem Franchise-Titel. Ich weiß nicht, wie du das hast. Mich interessieren dann die ich nenne es sogar nur Untertitel, eigentlich gar nicht. Mm. Weil die sind eh in der Regel doof. Ich sage nicht, dass es mich interessiert. Ich sage einfach, dass die scheiße sind, alle. Das ist das Einzige, was ich sage. Für mich ist einfach Nightmare 5 oder 6 jo, oder so. Komm. Oder? Nehmen die Zahlen, Augustus. Wenn ihr könnt schreiben könnt, könnt ihr auch zählen. Ja, und was geht es eigentlich in dem fünften Teil, lieber Spike? Weiterführung von Dream Warriors, Dream Master, jetzt Dream Child. Mhm. Hauptcharakter wieder Alice. Kurz und einfach erklärt, Alice ist schwanger und der Freddy versucht in den Kopf von dem Kind reinzukommen, um so wiedergeboren zu werden. Mhm. Und das findet Alice natürlich ungeil. Und ist natürlich verhindernswert. Ja. Und muss auch sagen, da haben wir doch einige sehr abstruse Sachen, gerade im Schluss haben wir... Also der Schluss, das ist ein typischer LSD-Schluss. Weil der wirklich... Du weißt ja auch nicht, wo oben und unten ist. Das ist ja gewollt, das ist auch noch cool, aber... Gerade das der hure Babyfötus mit irgendeinen Freddy-Augen und so... Ganz schlimm. Der ist echt übel gewesen. Ich meine, von der Handlung, das kann man machen. Die Idee ist auch okay. Ich mag mich noch erinnern, die eine Duschszene ist auch noch relativ gut inszeniert gewesen. Duschszene. Wo sie unter der Dusche ist, aber dann in einem Traum drin ist, was ich glaube. Ah, wo sie das Wasser füllt. Ja. Genau. Die habe ich sehr gut gefunden. Fair enough. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Das ist ja auch so etwas, wo viele Leute, das hat sicher bei vielen so eine Angst triggert. Mhm. Da erinnere ich immer gerne an Poltergeist. Ich glaube, es war der zweite gewesen, wo das Mädchen in den Pool reingeht. Und er will auftauchen, aber quasi die Fläche oben ist aus Glas. Mhm. Also quasi, oder einfach nicht durchdringbar. Wow, das hat mich so kaputt gemacht. Das ist genau so eine Albtraumsequenz, die vermutlich jeder irgendwann schon einmal gehabt hat. Oder einfach irgendeine Angst. Schau, wenn du irgendwie tief tauchst oder so, dann hast du ja immer das Gefühl, oh Scheiße, das lenkt mir vermutlich nicht zum Aufkommen. Mhm. Dann stellst du dir mal vor, du tauchst dann auf und weißt so, ah, das ist das Ziel, dann kann ich schnaufen. Und Das ist eben Klaustrophobie. Mhm. Angst, weil kein Platz hat. Plus, du weißt, das Wasser stickt, du hast dann keine Luft mehr. Mhm. Das ist, glaube ich, schon so Urängst. Oder absolut. Also, keine Luft haben ist, ja. Ja. Ich glaube, voll. Auch so eine Diskussion. Schon jetzt Diskussion. Nichtsdestotrotz ist der fünfte Teil für mich mit Abstand, also nicht mit Abstand, aber für mich ist der schlechteste von der ganzen Serie. Mhm. Ich mag den wirklich gar nicht, weil ich finde ihn wirklich. Also. Ich falsch stehe, klar. Also eben, wir haben so schon abgebrochene Arme und wie so ein Kalkulator, all so Zeug. Aber für mich ist das auch der ekligste Teil. Ich finde, der hat so ein bisschen optisch in ganz vielen Situationen, gerade wenn ich so an Psychiatrie denke und an gewisse Settings und so, hat er so ein bisschen so ein bisschen, der dirty, grusige Look. Weißt du, wie man so ein bisschen aus Texas Chainsaw Massacre oder so kennt, weißt du? Also nicht aus dem 1, sondern so 2 bis 4. Richtig, genau, hat er so ein bisschen den Touch gehabt. Schmuddelig. Ja, schmuddelig. Das ist vielleicht das beste Wort. Ja. Und das
funktioniert tatsächlich. Es sieht wirklich gruselig und schmutzig aus. Aber ich finde auch gewisse Szenen sind einfach so Banane. Ich finde, dass seine Mutter da, dass er eigentlich entstanden ist, dass seine Mutter da irgendwie vergewaltigt worden ist, weil sie eingesperrt war mit alles Vergewaltigung und ja, logisch. Gut, das ist schon seine Geschichte, ja. Ja, das ist die Geschichte in dem, seit dem Film, Teil 5. Das ist vorher nicht einmal erwähnt worden. Ja, seine Mutter ja auch nicht. Korrekt. Also ja. Weißt du, was aber, ich meine? Aber, also, dass man, also das nein, ist nein, so stopp, doof. Nein, stopp, die Mutter ist zwar erwähnt, die Mutter ist ja im Teil 3 noch vorgekommen. Richtig, ja, aber ja, auch dort schon auch so ein bisschen nonnenmäßig, oder? Ja, so. Sie ist eine Nonne gewesen. Genau. In der Psychiatrie, oder? Ja, ja, genau. Genau, ja, logisch, ja. Gut, ich habe zwar jetzt, dass man die Mutter ein bisschen als die Lösung sucht, habe ich... Der Ansatz war nicht schlecht, weil eben die Verbindung Mutter von Freddy und jetzt Alice als Mutter von einer eventuellen Reinkarnation von Freddy, dass man dort die Verbindung schafft, das habe ich ganz okay gefunden. Das okay. kann man machen. Das war für mich einigermaßen schlüssig. Vor allem, da man die Mutter ja schon einmal gesehen hat. Das stimmt. Ja, also, das kann man so machen, finde ich. Aber ja, er ist sicher nicht allzu innovativ gewesen. Man hat eigentlich auf das mit dem Kind und mit ein paar abstrusen Szenen ein bisschen neu gemacht, was aber dann eben nicht immer ganz schlüssig war. Ich finde jetzt allgemein schwierig, dass du ein Opfer nimmst, wo ich sage jetzt mal, noch nicht wirklich bewusst lebt. Mhm. Sprich, wo auch die Erfahrung mit Träumen oder was ein Traum ist, gar nicht kennt. Ja. Das finde ich relativ schwierig wird bei den Teenagern. Die sind natürlich schon auch naiv und also, dann glaubst du denen als Erwachsene ja auch nicht. Aber die sind in der Lage zu träumen. Sind wir mal ehrlich, das Alter eines Teenagers, das sind genau die Zeiten, wo du deine grossen Träume fürs Leben hast. Und wie langsam entscheidest, was möchte ich irgendwann mal machen. Kommt früher genug, dass das alles ein Traum ist. Ja, das ja, ist gut. Vierter Traum? Ja. So, Nickel. Ja, nicht so gemeint. Aber es ist egal. Ja, ich finde das sau gut, eigentlich, dass sonst Zielgruppen von Freddy Teenager sind. Mhm. Und jetzt hier, dass es auf das Kleinkind oder den Fötus abgesehen schwierig. Ich finde eben auch der Bub so beknackt, der geht mir tierisch auf den Keks. Das stimmt, da habe ich noch googeln, den kenne ich von irgendwo her. Ja, ja, der hat mehrere Horrorfilme schon mitgemacht. Im Fall. Und nein, da ist mir auch auf den Sack gegangen. Denn es hat so viel Zeug gegeben, ich einfach nur beschissen gefunden. Ich finde auch gewisse Kills wirklich auch doof. Also ich finde, dass man im Mästen finde ich recht eklig. Klar, okay, es ist eklig, aber es ist einfach blöd, doof, scheiße. Und jetzt muss ich gerade überlegen, ist das nicht auch der gewesen? Ah, ich will nicht lügen, das heisst ja da. Shit, der Bub hat ja in Jurassic Park mitgespielt. Ja. Und zwar, das ist der, wo Dr. Allen am Anfang erklärt, was er mit dem «Das ist ja nur ein Dino-Kralle, was soll das?» ja. Und dann hat gesagt, mit dem Dino-Kralle hat man dich aufstützen können. So, das ist der Bruder. Seine beste Rolle. Tatsächlich, ja. Leider hat es nicht verwirrt. Nein, schau jetzt, es ist okay. Also weißt du, es gibt wirklich in anderen Franchises gibt schlimmere Fortsetzungen. Das zeigt übrigens auch die Bewertung. Auf IMDb jetzt 5,0 von 10, also perfekt Durchschnitt. Auf Letterboxd ist es 2,8, was mich doch eher überrascht. Von 5. Bon. Aber nein, Und ich glaube, es ist wirklich bei mir der Ekelfaktor, denn so Baby und hör mal auf. Und es gibt irgendeinen Kill in diesem Film, den ich auch so richtig bescheiden gefunden habe. Ich weiß nicht, welcher es ist. Ich komme nicht drauf. Und ich habe diesen Fall erst gerade geschaut. Ah, natürlich der bekannteste, sicher aus diesem Film. Sorry. Da ist natürlich der Take on Me Kill. Der, der noch ins Comicbuch hineingeht. Ah, ja, und dann ja. Oder? Das ist schon ein Teil. Dann müssen sie liegen. Dann machst du alles. Mal. Doch, natürlich. Und im 6 ist es dann das Videogame. Mal, es ist garantiert der. Ja. Mit den Verschneidern und das genau. Ist und das ist wiederum, finde ich, eigentlich noch witzig. Klar. Ja. Für das Blätto, Gohan so, ja toll, jetzt ist einfach ein paar Bierfötze, die rumfliegen. Ja. Aber das ist auch der Gag-Bitz an der Nummer. Genau. Das habe ich okay gefunden. Das finde ich noch eigentlich originell, noch lässig. Genau. Aber
ja, das hilft halt nicht über das komische Ungetüm von Baby. Und ich meine, nachher wird es ja noch abstrusser da mit anderen, weißt du, wenn man so Uterusaufnahmen sieht von diesem Monster-Baby. Also, es ist einfach eklig, es ist einfach nur grusig, der Film. Es ist eben so, es entsetzt die Babys in Horrorfilmen, es ist immer so. Ja, voll. Mit so dünnen Ärmeln und riesen Köpfen. Überhaupt, oh shit! Hey, sorry, Letterboxd 2,8, das stimmt natürlich nicht. Der eine oder andere ist schon durchgehängt und so, hey, was liegst du? Hat 2,3. Ich bin immer noch auf dem vierten Teil auf Letterboxd, sorry. Ach so, ja gut, kann man ja mal machen. Ja, eben, für mich, also Hassteil finde ich eben hart gehabt, ich finde es einfach nicht der Beste. Obwohl, wenn ich jetzt eigentlich so drüber schaue, ich kann tatsächlich besser bewerten als ein anderer, merke ich jetzt gerade. Wo erst noch kommt. Wie ist es eigentlich bei euch? Ihr habt noch nie etwas gesagt zum schlechtesten Teil. Kommt der bei euch beiden noch? Er kommt noch, ja. Bei dir auch in dem Fall, Hill, oder hast du einfach nicht aufgepasst? Beim schlechtesten Teil gehört da eigentlich der von 2010 oder dazu, oder ist der schon wieder selber gewertet? Das Remake? Das Remake. Hm. Stimmt, das haben wir vorher nicht so besprochen. ist ein guter Punkt. Ja, ist wirklich ein guter Punkt. Ist doch selbstredend. Also für dich gehört er dazu? Und wenn es ein Remake ist? Ich zähle da dazu. Also, wenn die Idioten von Franchise-Heinis da dazu zählen, dann zähle ich da auch dazu. Aber, ich habe eine Vermutung, in welche Richtung es geht. Ah, wirklich? Ich weiß auch nicht, wieso. Habe ich mich wieder in meiner eloquenten Art verraten? Hey, aber im Fall muss man noch sagen, der Regisseur vom fünften Teil, ja. Stephen Hopkins, hat doch noch ein, zwei ein bekanntere Filme gemacht. Der hat noch Regie geführt bei Predator 2. Oder Predator 2. Ja, das ist aber nicht so toll. Bei Geist und die Dunkelheit. Lost in Space. Ja, das ist ja. Eben auch nicht so gut. Aber Kult. Kult auf viele Art. Mögen ihn extrem. Ich mag ihn eben auch nicht so. Mir gibt der Film nichts. Ich muss wieder schauen. Highlander? Was hat Highlander gemacht? Second Unit Regie. Second Unit Regie. Also wahrscheinlich nicht. Okay, dann einfach irgendwelche... irgendwelche Wesen gefilmt. Nee. Also. Nein, sonst ist auch so Geschichten aus der Gruft oder was haben wir, 24. Californication hat auch ein paar Folgen gemacht. House muss aber schauen, welche, ja. Weil da gibt es ein paar, die nicht ganz so gut sind und sie sind trotzdem immer noch grossartig. Ich denke immer, wenn du so eine Liste siehst von so jemandem, wo jetzt, das ist irgendwie so 40 Jahre und er hat vielleicht so 20 Sachen gemacht, so Film und Serien. Also, dass er mit dem ganzen Leben kann. Also, ich frage mich, ob er sonst aber da noch was anderes macht. Weil, ich meine... Jetzt Hopkins zum Beispiel. Aha. Weil, ich sag mal, es ist ja nicht viel an Filmen, die er gemacht hat. Es ist nicht wirklich so... Ja, gerade aufpassen, gell? Viele Regisseure, Kameramänner und so weiter sind nicht alle, die nur Spielfilme machen. Fiktiv. Eben. Es gibt auch viele, die einfach auch noch Auftragsfilme. Werbespots, aus der Branche, wo ich hier komme. Also, weißt du, ich meine, also. Dann haben sie zum Teil noch Restaurant nebendran. Oder das? Ja, gibt's alles auch. Absolut richtig, ja. Oder haben eine Frau, die arbeitet. Oh. Ja! Das gibt's auch. Das ist der Wahnsinn. In Hollywood? Also, die heutige Welt ist wild. Wir haben 2022. Also, denkt mal, wir haben nicht mehr 1989. Bevor wir zum sechsten Teil kommen, im gleichen Jahr wie jetzt der fünfte, den wir jetzt gerade besprochen haben, der Dream Child rausgekommen ist, im 89 ist das ja gesehen, ist etwas anderes passiert. Und zwar ist ein NES-Game rausgekommen. A Nightmare on Elm Street, also gleich noch wieder der erste Film. Und ich habe nur ein paar Sachen angeschaut. Das ist ja wohl das Geilste. Also natürlich Grafik, ist ja logisch. Das war ein Jump'n'Run, oder? Ja, und du hast einen Kaffee trinken, um wach zu bleiben. Du hast also quasi, anstatt sonstiges Zeug gesammelt, hast du Kaffee gesammelt und Knochen von Freddy, um ihn quasi zusammenzubauen, um ihn dann endgültig vernichten. Also recht witzig. Und im gleichen Jahr ist auch noch ein Spiel rausgekommen, auch mit dem Namen, für den Commodore 64. Good old 3,5 Diskettli, oder wie die geheissen haben. Dort ist aber eher so ein bisschen, von der Optik zumindest, eher so ein bisschen Rollenspiel, Zelda-mäßig gesehen. Weißt du, so ein bisschen von oben runter und ja, so. Nein, der hat ja nicht viel mehr. Genau. Das wollte ich einfach noch schon einwerfen. Hey, ja, das Game habe ich nie in die Finger bekommen. Welches? Eben das Nightmare on Elm Street Game. Es schießt mich so an, weil irgendwie würde es mich mega wundern. Ja, logisch. Aber, Also Bilder sehen schon lustig aus. Ja, es hätte ja dann noch irgendwelche Versionen gehen von anderen auf PS3 und alles Mögliche. Mhm. Also, was ich aber sagen kann, ich habe das NES-Game gespielt von Freitag der 13.
Ah, was? Schau, das habe ich mal vor ein paar Jahren auf dem Emulator gefunden. Hey, shit, ist das geil für die Zeit. Grafik natürlich, NES und alles. So. Oh fuck, hast du dir in die Hose gekackt? Nein, wirklich? Hey, du hast eigentlich fast Open World-mäßig, du hast einfach das ganze Camp-Areal gehabt, ja. Camp Crystal Lake. Und dann hast du normalerweise etwa 6 Camper gehabt, wo dann, du hast immer können wechseln dazwischen. Und dann hast du mal das müssen machen, hast du mal das müssen machen, das einsammeln, dort in die Hütte, dort in die Hütte. Und irgendwo war dann Jason. Und dann bist du meistens in einem Haus gewesen, und dann ist dann der Jason. Du hast theoretisch können vor ihm abhauen. Aber, naja, theoretisch. Endet immer gleich. Oder? Jedes Mal draufgegangen. Hey, und jedes Mal, so bei dieser alten verpixelten Grafik, plötzlich steht der Jason vor dir. Also, naja, kannst gar keine Wäsche machen. Ja, Wäsche ist gut. Ja, aber es ist wirklich von der Atmosphäre mega geil gemacht. Darum würde mich das von Freddy jetzt eben auch mega wundern. Vielleicht hat ja irgendjemand da draußen das. Meldet sich jetzt. Wahrscheinlich nicht. Also, aber wenn, wäre es mega schön. Hey, und wenn noch die passende Konsole und so dazu haben. Wir haben eine Leinwand, ich habe einen digitalen Adapter. Genau. NES auf der Leinwand. Weißt du, wie du deine Augen kaputt gehen? Je brutzelst du weg. Wenn du ein 4K-Modul dran hast. Ja, also ich kann. Sieht das denn besser aus? Das sind schönere Vierecke, ja. Ja. Schon wirklich so. Brauchst du einen Adapter? Ja, genau. Auf HDMI. Ich habe so ein Ding daheim. N64 geht so knapp auf dem QLED-Fernseher. Aber. Ja, eben. Ja, dann wird NES super sein. Ja, aber es kommt ja nicht darauf an. Weil auf jedem Bildschirm, den du im Moment im Finger bekommst, ist es doof. Aber dann hast du das Game mal gespielt. Jo, wer hat so ein Ding noch? Sogar ich habe keinen mehr. Ja, ich habe Wir gehen weiter. Es ist aber nicht lange her, dass ich noch einen hatte. Ich habe noch bis vor 3 Jahren einen gehabt. Groovy? Groovy, ja. Was? Wir springen 2 Jahre. Vom 89 gehen wir jetzt in 90. Woo, 90 Jahre! Yay, so schön! Was? Okay, 91. Und der erste Film aus der Reihe, wo nicht A Nightmare on Elm Street anfängt, sondern mit Freddy's Dead. Doppelpunkt. The New Nightmare. Oder auf Deutsch The Final Nightmare. Toll. Ja, also auf Deutsch ist es A Nightmare on Elm Street 6, Freddy's Finale. Hat es dort geheissen. Aber ja. Das ist ja völlig wurscht. Also, kommt ja, aber siehst du mal, 1000 Titel für genau das Gleiche. Ja, das ist ja eher ein Standard gewesen. Das ist ja auch, ja. Wenn man so ein bisschen die Covers anschaut und so, da hat es ja auch mehrere Varianten. Es ist vor allem für europäischen Markt, gerade so Frankreich, Deutschland, ist meistens aber immer. Haben wir es immer umgemünzt, dass es ein 5 und ein 6 ist und so. Mm-hmm. Weil, korrekt. Ja, sehr ein dumm in Europa. Ja. Hey, und der Film, der 6. Da habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt. Und ja, ich denke, ja, das wird wahrscheinlich der schlechteste, weil der hat auch auf IMDb 4,7 von 10. Mhm. Auf Letterboxd hat er 2,2 von 5. Also wirklich ziemlich nieder. Und ey, wie will ich es nicht ausdrücken? Ich hatte Spass von meinem Leben gehabt. Ich weiß gar nicht, warum die alle so schlecht finden. Ich habe den nie schlecht gefunden. Also was man vielleicht mal. Also, willst du vielleicht kurz die Geschichte zusammenfassen, liebes Bein? Kann ich machen. Also, eigentlich fängt das wieder an in Springwood. Springwood, eigentlich alle Kinder tot, bis auf eins. Und zwar ist das der. John Doe. Heißt jetzt einfach. Teenie mit Gedächtnisverlust, der einfach irgendwie versucht abzuhauen, sei es mal per Flugzeug, mal per fliegendem Haus, was auch immer. Und der will halt einfach nicht schlafen. Während Freddy immer verfolgt, kommt in eine Nervenheilanstalt oder in ein Betreuungszentrum oder was auch immer. Und wird dort dann von der einen Psychologin betreut. Und es hat auch wieder ein paar Nebencharaktere, wieder ein paar weitere Teenies, die mit dabei sind. Und schlussendlich geht es dann eigentlich darum, um einen neuen Handlungsstrang, dass als Erklärung, wieso dass der Freddy Kinder umgebracht hat. Und zwar ist das gesehen, um sich an den anderen Eltern in Springwood rächen, weil er hat eine Tochter hatte und die ist ihm weggenommen worden. Die ist ins Waisenhaus gesteckt worden. Und darum hat er gefunden, ich tue den anderen Eltern jetzt auch ihre Kinder nehmen. Jo. Also, wie das hergeholt ist, wenn ja, man aber ich finde es eine interessante Hintergrundstory. Weil das würde dann heissen, er ist eigentlich nicht nur ein Psychopath, sondern er ist eigentlich einfach irgendwo ein verzweifelter Vater, könnte man meinen, aber er hat ja schon vorher im Keller irgendwie Sachen gemacht, das ist ja nicht so ganz erklärt worden. Ja. Jo.
Und dann halt auch wieder jenste abstruse Traumsequenzen. Ein Haufen Gast das in dem Film. Hey, also meinst du bisher? Erzähl mal, wer hat alles mitgemacht? Das ist fantastisch, ich bin durchgegangen. Da hat es einiges Cooles. Also, ich sage es mal, in der grösseren Rolle haben wir zum Beispiel Bracken Meyer. Bracken Meyer, den wir zum Beispiel kennen aus Clueless. Wir kennen ihn aus Road Trip zum Beispiel. Wir haben ihn auch gesehen in Rat Race, im Garfield-Film. Oder in diesem Garfield-Film war auch John Arbuckle gesehen. Die Filme sind zwar zum Vergessen, schauen sie ja nicht. Schauen Clueless und Road Trip und wunderbar. ich habe gerade. Den habe ich jetzt voll vergessen. Ich habe den voll nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der mal in einem Nightmare mitgespielt hat. Aber ich mag den Schauspieler eben irgendwie. Mhm. Dann haben wir auch in einer Nebenrolle den Jarpet Cotto, den wir natürlich kennen als der Parker, der eine Ingenieur im ersten Alien-Film. Mhm. Und dann hat er natürlich noch den Kananga gespielt in James Bond Leben und Sterben lassen. Mhm. Okay, das war ein. Ja. Ja, also der große Bösewicht. Und dann haben wir noch in Nebenrollen. Ganz, ganz kurze Nebenrolle haben wir, damals ist es noch früher, der Tom Arnold und Roseanne Barr. wo man ja kennt aus der Serie Roseanne natürlich. Mhm. Sehr, straube Rolle, aber naja. Das ist völlig durch. Ja. Das ist so ein durch Auftritt von denen zwei. Und dann haben wir noch wieder einmal mehr haben wir als Gastauftritt, Johnny Depp. Am Fernsehen fantastisch. Das war super gewesen. Ja. Wo er quasi den Kindern erklärt, oder den Jugendlichen, wie schlimm Drogen sind. Und er zeigt einfach irgendwie eine Pfanne mit einem Ei, wo er drin und sagt, so, das Ei ist euer Hirn. Und dann in die heiße Pfanne rein. Das passiert, wenn ihr Drogen nehmt. Das ist euer Hirn auf Drogen. Ja, genau. Gott, der Johnny fucking Depp. Weißt du, es ist so. Weiß es am besten. Du musst ja einen nehmen, der sich auskennt. Oder? Es ist so. Ich habe das überhaupt nicht mehr gewusst. Und ich habe halt schon ein paar Jahre nicht gesehen. Aber gut, für diese Rolle hätten sie jetzt auch den Charlie Sheen können nehmen. Ja, beim 91 noch nicht. Das war ja noch nicht so relevant gewesen. Ich glaube, heutzutage hat er auf den Gaggi-Ball genommen. Das aufs Charlie Sheen? 91. Was? Nicht so relevant? Nein. Der Sheen? Der Charlie Sheen, 91. Ja. Der ist dann schon. Ja, aber noch nicht als Absturz. Ah, gut, das stimmt. Ah, ja, das hat man es noch nicht ganz. Aber das hat man von Johnny auch noch nicht gewusst. Ist das so? Der ist, glaube ich, noch gar nicht so auf dem Abschluss. Ja, der ist ja langsam erst bekannt worden mit 21 Jump Street. Das stimmt, der Punkt. Also, Charlie Sheen ist ganz sicher schon der Absturz gewesen, nur hat es noch nicht jeder gewusst, weil er ist einfach so ein All-Time-Party-Boy in Hollywood gewesen. Ja, Sheen ist auf das Sexmaster gewesen halt. Mhm. Also, der, wo denn dort. Ich glaube, Johnny Depp hat jetzt auch kein Ei mehr am Pfanne genossen, einen Gaggi-Ball und ein Bett. Mhm. Und es draufgeworfen. Die Gaggi-Bett-Witze sind einfach das Geilste. Zu viel Drogen und was passiert? Die haben dann nicht Gaggi im Bett. Was auch speziell ist. Nein, schlecht verschnitten und du hast einen Scheisser. Was vielleicht auch speziell ist, zu sagen, also aus sich ihr mir jetzt, aber das ist der erste Nightmare, der von einer Frau Regie übernommen wurde, weil er die Story mitgeschrieben hat. Rachel Talalay. Die hat auch Tank Girl gemacht. Die hat an der neuen Folge von Sabrina mitgemacht. Die hat an Sherlock ist die Regisseurin gesehen. Mhm. Die hat ein paar ziemlich coole Sachen gemacht. Die Dr. Who hat sie auch noch richtig, gemacht. Richtig, genau. Flash, Legends, Superman. Also sie hat wirklich so, also vor allem viele Serien. Ja, ja. Muss man auch mal fair sagen. Total viel. Ja. Also die schafft. Also das ist Hardworking Girl, Woman, wie auch immer man das nennen will. Produzentin hat sie, ja. Ja. Und, aber auch schon eher untypisch, weißt du, eine Frau. Oder hier in dem Genre, aber jetzt in dieser Reihe haben wir das einmal bis jetzt noch nicht gehabt, meinte ich? Nein, meinte ich nicht. Und was auch, also ich finde das auch ultra witzig, ich habe das Sound recht geil gefunden, immer wieder. Ich habe ja nachgeguckt, alter Alex Smooth, oder? Mhm. Der Komponist ist der Brian May, aber es ist nicht der Brian May, den wir jetzt meinen. Aber es ist der, der zum Beispiel zuständig war für die Mad Max-Serie, den Soundtrack. Also auf die Filmreihe? Ja, genau. Mhm. Was sonst? Du hast Serie gesagt, sondern gedacht, hättest ja, die Filmserie. Nicht Fernsehen, TV. Entschuldigung, jetzt habe ich schon gedacht, habe ich wieder etwas verpasst. Nein, er hat einfach die Musik dort gemacht. Bei Mad Max 1, 2 und so, Blaue Lagune und ein paar andere Sachen. Also wirklich noch recht bekannte kleine Sachen. Blaue Lagune, haben die unter diesen Blättern auch die Lautsprecher gehabt?
Dass der Zaun gehört. Wenn es schon ein oder andere ist. Gullit einmal als einer der bekanntesten Filmkomponisten von ist ein Australier. Das wollte ich einfach vielleicht noch erwähnt haben. Und jetzt kommt es, und eben der Film wird von extrem vielen Leuten verrissen. Du hast auch schon gesagt, ich finde eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe schlecht gefunden. Ja. Hey, und ich muss ehrlich sagen, ich habe dem eine der höchsten Bewertungen von der Serie gegeben. Also, etwas muss man wirklich sagen. Der Film ist absolut Banane. Er ist eigentlich mehr Comedy als Horror. Also der Comedy-Anteil ist wirklich extrem hoch. Aber ich finde, er funktioniert eben auch ziemlich gut. Also ich habe wirklich sau oft müssen lachen. Es hat gleich auch ein paar wirklich crazy Momente. Und mein Lieblingskill, neben eben der Marionettenszene, da kommt auch davon. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar gibt es eine Figur, der Carlos. Der Carlos, der hat ein Hörapparat. Ja, ja, ja. Hey, und das ist normalerweise die Kill-Sequenzen, die gehen Minute 2 max. Und da ist wirklich eben 5-6 Minuten wird er gequält. Und zwar wirklich aufs Erbärmlichste. Ja, ja, also Stäbli durch den Schädel durch. Genau, zuerst mit dem Ohrenstäbli, oder? Genau, durch den Schädel durch, so ein riesen Ohrenstäbli. Langsohrenstäbli, ja. Und dann, nachdem er es rausgezogen hat, der schon umgeschreit von Schmerzen, hebt er ihm das Ohr. Ich nehme im Fall auch noch ein Bier. Oh, gerne, ja. Wenn du schon gerade dort bist. 3 Juli, bitte. Jawohl, 3-mal Juli. Ah, oh, schau jetzt, frisch. Frisch zapft schon fast. Wir brauchen mal einen Zapfanlage. Nein, so, nachdem eben das mit dem, wie wir jetzt schon gesagt haben, das Ding, dann hebt er ihm das Ohr, also Freddy hebt ihm das Ohr und sagt ihm, let me your ear, und schneidet ihm das Ohr ab, lacht und wirft es davon. Dann, und der Carlos ist der Schwerhörige, der ein Hörgerät hat. Das muss man sagen. Oder, das habe ich schon gesagt. Total. Etwa 3-mal, oder? Entschuldigung. Okay, dann hat der Carlos kein Hörapparat mehr. Seit dem Ohr ist mir noch abgeschnitten worden, nach einem kleinen Kampf, läuft er einfach so um und der Ton ist weg. Das hat es vorher schon ganz am Anfang einmal gegeben, wo er das Hörapparat rausnimmt, ist einfach kein Ton. Und es ist einfach kein Ton. Und hinter, und er sucht und schreit um, aber auch ihm seine Stimme ist ganz dumm, fließig. Und hinter ihm kommt der Freddy und er macht dann so mega die Faxen und so und macht mega Lärm und Zeug, aber hört ihn nicht und macht sich lustig über ihn hinter dem Rücken. Richtig eklig, war wirklich ewig. Dann geht es noch weiter, er gibt ihm ein Hörapparat zurück, da setzt sich gerade an, aber das Hörapparat entwickelt sich so ein Monster-Kafo, also so ein Cloneberg-mäßig, wo sich in seinen Kopf reindrückt und durch das hört der Carlos noch viel, viel besser, hört sogar extrem hoch und gut, also viel Blut zu gut. Allem. Ganz genau. Und dann geht es sich los, dann tut der Freddy ihn peinigen mit, in dem klassisch, oder? Nodeln fallen lässt auf Metall, oder? Aber das tut so Bretschen in seinem Kopf vor, dass er fast den Kopf umhält. Und dann kommt natürlich der Move, den jeder kann nachvollziehen kann. Freddy nimmt plötzlich ein Dings. Schiefertafel. Ja, genau, also eine Wandtafel führen und fährt mit seiner Krallenhand fangen. Fang die Kleine, dann zieht er sie auseinander. Ja, genau. Und dann fährt er erst so mit dem einen Finger so klingelig und dann schaut er an so. Ah! Und dann fährt er immer wilder an, rumwaschen, bis es so laut ist, dass man einfach den Kopf explodiert. Und so stirbt er dann. Wie geil ist das eigentlich? Also, das ist eine sau coole Kill-Sequenz. Gebe ich dir vollkommen recht. Bin ich eigentlich sogar sehr, sehr froh, dass du die jetzt genommen hast. Und genau der Film, der zeigt eben eigentlich, was der Robert England für ein Comedy-Timing hat. Der andere Kill, den ich in diesem Film auch sau geil finde, ist der, wo er den John Doe durch die Luft schmeißt. Und dann tut er so eine Stachelbrett, irgendwas, so ein riesen Möbel. Tut er dann einfach auf eine, so mit dem Rücken dran, also merkt er, es ist scheiß schwer, schiebt er das auf den Stross und sagt: Schieb. Schnuff. Bam, platziert. Und dann wirklich schaut er in die Kamera und flatsch. Der andere drauf, hinüber. Und einfach so. Dort wirklich das Comedy-Timing von Robert England in diesem Film ist gross. Oder beim Videospiel. Ja, genau. Absolut genial. Oh, was für eine Grafik. Ja, und dann ist es ja so, also ähnlich eigentlich wie vorher mit dieser Take on Me Comic-Figur-Ding, ist, dass die eine Figur in ein Videospiel reingeht. Und dann siehst du immer so eine Videospielgrafik, wie der Freddy ihn quasi jagt. Yep. Und in Realität siehst du, wie er einfach so rumgumpt, wie ein, als Mensch. Er sieht so bierenweich natürlich aus. Aber es ist hure geil, völlig das ist dumm. Aber es ist einfach das ist lustig. Stop-motion-mäßig ein bisschen. Ja. Ein bisschen, ja voll. Es ist einfach bierenweich und dumm. Und
Also, man muss ja auch noch etwas anderes erwähnen. Man sieht halt hier, eben wegen dieser Vorgeschichte, wegen seiner Tochter, man sieht halt hier Robert England einfach recht häufig halt als richtiger Robert Mensch. England, als Freddy halt, bevor verbrennt worden ist. Und dort wirkt das schon recht creepy, finde ich. Und da kommt natürlich auch noch, wie noch von seinem Papi, einem fucking Alice Cooper. Yo. Einfach nur geißelt worden ist. Ich meine, es ist einfach Alice Cooper. Ich meine, wie cool ist das eigentlich? Wenn du vom Alice Cooper geißelt wirst, ist es eigentlich easy. Und er eigentlich quasi, der Alice, ja, ich verbrüge jetzt wieder. Und er sagt so, ja, geben wir es noch mehr. Ja, ja, ja. Oder? Und dann eben, wie er auch erzählt, so, wenn du so lange Schmerzen über dich lässt ertragen, oder? Bis du plötzlich Schmerz zu deinem Freund machst, oder? Mhm. Und gegen andere eigentlich benutzt und so. Also eigentlich, ja, wenn er einfach wirklich zu Freddy wird. Hey, natürlich, er hat auch mega viel Bullshit-Moment, das müssen wir wirklich einmal sagen. Mhm. Extrem viel sogar. Also auch gewisse Effekte sehen auch wirklich sehen nicht gut aus. Aber ich finde ihn der lustigste Freddy. Ich finde ihn einen von den originelleren. Und hey. Und obwohl ich eigentlich nicht der lustige Freddy, sondern ich finde eigentlich der grauslige Freddy, eben wenn er im ersten oder so ist, bin ich eigentlich schon der geilere Freddy. Ich mag das sehr. Mir hat auch mega Spass gemacht. Ja, lustig ist halt so ein bisschen wirklich so, ich soll sagen, Gesellschafts-Freddy. Ja. Eben der, der so ein bisschen überall dann auch siehst und eigentlich so der, der überall als Inspiration genommen worden ist. Korrekt. Ja, er ist einfach eine Popfigur geworden. Absolut. Oder? Der lustige Freddy hebt sich eben von anderen Killern ab in Horrorfilm-Franchises. Das ist eben genau das. Weil, ja eben, wir haben Teil, wo der Freddy bedrohlich ist. Wir haben Teil, wo der Freddy unterhaltsam ist. Wir haben Teil, wo der Freddy mega witzig ist. Freddy ist einfach wandelbar. Freddy kannst du für so viele Sachen nicht. Darum finde ich ihn der innovativste Horrorfilm-Killer. Mhm. Weil er einfach, du kannst mit ihm praktisch alles machen. Du kannst, Michael Myers schnurrt nicht, Jason Voorhees schnurrt nicht, Chucky schnurrt nur. ja. Und der Chucky sieht dann halt einfach, ja, der ist in dieser huren Puppe drin. Den kannst du nicht so. Ja. Du kannst ihn schon bedrohlich inszenieren, aber er sieht nie so bedrohlich aus wie die verbrennte Fritte von Freddy und die dann die in deinen Träumen verfolgt. Klar, der Chucky kann überall immer unter deinem Bett sein. Klar, logisch. Aber das, was der Freddy an Ausstrahlung ankriegt, das kriegt der Chucky nicht an. Liegt natürlich auch daran, weil es eine Puppe ist. Und dann der nicht. Du kannst nicht mit dieser Mimik arbeiten, wie es Robert England jo, macht. Ja, natürlich. Das ist sicher die Einschränkung, die so, Chucky ja. spielt auch weniger mit den Opfern. Nicht so wie du Freddy. Ah, zu einem gewissen Teil schon. Gewissen, ja. Schon. Ich glaube, der Chucky ist sogar der beste Vergleich zum Freddy von einem anderen Killer. Würde ich das sagen. Am nächsten. Ja. Definitiv. Ja, ja. Vor allem später. Nein, also mit Abstand. Ja, ja. ja. Nein, die kommen einander wirklich am nächsten. Zumindest sie haben, den grossen. Sie haben auch die ähnlichen Pullover an. Auch gestreift mit Rot drin. Ist es gestreift beim. Chuck ist doch immer gestreift. Ist nicht ganz. Aber ich habe gemeint, ich rot-schwarz, meinte ich. Also blaue Latzhose, ja. Ja, ist im Kopf. Ja, das ist ja wurscht. Ist ja auch nicht wichtig. Das können wir dann nächstes Jahr so drüber reden. Oder? Die sind in Ordnung, oder? Hast du etwas vor? Nein. Okay, dann ist gut. Nein, hey, aber voilà. Ich bin ja echt gespannt, was bei euch euer Hassteil wird. Vielleicht ist es der nächste. Wer weiß es nicht. Weil der nächste ist, und da müssen wir sagen, er ist zurück. Du Wes Craven ist zurückgekommen. Zum letzten klassischen, sage ich mal, von der Serie. Ja, unterschreibe ich. Und wir nennen ihn auch dementsprechend anders. Wes Craven's Nightmare. New Nightmare. Entschuldigung, yes, Gott, was sag ich das? Das ist schon verkackt. Mhm. Ja, das ist's. Wes Craven ist zurück. Ja. Und wie der Wes Craven zurück ist? Ja, da müssen wir eben noch ein bisschen reden. Mhm. Da müssen wir leider noch ein bisschen können reden. Können wir machen. Für das weil, sind wir da. Oder? Weil ich habe da auch wahnsinnig gut in Erinnerung gehabt. Mhm. Und es ist passiert, und ich traue mich fast nicht zu sagen, ich habe es wirklich nachgeschaut, da hat die gleiche schlechte Bewertung, also schlechte 2 Sterne quasi von 5 Bewertung bekommen bei mir, wie der 5., den ich als Hassteil betitelt habe. Es gibt einen Haufen, die nicht mögen. Ist das so? Ich habe das Gefühl gehabt, den mögen alle, den finden alle saugeil. Nein, die Meinung so kollektiv habe ich nie mitbekommen. Okay. Also, ich kann ihn immer mögen.
Wirklich immer. Ich finde, der Ansatz von diesem Film hat brutal geil. Es spricht wieder extrem für den Wes Craven. Er nimmt den Freddy, das ganze Franchise, und er bringt es auf eine andere Ebene. Und eigentlich, von mir aus gesehen, ist das voll eigentlich die Scream-Ebene. Ja, das ist ja offensichtlich. Also, das ist halt extrem meta. Ja. Willst du ganz kurz vielleicht nochmal zusammenfassen in ein, zwei Sätzen, was so geht in dem Teil? Sicher. Also, eigentlich ist es so, wir haben Nightmare on Elm Street Franchise, das gibt es in diesem Film hier auch. Es geht jetzt aber um die Schauspieler. Um die Schauspieler mit ihren echten Namen. Und sie sind Schauspieler, sie haben die Rolle gespielt, namentlich vor allem Heather Langenkamp, Robert Englund, auch der Wes Craven selber, spielt auch mal mit. Ja, ja. Und es geht darum, der Freddy wird lebendig. Richtig, in der richtigen Welt. Sie als Schauspieler werden plötzlich vom Freddy geholt, quasi. Und ja, das manifestiert sich in verschiedensten Arten, aber schlussendlich ist es einfach so, die Filmfigur Freddy Krueger kommt ins echte Leben. Was natürlich noch einmal mehr Horror ist. Weil vorher haben wir es noch können abgrenzen. Es ist einfach, es ist ein Film. Okay, ah, Freddy könnte in den Träumen kommen. Okay, aber es ist trotzdem noch ein Film. Ja. Mhm. Okay, ja, es ist auch ein Film, aber oh, Moment, fuck. Aber er kommt ja aus dem Film ins echte Leben. Noch einmal mehr, was dir zu denken gibt. Und dann sind es halt einfach die Schauspieler, die sich Freddy Min widersetzen. Vor allem halt eben Heather Langenkamp. Und dann ist halt auch so sie, die dann eigentlich nicht viel mit ihrer Figur Nancy gemein hat. Robert Englund, der nichts mit Freddy gemein hat. Aber er tritt ja auch noch auf als Freddy in einer TV-Show und so. Ganz überraschend. Nachdem Nancy, Heather Langenkamp schon so Träume gehabt. Und dann auch das Gespräch. Vor allem ihren Sohn auch. Ja, genau. Ihr Sohn, ihr Mann ist auch noch involviert. Mm. Ja, nicht lang, fairerweise. Nein, weil ja so Tricktechnik und so bei Film zuständig ist. Spezialeffekte und so weiter. Und Robert Englund, der nichts mit Freddy gemeinsam hat, der Künstler ist und alles. Und eigentlich ruhiger, gemütlicher, lustiger Typ. Ja, und halt eben dann Freddy im echten Leben. Was ich als Minuspunkt muss sagen bei diesem Film, ich finde hier die Maske von Freddy schlecht. Wo lustig, dass du es sagst, ja. Wo einfach nur so gewisse Plätze abhat. Ja, so, ein minimalistisch, oder wie man sagen. Ich habe mir es jetzt nicht notiert, wo ich jetzt die Maske von Freddy am besten finde. Aber sie ist ja in jedem Film eigentlich anders. Ein bisschen anders. Also, Verbrennungen sind überall. Ja. Und da sind es einfach, da fehlen einfach so Fleischfetzen. Irgendwie. Ein bisschen Backen, ein bisschen jo, Kopf, genau. Ja, genau. Das ist ein Minuspunkt. Das hat mir nie gefallen bei diesem Film. Sonst habe ich den aber wirklich immer mögen, wegen der Grundidee. Umsetzung, ja, das ist zum Teil sehr gut gemacht, zum Teil nicht ganz so gut gemacht. Aber das haben wir jetzt wirklich in jedem Freddy-Film gehabt. Also, das ist absolut richtig. Also erst einmal wegen der Maske bin ich voll bei dir. Interessant ist, der Robert Englund findet das die beste Maske, die er hatte. Ja, wahrscheinlich. Also weil sonst muss ich sagen, ey, Robbie, ey, geh doch brüllen. Also das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich die schlechteste. Auch der Rest von seinem Kostüm ist wirklich lächerlich. Also der Pulli sieht so richtig, wirklich so, als wäre er frisch im CO gesehen und hat er schnell ausgesucht. Oder eben aus einem. Oder eigentlich sieht er allgemein aus, als hätte er ziemlich mittelklassiges bis eher schlechtes Kostüm aus einem Kostümladen halt geholt von Freddy. Der Mantel hat überhaupt nicht mehr sein. Das ist genau, der Mantel. Freddy braucht keinen Mantel. Gut, das ist jetzt nicht so schlimm, aber wo ich wirklich meine Schwierigkeiten habe mit diesem Film, ist, und das, ey, ich kann es leider nicht anders sagen, eben, viele, die Meta, toll, die Gaststars und alles, schön, aber er hat einfach kaum Atmosphäre, finde ich. Er hat kein bisschen die Nightmare-Atmosphäre, wenn ich das gerne habe. Aber das soll er ja auch nicht. Er soll ja auch anders sein. Ja, das ist ja gut und recht. Aber er ist einfach scheiße. Er ist schlechter als andere. Nein, ich finde ihn wirklich schlechter. Ich finde auch seine Handschuhe sehen scheiße aus.
Klar ist es der, den sie hier machen für diesen Film. Mhm. Aber das ist einfach lausig. Da mit diesen Knochen, mit diesen Sehnen und so drauf. Mhm. Das sieht einfach doof aus. Ja. Das sieht also einfach doof aus. Können wir gerade zum allgemeinen Look von Freddy dazu nehmen? Ja, ich mag den Look in diesem Film allgemein nicht so. Dass man etwas Neues probiert, ist okay. Aber dann hättest du es nicht so weit weg müssen kommen. Und was man auch einfach nicht vergessen darf, ich meine, der Film ist vom, was ist es gesehen? Vom 94. Genau, oder? Ja. So. Also ist da neueste, nach eben noch kommt noch Freddy vs. Jason und Nightmare on Elm Street Reboot, da kommen wir nachher noch dazu. Mhm. Ich finde, rein von der Optik ist das nicht einer der besseren. Also, der hat wirklich ganz, ganz schwierige Momente von der Optik, von der Kameraeinstellungen, wo, weiss ich was sich der Kameramann und der Wes Craven denkt haben, die wirklich lausig sind. Also, weißt du, wirklich nicht gut. Also, es hat fast schon ein bisschen. Jetzt kann man sagen, Jonas hat er extra gemacht, aber come on, extra scheiße aussehen, nein. Hat er wirklich so ein bisschen, es hat ausgesehen wie so 90er Jahre Soap-Opera so à la unter der Sonne Kaliforniens und so Zeug. Mhm. Also wirklich schlecht, es hat nicht schön aus, es ist nicht gut, es hat nicht Kinoqualität, so hart es tönt. In ganz vielen Szenen hat es mir wirklich Direct-to-DVD-Look. Und das hat mir mega weh da im Nachhinein, weißt du? Weil ich weiss noch, wenn ich das erstmal gesehen habe, ich dachte, oh, das ist aber huere geil mit diesen Meta. Wow, crazy, ey, mega cool. Der Robert England ist dort und sagt so, ja, ich weiss endlich, ich habe gar nicht mit dem Freddy zu tun, oder? Und dann, oh, kommt der Freddy richtig und oh mein Gott. What the fuck? Und dann die ganze Nummer mit, dass der Freddy eigentlich drei Rache-Dämonen-Monster irgendwie sind und einfach sich in einer Form einfach so manifestiert. Come on, what the fuck? Also, wenn man. Habe ich auch so doof gefunden? Ja, wenn man den Freddy als übernatürliches Wesen hat wollen, erklären, das habe ich im Teil 6 auch schon schwierig gefunden, mit diesen Traumgeistern. Ja, und voll. Das habe ich beim 6 einen riesen Minuspunkt gefunden. Das mit seinem Vater und den Hintergründen und so. Das habe ich absolut cool gefunden, dass man das Kind wegnimmt. Aber auch hier jetzt eben so. Lass Freddy in dem Moment einfach mystisch sein, versuch es nicht zu erklären. Ja. Kann sich jeder denken, was er will, kann jeder interpretieren, was er will. Das war definitiv zu viel. Ja. Und der Bub ist einfach auch nervig. Und der Bub ist schon crazy. Der hat eine wahnsinns Hollywood-Karriere. Das ist schon gleich Bub, der Gage aus Friedhof der Kuscheltiere. Mhm. Der, wo ich wirklich in Friedhof der Kuscheltiere der creepigste Motherfucker aller Zeiten ist. Ja. Und da ist er einfach der nervigste Motherfucker aller Zeiten. Ah, stimmt, das ist der, der auch in Kindergarten-Cop dabei war. Korrekt. Und wie hat er mit Bruce Willis geheißen? Mercury Puzzle, ja, genau. Ganz genau, wo noch der autistische Bub ist. Also, der hat eine Sau-Karriere gemacht als Kind. Ich glaube, vorher hat man den nicht mehr gesehen. Ja, ein bisschen, aber das ja. Nicht viel. Aber der ist mal so ein Sack gegangen. Da. Aber da kann ich eigentlich nicht dafür. Das ist halt, wie noch gemacht ist, oder? Und der ist halt einfach Taylor Langkamp. Sie ist einfach kein guter Schauspieler. Und da zeigt sich so richtig. Und nicht gegen den Robert. Und nochmal, hey, Robert. Einfach nochmal, ich mag den Robert, ich liebe ihn eigentlich schon fast, weil er ist der fucking Freddy, gebe ich dir recht. Mhm. Aber da muss er halt auch noch sich selber spielen, was sicher ultra mühsam ist, also quasi sich selber. Mhm. Und das ist auch so, es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Es ist so völlig, ach come on. Also dort, wo er irgendwie am Müllern ist, und dann am Telefon, sie sagt so, ja, ich glaube, der richtige Freddy ist rum und hast auch so ein Telefon bekommen und Zeug. Genau, das Telefon läutet ja auch alle zwei Minuten in diesem Scheißfilm. Also Scheiße ist wichtig. Persönliche Meinung. Genau, nein, ich bin ja nicht so schlecht, wenn ich jetzt vielleicht gerade mache, aber ich will jetzt einfach mal ein bisschen renten. Und dann kommt er und dann er so, kommst du morgen vorbei, ja. Oh mein Gott, hängt er ab und dann siehst du sein Bild, er hat auf Freddy gemalt. Also Entschuldigung, wenn du schon 6 Mal den Freddy gespielt hast, dass du dann auch mal dich selber malst und mal einen Albtraum über die Figur, die du 6 Mal gespielt hast. Vielleicht ist er aus einer Trance erwachen. Ja, genau, Trance. Nein, ich finde, er ist halt auch nicht wirklich so eine im richtigen, im klassischen Schauspiel, wo er nicht kann over the top spielen, ist er halt auch nicht ein guter Schauspieler. Ja, Moment, aber das ist ja genau seine Stärke. Ich meine, nimm Nick Cage, wenn er nicht over the top spielen kann. Kann er. Ganz viele Beispiele, wo er super ist, auch in nicht Over-the-Top-Rollen. Nein, das finde ich jetzt nicht falsch. Er ist natürlich am bekanntesten für Over-the-Top. Und er macht das auch nur noch, weil er einfach sagt, fuck you, I'm fucking Nick Cage. Aber der Robert England, nichts gegen, nicht, also ich glaube, du darfst es schon ganz vergleichen. Also ich glaube,
das Resümee als Schauspieler von Nicolas Cage schon nochmal ein bisschen anders als von Robert? Oder nehmen wir vier andere Filme, die er mitgespielt hat? Robert England? Ja. 2001 Maniacs, Eaten Alive, Zombie Strippers. Ja, und wo hat er dort eine Hauptrolle gespielt? Oder ist es nicht einfach ein Cameo gesehen, wo er mal reingekommen ist? 2001 Maniacs, Eaten Alive habe ich leider nicht gesehen. Okay, in der Live, das stimmt es tatsächlich. Ja, das hat da bisschen, ja. Ja, ja, da habe ich eben blöderweise Range of Things, gut gesehen. Ja, es hat Krokodil, da bin ich auch dabei. Ah, ja. Ja, Lake Placid 4. Ja, gut, weißt du, was ich meine? Nein, aber weißt du, was ich meine? Es ist nicht eine Kritik. Hey, das ist keine Kritik, das ist eine Anregung. Kacka. Strange of Things, vierte Staffel. Ja, sag starken Auftritt. Ja, okay, aber das ist auch nur wegen der Vorgeschichte. Ja. Wenn er nicht Freddy vorher gespielt hat, hat man niemals gesagt, wow. Wenn der Schauspieler, der die Rolle dann gespielt hat, nicht vorher der Freddy gespielt hat, dann hat die Rolle keinen Sinn gemacht. Okay, ich merke schon. Rosa-rote Brille, die können wir nicht wegnehmen. Ja. Sie ist rot-grün im Fall. Fuck. Okay, nein, alles gut. Nein, ich mag nicht. Eben, nein. Ich hoffe, ich werde nicht falsch verstanden. Ich hoffe, jemand, der zulässt, versteht ein bisschen, was ich meine. Ich finde, man darf sich auch mit etwas, wo man über alles liebt, und wir haben ja schon festgestellt, dass das unsere lieblingslange Serie ist, darf man sich auch ein bisschen kritisch auseinandersetzen. Aber eben, wie gesagt, für mich muss man, soll leider man, auch nicht aber gut. Falsch. Okay. Das ist so wie so, Franzose sein, falsch. Oder es ist falsch, Franzose zu sein. Ja. Ja. Nein, oder kannst du schon so machen, aber dann ist halt scheiße. Auf Letterboxd hat, also sind auch alle, also sind auch die meisten nicht meiner Meinung, hat 3,45 mhm. und auf IMDb 6,4 von 10. Mhm. Also mit Abstand nicht der schlechteste, sondern es sind noch 3-4 andere Teile, die schlechter gewertet sind. Das ist immer Geschmackssache. Mhm. Gut. Gibt es noch etwas anderes zu dem zu sagen oder machen wir weiter mit dem nächsten? Können nächsten. Also gut, etwas habe ich noch. So, jetzt kommt's. Ich habe den zum ersten Mal auf Deutsch geschaut. Mhm. Ja, ich habe es einfach mal gefunden. So, jetzt will ich mal einen Teil auf Deutsch. Ein gewisser Teil habe ich schnell zurückgespürt und nochmal auf Englisch geschaut. Kannst du überhaupt Deutsch? Ganz süß, pardon. Sie? Ah. Und nein, ich habe gefunden, jetzt schaue ich den mal auf Deutsch. Und das hat mir natürlich, das muss ich auch sagen, das hat vielleicht auch nicht geholfen. Weil ich kenne die Namen nicht, das ist mir scheißegal, wie die Synchronsprecher haben. Die machen einen tollen Job, nicht falsch verstehen. Vor allem deutsche Synchronsprecher sind fantastisch. Mhm. Aber ich lerne nicht die Namen auswendig, das ist mir egal. Außer der Piper, wo der Alf geschrieben hat, kann ich nicht merken. So, Tedder hat auf jeden Fall die gleiche Stimme, und da bin ich wirklich fast verreckt, das hätte vielleicht auch nicht geholfen, um den Film ernst zu nehmen, hat die gleiche Synchronsprecherin wie Lynn Tanner aus Alf. Die ältere Tochter. Die gleiche Sprecherin im Deutschen. Und jetzt kommt's. Das ist wahr, das hat sie aber, glaube ich, in Teil 1 schon. Das kann sein. Doch. Und jetzt kommt's aber. Du Wes Craven, der wieder auch mitspielt, im sein deutscher Synchronsprecher, ich weiß auch nicht, der nicht heisst, ich kann es nicht nachgelöst, ist mir auch wurscht. Oh nein, sag's. Ist die gleiche Stimme wie die von Trevor Ogmonek, im neugierigen Nachbar aus Alf, der immer mit der Sieg ankommt und immer alle nervt und irgendwie das Essen von allen wegnimmt und wieder geht. Ist aber einer der lustigsten Charaktere. Aber ich liebe den Trevor Ogmonek. Pervers, nein, Trevor und Rachel und Mann. Also, aber nur zu sagen. Könnt ihr im Garten vergraben, aber. Ich habe den Film geschaut und ich habe einfach plötzlich Alf voll geschaut. Weißt du, wenn ich die Augen zugemacht habe. Vor allem, es gibt eine relativ lange Szene, wo sie bei ihm zu Besuch ist und sie einen Dialog haben. Und er ihr erzählt, ja, weißt du, und das finde ich auch so belbieren, weil ich ganz. Also, dann höre ich wirklich auf. Wo dann er ihr erzählt, ja, weißt du, ich bin im Fall auf die Geschichte überhaupt mit dem Freddy gekommen, also der Wes Craven, eben, mit der Trevor Ogmonek stimmt. Ich bin auf die Idee überhaupt gekommen, oder? Weil ich habe da mal etwas gelesen über so Rachendämonenmonster, oder? So drei, die da im Ritual und Zeug, und das sind die tatsächlich, die dann so Freddy werden. Ich dachte so, what the fuck, komm her, aber auf, jetzt wird es ein bisschen weich. Boah, Nintendo, Trevor Ogmonek, voll geil. Und den schaue ich, wenn wieder schaue, wieder auf Deutsch. Okay. Einfach wegen dem, das war lustig. Aber ich bin auch einfach. Ja. Gut, wir gehen weiter, würde ich vorschlagen, oder? Mhm. Ja. Also, und jetzt machen wir einen recht fetten Sprung. Vom 94, 9 Jahre in Zukunft, zu Freddy vs. Jason. Wo ja fast Freddy vs. Jason vs. Ash geworden wäre. Weißt du wie? Das war's. Wow, ja, also vielleicht. Das wissen wir nicht. Solange es nicht raus ist, kann man das ja nicht sagen, aber... Wahrscheinlich schon geil. Das war schon geil gesehen. Ja.
Nein, Freddy vs. Jason. 5,7 von IMDb, auf Letterboxd 2,7 von 5. Was passiert da, liebe Spike? Ist schon geil. Ich muss jeden Film erklären und das haben wir vorher gar nicht abgemacht. Aber irgendwie klappt's. Ja, okay, also kann auch du Hill machen. Nein, jetzt bin ich schon drin. Nein, ich hatte einfach Charakter. Nein, also Freddy vs. Jason, ganz einfach. Es fängt eigentlich an als relativ typischer Nightmare-Film, wo der Freddy versucht, wieder Kinder in ihren Träumen zu besuchen und umzubringen. Mhm. Leider klappt das nicht, weil praktisch alle Kinder sind jetzt auf einem Medikament, das ihre Träume unterdrücken. Und der Freddy kommt nicht an seine Ahnen. Und das schießt ihn grusig an. Und damit er das schafft, sind wir wieder. Das haben wir ja schon auf ein paar Mal gehabt. Seine Stärke ist die Angst vor seinen Opfern. Und dann hat er gefunden, Moment, damit die wieder Angst vor mir haben. Da muss ich irgendetwas im realen Leben haben, die mir wieder Angst vor mir haben. Ich glaube, von mir hat er Erinnerung. Ja, aber sie haben ihn auch vergessen. Genau. Ja. Also, gewisse nicht, das sind aber die, die wirklich in der Nervenheilanstalt und so sind. Okay. Ja. Und die anderen, die kennen nicht, die haben keine Angst vor ihm und so weiter und so fort. Alter, und dann kommt er einfach auf die geniale Idee, fuck, ich gehe zum Camp Crystal Lake und ich tue den Jason wieder beleben. Und Jason soll für mich killen. Bis ich stark genug bin und dann kann er wieder verreisen. Und weißt du denn Jason? Jason Voorhees, Freitag der 13. natürlich. Mhm. Abteil 2 der Killer. Nicht Abteil 1. Oh wow, wenn das jetzt niemand gesehen hat. Ja. Wenn jetzt jemand zugelassen hat, der das noch nicht gesehen hat. Ja. Fuck, fang der ist jetzt gerade richtig eingeschissen. Beschwerdebrief an Zügelunternehmen Spike. Also, wir besprechen gerade Nightmare on Elm Street, Wes Craven. Wer da auch Scream 1 nicht gesehen hat, ich weiß ja nicht. Gibt's vielleicht? Ja, aber. Weil die Maske nicht so cool gefunden hat? Oder? Ja, aber dort wird sie auch schon erklärt. Ja, das ist richtig. Freitag der 13, das ist ja irgendwie auch im gleichen Universum zum Teil, oder? Ja, so zumindest also, in dem Teil. Vorher nicht. Das ist wirklich meins. Nein, das ist nicht wahr. Im Freitag der 13, Teil 9, Jason Goes to Hell, ja, liegt im Haus von Jason, ja, das Necronomicon, und der Handschuh von Freddy. Stimmt. Und der Handschuh von Freddy ist ja auch in Chucky und seiner Braut in der Asservatenkamera, wo sie die Chucky-Figur rausnehmen. Ja. Also es ist ein ähnlicher Move eigentlich wie damals, oder, wo ja Alien vs. Predator rausgekommen ist, oder? Wo ja eigentlich quasi der Skelettkopf vom Alien im zweiten Teil dort im Raumschiff von Predator gesehen worden ist. Oder? Mhm. Ist ein bisschen das, oder, wo man so sagt, oh, das ist eine Welt. Man könnte, okay, ja. Aber ja, boah. Ja. Also, und schlussendlich eben, der Jason killt für den Freddy. Freddy wird immer stärker, Freddy kann langsam wieder zurückkommen, kann wieder seine Macht ausüben. Aber der Jason hört natürlich nicht auf. Das ist eben das Geile am Jason. Das muss man mal lassen. Cool, also, seine Mutter hört nicht auf. Sie ist ja eigentlich so ein bisschen da. Ja, aber sie ist ja von Freddy. Also die Illusion von seiner Mutter, gut, stimmt, ist ja von Freddy gesteuert. Ja, korrekt. Und Freddy ist wieder da mit dem alten Look, mit dem alten Händchen. Gut, auch Freddy genauso wie er muss sein. Da finde ich auch seine Maske wieder top. Gut sitzt. Ja. Gefällt mir. Voll. Finde ich auch. Ja. Ja. Und es hat ein paar richtig coole Kids. Gerade am Anfang, wo man so ein bisschen erzählt, eigentlich, was gerade abgeht, erzählt der Freddy. Das ist also eine Aufnahme auf seinen Augen, da hat er auch so Linsen noch drin und so. Passt für mich. Ja. Sehr schön. Also ich finde allgemein den Look von dem Film sackstark. Ich finde die Kills richtig gut. Ein sehr geiler Mix aus brutaler Unterhaltung und Witz. Es hat sehr, sehr viel Witz drin. Sehr, sehr hohen Unterhaltungswert für mich. Auch einen hohen Bodycount eigentlich. Es hat einen hohen Bodycount. Ja, ich meine, nur schon mal, wo der Jason da an das Fest geht. Wo er da brennend durchs Maisfeld durchläuft. Also top. Das Bild, wie er dort brennend durch das Feld läuft, das ist eins von den geilsten. Ja. Ja. Mega geil. Mega geile Kameraeinstellung. Finde ich wirklich top. Und eben, Witz hat der Film drin. Natürlich ist er nicht besonders geistreich. Scheiß drauf! Das ist ja logisch, wenn zwei so Figuren aufeinander treffen. Wenn dort einfach unten sagt, ich habe jetzt den Anspruch, damit eine mega schlaue Story zu machen, go fuck yourself. Ich finde es sogar relativ gut ausgeglichene Gruppe von überlebenden Teenies. Ja. Ich find, die passen relativ gut zusammen. Und wir haben natürlich am Schluss den Endkampf zwischen Freddy und Jason. Yes. Das ist genau das, was wir haben wollen sehen. Natürlich. Also, absolut. Eben, ich habe es schon x-mal gesagt, es ist der einzige Film,
wo ich zweimal im Kino bin schauen und das in der gleichen Woche. Ah, wirklich? Das ist der einzige Film. Ich bin noch nie einen anderen Film zweimal im Kino schauen, vor allem nicht in der gleichen Woche. Hey, vor allem, das ist ja auch der gleiche Regisseur wie auch Chucky und seine Braut, dass eigentlich auch der Chucky-Franchise einen neuen Groove gegeben hat. Das muss man wirklich so sagen. Also eine ganz andere Richtung schon fast gegeben hat. Ja. Der Ronnie Yu. Der hat aber im Fall ewig nichts mehr gemacht. Ja. Gibt es den? Also, weißt du, das ist jetzt hart, aber ist der verstorben oder so? Ich meine, der ist. Der, ja, nein, das sieht man nicht, aber der hat Jahrgang 1950, also das ist schon. Ja, du hast ja 72, ja. Ich höre schnell mal auf, das kann ich auch sein. Aber ja, der, und der kommt gemacht. Eigentlich so aus dem Japan oder China. China. Ja, so aus dem Kampfsportfilm halt. Ja, 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 ja. Merkst du auch ein bisschen da. Also, ich meine, gewisse Kampfmoves, die zwei am Schluss gefahren haben, wo der denkst, so, what the fuck, sind denn. Der hat aber gut blocken und abrollen und so gelernt. Also ja. Vor allem der Freddy. Ja, der ja, ja. Freddy fightet brutal und der Jason ist halt einfach mega imposant. Ja. Aber Jason hat nicht gross neue Moves. Es ist vor allem der Freddy. Das stimmt. Und aber der Jason hat einfach die coolsten Kills von seiner Welt. Seiner Zeit. Oh. Das Bett. Ja, das klappt. Ah, gut, Top. Das Top-Bett ist einfach mega, mega geil. Und dann aber, es hat dann aber auch wieder sau gute Kameraeinstellungen und schöne Effekte. Zum Beispiel dort, wo der Freddy der Jason zurückhaltet mit dem Wasserfall. Mit dem Wasserfall, wo der Jason. Ja. Da habe ich so weil er Angst schön, hat vor Wasser. Habe ich so schön gefilmt gefunden. Ja, richtig stimmt. Geil. Und auch das Licht. Ja, gerade in dieser Szene, das Licht in dieser Traumsequenz, so gut. Aber das ist dort am Anfang so die Schrift kommt, ein Nightmare und ein Freddy und das irgendwie mit einer Blutschrift, wo irgendwie ein 90er-Jahr-Paint-Programm projiziert ist. Oh, das habe ich jetzt nicht mehr im Programm. Ich meine, ich habe das letzte Mal und ich glück da ganz am Anfang und es ist irgendwie, wenn du den Film schaust, es ist einfach so die Eingangssequenz mit wo der Schrift. Wo hast du das letzte Mal gesehen? Am Brugger, genau. Am ersten Brugger. Und dort haben wir sogar darüber gehabt, dass das so ziemlich übel aussieht für diesen Film. Ah ja, das weiß ich nicht. Weil einfach die Sequenz am Anfang, dass sie das so übel. Ja, das ist bewusst so. Ja, liebe Leute, wir haben vermutlich unsere Zusammenfassung vom ersten Brugger hören. Ja. Findet ihr auch auf Spotify oder wo ihr jetzt gerade die Folge hört. Korrekt. Haben wir alles besprochen. Ich bin zwar nicht rumgesehen, aber den Film kenne ich. Nein, ey, wirklich toll. Also, ich glaube, mögen wir alle sehr. Es ist wirklich ein toller Partyfilm. Absolut. Ja, ja. Zwei coole Figuren, die aufeinandertreffen. Hat sie immer wieder gegeben. Eben, Animal Spreader ist das eine Beispiel, aber es hat sie immer wieder gegeben, so, oh, was wäre da, wenn die mal gegeneinander, weißt du, immer gleichen Film und so. Und darum kommt auch gerade meine Frage dazu. Neben Freddy vs. Jason, was wäre so eures Traum-Crossover? Mit unserem guten alten Kumpel Freddy Krueger. Spike? Pennywise. Erzähl, Pennywise. Pennywise aus Stephen King's S. Jagt ausschließlich Kinder. Tut auch mit ihren Ängsten und Albträumen arbeiten. Stimmt nicht ganz. Er tut auch Erwachsene. Ja, aber er jagt hauptsächlich die Erwachsenen, die er schon als Kinder gejagt hat. Auch das ist nicht ganz richtig. Aber er hat schon hauptsächlich einfach Leute, die Angst haben. Angst ist sein Ding, ja. Genau. Mhm. Und er tut mit den Ängsten und Albträumen arbeiten. Und genau da, wieder haben wir eben wieder die höhere Fantasy-Mystery-Ebene. Es ist ein bisschen mehr als einfach nur ein Killer. Yes. Genau das würde zum Freddy passen. Nicht unbedingt als. Vielleicht quasi als Konkurrenzfirma, könnte man so sehen. Oder sie dienen sich zusammen und. Bildet ultimative Albtraum. Yep. Das Potenzial wäre mega da. Darum fände ich, das würde brutal gut zusammenpassen. Und der Pennywise ist ja auch eigentlich eine uralte dämonische Kraft, oder? Älter als Universum, also unseres Universum und bla bla bla, oder? Und das würde ja auch ein bisschen wieder in den New Nightmare Move hineinpassen mit den drei Dämonen, oder? Könnte man die Geschichte drauf. Also es würde irgendwie alles so. Ja, obwohl der Move ist blöd gewesen. Darum lieber er ist blöd gewesen, aber auch die zwei Charaktere und gut ist. Fair. Cool. Hill? Ja, ich habe lange überlegt, sollen ins Meer zum Hai schicken oder ins Weltall? Dann habe ich gefunden, so, ich würde ihn gerne sehen mit Terminator. Hä? Jetzt sagen wir so, hä? Ja. Ich habe gefunden, so, der Freddy ist schon. Also sagen wir so, der Freddy ist jetzt so eine Maschine, mein Skynet und so, wo Menschen halt auslöschen möchten. Und das Problem ist, Freddy merkt dann halt so, jo, wenn es keine Menschen gibt, gibt es ja keinen Freddy mehr.
weil Maschinen, die träumen ja nicht. Mhm. Das heisst, Freddy muss sich ein bisschen verbinden mit dem Menschen. Muss in die Realität kommen, damit er Terminators kann killen kann. Damit Menschen überleben können und die kann er dann wieder terrorisieren. Aber wie tötet er sie, wenn er nur in den Träumen auftaucht? Ja, eben, er muss ja mit den träumen. Menschen in die Realität kommen. Sie müssen ihn dann holen. Aha. Ja, aber er ist ja in der Realität ist er nicht stärker als ein anderer Mensch. Ja, eben. Also, das ist eigentlich nicht sehr hilfreich. Nein, ich meine, Freddy Krueger mit einem Maschinengewehr oder so. Oh, Moment. Okay, okay. Hey, aber Moment, also. Also, der Trash-Faktor also, ist hoch. Also, die Idee ist sehr, sehr. Was? Was ist das gewesen? Nicht ich gewesen. Was macht denn die? Was ist mit dem Tablet los? Sag mal. Also, weißt du, furchtbar. Bekommt man einen Anruf? Oder gar nicht. Sorry. Will wieder ich kann gar nicht wissen, dass ich da einen Ruf da drauf auf dem Huren Tablet. Spike, film oben bei mir. Jetzt ja, ist er. Weißt du gar nicht. Aber, jetzt stell dir mal vor, eben, der Ansatz ist gar nicht so schlecht. Mhm. Und dann der Freddy verbindet sich mit den Menschen, tut irgendwelche Programmierer beeinflussen im Traum und die haben dann eine Idee für ein Computervirus, wo sie die Maschinen träumen lassen. Was sie in eine Art traumähnlichen Zustand können versetzen. Gut, ich meine, der Bender hat schon von Futurama geträumt und hat gesagt, er hätte zwei gesehen, statt der 1 und 0. Das war ein Albtraum gesehen. Nein. Da waren nicht zwei. Alright, okay, ja, ey, mir gefällt eure Fantasie, die ihr jetzt hier aufbaut? Ja. Ich bin ganz langweilig, ich bin voll mit quasi der gleichen Begründung bin ich vor allem Pennywise gelandet, mega lame. Was? Okay. Ja. Also ich habe einen Total Recall im Kopf gehabt, das ist auch irgendwie in einer Traumwelt, aber ich habe gefunden, dann, ja, in einer Traumwelt. Traumwelt. Ja, du kannst nicht nur auf Traum gehen, sonst hast du gesagt, ja, Vanilla Sky. Eben, da habe ich gefunden, nämlich Terminator. Vanilla Sky. So Freddy Krueger tötet einfach mal Penelope Cruz, Cameron Diaz und Tom Cruise. Und wieso? Einfach so. Film fertig. Nein, wieso nicht? Nein, ich könnte mir eben auch vorstellen, dass du, ehrlich gesagt, eine ähnliche Affische ein bisschen wie bei Versus Jason. Dass eigentlich der Pennywise und er sich eigentlich in Query eigentlich eher kommen. Eben, like fuck. Ja, gleiche Branche. Genau, oder so, fuck, hey, nein, das ist ein Fall, das sind meine Kids und so. Bleib du in Derry, ich bleib in Springwood. Mhm. Aber beide waren dann expandieren, wie das immer grosse Konzerne heute machen. Gibt es eigentlich eine Gewerkschaft, die das ein bisschen kann? Ist so. Keine öffentliche. Mies ist eigentlich schon. Aber boah, ja, lustig, ja. Eigentlich sind wir relativ unoriginell. Gut, du bist einfach komisch. Aber ja, du musst ja eine Geschichte. Aber, ja, nein, so unoriginell ist das nicht. Aber eben, wenn man so darüber nachdenkt, man hat es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ein Film Freddy und Chucky wäre eigentlich auch noch geil. Absolut. Absolut. Weil der Freddy könnte natürlich dann, jetzt kommt das immer drei Wochen pitchen. Der Freddy könnte natürlich dann auf die Idee kommen, der Serienkiller. Der tut sich quasi in Form, in der Realität, in Form von einer Puppe tut sich ausleben. Hey, ich könnte ja eigentlich auch doppelt so effektiv sein, indem ich mich auch in der Realität ziehe, in Form von einer anderen Puppe oder von einem Auto oder von einem Flugi mit Bomben. Oder von einem Hai. Oder von einem Wissen, hi. Nein, also weißt du, ich meine, du könntest wirklich, stimmt schon. Und Chucky wäre wirklich noch nicht. Und Showdown ist dann irgendwie so. Fuck, und überhaupt die Wortduelle für sich reden. Das meine ich. Und dann so ein Showdown ist dann Freddy und der Chucky tatschen sich ordentlich auf die Schnauze und dann Freddy haut irgendwann Phrase raus. I'm the king of nightmares. I don't dream. I'm a puppet, fucking fuck. Bitch. Und dann irgendwie kommt einfach Tiffany um die Ecke. Hi Chucky, your dream girl is here. Oh. So fuck. ich glaube, ganz ehrlich, Chucky ist, glaube der Sieger da.
Das war wirklich am lustigsten. Also am lustigsten wäre sicher, am originellsten nicht unbedingt, aber am lustigsten auf jeden Fall. Nein, vielleicht nicht am originellsten, aber ich glaube, das hat wirklich Potenzial. Du könntest wirklich etwas daraus rausholen. Also es wäre wahrscheinlich dann wirklich eher im Comedy-Bereich, wie halt ja, die letzten Chucky-Filme aussehen. Und Chucky ist halt auch Voodoo mit ein Thema. Darum das über natürlich voilà. Auch wieder. Ja, klar. Ja. Also gut. Ich bleibe bei Chucky, das ist gut. Das nimm den Chucky, ich bleibe bei Pennywise. Also ist gut. Dann haben wir alle etwas Lustiges. Ja. Oder? Hey, apropos lustig. Das war ja nicht der letzte Film mit dem Freddy. Bis ja, also eigentlich gibt, schon, gibt aber... Ja, gibt es noch einen? Ja, 2010. Jetzt haben wir noch ein Reboot gegeben. Also sie haben wieder von vorne wieder anfangen. Mhm. Was die Produktionsfirma praktisch an den Rand vom Liegen gebracht hat. Mhm. Die haben sich dann aber und haben sie nachher gesagt, nie mehr länger wir ein bestehendes Format an, das nicht von uns ist. Mhm. Haben sie dann auch nicht gemacht und haben dann mit The Purge zum Beispiel eine eigene Serie gemacht, unter anderem, wo was aber sehr gut erfolgreich ist, was originell ist. Ist klar. Genau, sie haben nie gesagt, sie machen nie mehr irgendein Reboot, Remake, irgendetwas. Und eben sympathisch, vielleicht ist allein das schon das Beste an dem Film für viele. Und zwar jetzt eben das Reboot von A Nightmare on Elm Street und das erste Mal nicht mit dem Freddy. Also mit dem. Kannst du so stehen lassen. Es ist gleich der Freddy. Es ist der schlechteste von allen. Aber ganz klar. Mhm. Weil es ist nichts Neues. Sie haben quasi das 1-1-1 kopiert, was nicht innovativ ist, was null einfallsreich ist. Dazu ahnen, sie haben es nicht besser gemacht. Sie haben nichts besser gemacht in diesem Film. Wirklich nichts. Keine einzige Szene, keine einzige Kameraeinstellung war besser. Die Auflösung war besser vom Bild. Jo, toll. Wenn wir jetzt eine aufbessere Blu-ray von 1984 haben, wird das trotzdem besser sein. Und dazu haben sie den grössten Dumbatz-Move überhaupt gemacht. Jetzt kommt's. Sie haben den Robert England nicht genommen. Hm. Wieso? Weil die Arschlöcher gefunden haben, er hat es nämlich gemacht. Arschlöcher haben gefunden, er ist zu alt dafür. Okay, Jackie Earl das Haley. Das ist dumm. Jackie Earl Haley mache ich keinen Vorwurf. Wirklich nicht, weil er ist der zweitbeste Freddy-Darsteller, den man nur finden konnte. Von allen zwei. Aber nur der zweitbeste. Und wenn die erste Besetzung zu Hause gestanden wäre und man findet, du bist zu alt, dann sind wir jetzt dumm. Ich verschlimme, finde ich dort. Ich meine, der England, ich meine, er hat immer ganz Gesicht. Seine Nase ist, sag jetzt mal, stattlich. Und dann nimmst du jetzt den neuen Schauspieler und du findest auf der Welt den mit der kleinsten Nase und machst ihn als Freddy. Falsch. Das ist wegen der kleinsten Nase. Also, wie kommst du jetzt? Hey, Oli, wie du hast, eine Nase ist ein Problem. Letztens bei der House of the Dragon Folge hast du schon Probleme gehabt mit der alten Rhaenyra und der neuen Rhaenyra wegen der Nase. Who the fuck cares? Also, du bist der einzige Mensch, der sich auf die Nase überhaupt wartet. Nicht. Ich meine, du hast ein Gesicht, das hat einen Charakter und einen Gesicht. Ja, aber nicht nur die Nase! Gesicht nimmt etwa 50% vom Charakter von einem Gesicht ein. Nase? Absolut Nase! Das stimmt doch nicht. Doch, was du von der Seite 80% siehst. 80% sind Augen. Als erstes schaust du, wenn du Menschen schaust, auf die Brust und dann auf die Nase. Ich meine, im Gesicht sind doch die Augen das erste, was man anschaut, nicht die Nase. Jetzt mal ernsthaft, wenn ihr jemanden anschaut, schaut ihr zuerst auf die Nase und dann auf die Augen? Nein, das kann nicht sein. Die Nase ist weiter vorne in die Augen, du schaust immer zuerst auf die Nase. Also, das stimmt. Also, da schaue ich nach vorne auf die Frisur. Im Gesicht. Gehört zum Gesicht. Ah, nein, die Frisur hast du nicht im Gesicht, außer du bist ein Wolfsmensch. Ja, hast du mal den Hill ohne Gummiband gesehen? Ja, habe ich. Ja, eben. Meine Augen, ich meine, es ist klar, wenn es auf Augenfarben so gehst, aber sonst Augen, die sind klar, man wird weit auseinander, mal zusammen, aber du hast immer, die Nase ist immer anders. Was für eine Augenfarbe hat deine Freundin? Braun. Sicher? Ja. Augenfarben sind mein Name. Kaum habe ich es bemerkt, habe ich es vergessen. Jetzt hat es auch lustig gewesen, so. Oh. Aber ich weiss ihre Nasengröße. Okay, nein, aber jetzt gehen wir mal weg von der Nase. Die ist ja auch hier bei dieser neuen Freddy-Maske, die ja komplett anders ist, das müssen wir schon mal sagen. Schwerstens, ja. Ist ja auch eher verbrennt, die Nase. Ist ja kaum vorhanden. Jo. Ja, nein, wirklich. Ist mir nicht aufgefallen. Jo, das ist ja auch. Eigentlich ist ja das auch das mehr oder weniger realistischere verbrennte Gesicht als das, was wir vorher von Freddy Krueger kennt haben. Aber das ist nicht mehr künstlerische Freiheit. Wenn du. Ich meine, Simpsons haben auch nicht 5 Finger, obwohl es realistisch wäre. Sie haben 4 Finger. Kannst du doch nicht vergleichen. Doch, genau das. Es geht nicht um Realismus, es geht immer darum, wie bringst du etwas über für die Zuschauer. Aha.
Darum hast du in den Comicfiguren oft Leute, also die haben vier Finger, nicht fünf, weil du kannst nicht fünf Finger maulen, das hat Kacken aus. Wenn es jetzt normal nicht. Ist, also wenn es brennt. Und viele Comics, die fünf Finger haben. Ja, aber sie sieht auch Kacken aus. Sie hat immer Kacken aus, grosse Nase und fünf Finger. Also, eben, du bist gar kein Fan davon, habe ich mal rausgehört. Nein, null. Und nicht einmal, weil es ein schlechter Film ist, sondern einfach, weil es total Bockmist ist, dass man den Film überhaupt produziert hat. Von dem her, dass die Firma da so ziemlich ihre Existenzgrundlage fast ins Sand gesetzt hat, das ist ziemlich verdient. Nein, das finde ich nicht. Das ist aber hart ausgedrückt. Nein, der Film ist ganz okay, aber kein Mensch braucht den. Das ist ein anderer Punkt. Ja, aber nein, kein Mensch braucht den Film. Und es ist, dazu ja. ist es noch Blasphemie am Original, wenn man einfach alles so eins zu eins... Blasphemie, es ist immer noch ein Film, also bei aller Liebe. Ja, wir haben einen Film-Podcast. Ja, also, würden wir so viel Zeit darauf verwenden, Filme zu schauen, Serien zu schauen, sie zu besprechen, alles auseinandernehmen, wenn das nicht ein bisschen mehr wäre, als einfach nur irgendeine Zeitbeschäftigung, sondern einfach irgendwie die Stunden am Tag füllen, wo wir nicht gerade mit Essen und Saufen beschäftigt sind. Mm. Also, Hey, ich gebe euch bei fast allem recht. Ist auch für mich natürlich nicht ein guter Teil von der Serie. Er gehört für mich auch nicht wirklich zur Serie, weil es ein Reboot ist. Trotzdem wird er nicht hier besprochen, weil wir sprechen das Franchise eigentlich. Ich finde allerdings, er ist nie so schlecht, wie er immer gemacht hat. Ja, er hat sehr, sehr viel Parallel oder Kills oder Momente aus dem ersten Teil. Die Badwanne-Szene ist ja 1:1, nur nicht besser. Er hat vieles von dort hergenommen, das ist richtig. Er hat aber noch ein, zwei Momente drin, die ich tatsächlich ziemlich gut finde. Oder er bringt die zwei, drei Aspekte, zum Beispiel eben, das wird ja immer wieder angegeben, aber dass er halt Kinder nicht nur getötet hat, sondern halt auch, also dass er halt ein Kindervergewaltiger auch ist, oder? Das war am ersten Skript auch gesehen, man hat sie dann rausgenommen. Nein, das doch. Ist ganz klar, offensichtlich. Also nein, am Anfang war er eigentlich ein Kindsmisshandel. Also im Pädophile Original gesehen. Damals, ja. Okay, das aber da haben sie es eben durchgezogen. Da haben sie es wirklich voll hart durchgezogen. Und da gibt es ja auch den Wechselbart, oder den Gefühle, sage ich mal, bei den jungen Erwachsenen. Weil sie halt zuerst finden so, wow, was für ein crazy Dude. Denn, fuck, unsere Eltern haben einfach eine mehrheitlich Unschuldige, für den Moment vom Film halt gemeint, Typ haben sie einfach in Selbstjustiz quasi in die Luft, also in die Flammen gegangen. Was für ein Fuck. Und dann nachher kommt aus, ah shit, wir sind alle schon mal als Kinder bei dem quasi in seinem Kämmerli gesehen. Das ist schon ziemlich nieder und hart und krass. Finde ich eigentlich aber gar nochmal einen Punkt, dass es einfach scheiße ist, weil du hast vorher Freddy gehabt, wo du kannst sagen, okay, ey, ich finde auch cool, der ist schwitzig und bla. Und du hast es aber wirklich ein Freddy, wo du einfach eigentlich sagen musst, mit dem möchtest du nichts zu tun haben. Das finde ich eben gut. Das finde ich eben noch toll. Es zerstört aber eigentlich den Charakter. Gut, also mit Nein, es ist ein anderer Charakter. Also mit dem Robert England Freddy willst du ja auch nichts zu tun haben. Ey, ich meine, sorry, nur weil der andere nicht sie vorher vergewaltigt hat, die Kinder. Er hat sie gleich getötet. Also ist das nicht wegen dem ein toller Mensch? Nein, aber es ist ein weniger toller Mensch, ein schlimmer Mensch. Ey, ganz ehrlich, wenn du jemanden tötest, ist eigentlich wurscht, was du machst denn vorher oder nachher mit dem Menschen. Klar, was ich gerade sagen möchte, ist ein Mörder, ob das ein Erwachsene sind oder Kinder, ist eine Sache, aber eine Vergewaltigung, das ist irgendeine Grenze, die ich einfach so ein bisschen... Ja. Ich meine, klar, wenn du ein Ding machst, einen Charakter, einen Horrorcharakter, ist das durchaus etwas, was du kannst machen, wo ich sagen muss, okay, das ist etwas. Aber das Problem ist, du hast einen bestehenden Charakter, der in der Popkultur drin ist und alles, und mit dem machst du irgendetwas in eine Richtung, wo du eigentlich heutzutage müsstest sagen, eigentlich müsstest du ja jetzt da überall rauslöschen. Da darfst du dir gar nicht zeigen, weil er ist ein Kindsmisshandler gewesen. Wieso? Stimmt doch nicht. Blödsinn. Du kannst gleich einen Film über Vergewaltigung machen oder Kinds oder was auch immer. Jo, das ist völlig egal. Aber dann kannst du, wenn du singen kannst, den Freddy Krüger mal, dann kannst du angehen und sagen, ja, Entschuldigung. Cancel Culture ist ja nicht das Gleiche, das ist ja nicht etwas anderes. Ja, ja, ich sag nur, es ist, für mich ist es einfach so ein bisschen etwas, wo ich sage, Verstanden. Guter Punkt. Schwer. Also für euch beide der schlechteste Teil von der Serie. Ganz klar. Will kein Nightmare. Okay. Gut. Gut. Dann, bevor ich zur allerletzten Frage komme, wollte ich noch kurz einen Ausblick machen in Zukunft von diesem Franchise. Weil tatsächlich
gibt es eins, wobei das ist schon seit 2-3 Jahren am Brodeln, am Machen und Tun. Weil tatsächlich im 19, also wir wissen ja, was dann noch passiert ist, oder? Ich sage noch Pandemie und Zeug und Sachen und nachher, oder? Ist tatsächlich bekannt geworden, dass man nach wie vor an einem Film und oder, das ist ein bisschen so schwammig, an einer potenziellen Serie auf HBO schafft. Zu diesem Franchise. HBO, eigentlich, das ist ja das, was wir, glaube ich, als Serienliebhaber schon mal sagen, so, ha, Moment, HBO ist eigentlich, steht immer für Qualität. Zumindest praktisch immer. Was, ja. Und jetzt kommt es, sogar der Robert Englund soll hier wieder am Start sein. Zumindest sind das so die letzten Gerüchte und Sachen. Obwohl er selber, der Robert Englund, darum gibt es ein Gerücht, dass er vielleicht, wenn das nochmal gedreht wird, vielleicht der Vater wird spielen oder irgendwie, weißt du, vielleicht gar nicht selber. Er selber hat nämlich jemand anderes als Freddy Krueger in der Jetztzeit vorgeschlagen, weil ich gefunden, jetzt ist er auch langsam in diesem Alter, der wäre perfekt dafür. Und ihr werdet wahrscheinlich beide gerade lachen und du vor allem wegen, wegen deinem Nasenfetisch, Hill. Oje. Der Kevin Bacon. Kevin Bacon? Ja, das ist tatsächlich der Vorschlag von England für heutige Zeit. Das hat auch, die Aussage hat er, glaube ich, vor 2 Jahren tätigt. Er fand das eigentlich, und anscheinend gibt es ja tatsächlich so, geht das ein bisschen um, dass der auch nicht ganz so abgeneigt sei, dass Kevin Bacon eventuell, ob es als Film oder Serie ist, der Freddy könnte spielen. Aber ist das jetzt auch irgendwie so ein Move, den ihn vielleicht privat gut kennt? Oder irgendwie gibt's das Bacon weiss ich was? Nicht. Das habe ich nicht nachgefragt. Also ich habe nur ein paar Interviews gelesen und den Ausschnitt geschaut. Ja. Ich habe keine Parallele von Bacon, wenn ich sagen könnte. Nein, aber genau das kann eben gut funktionieren. Doch, die gibt es schon. Und der Bacon hat durchaus auch schon Psychopathen gespielt. So am Wilden Fluss, wie der geheißen hat. Noch ein bisschen mehr. Ich mein, ja, natürlich Invisible Man von mir Haufen auch. Auch in X-Men First Class hat die Anleihe auch drin gehabt. Mhm. Dann auch in. Jetzt muss ich gerade überlegen. Und die abbrennte Nase musst du auch nicht mehr rekonstruieren. Hättest du schon so eine komische Schweinenase so in den Kaufen? Geld sparen bei den Prosthetics, das ist noch gut. Guck, ich habe jetzt Zinken angeklebt. In Super hat er auch noch mit dem Ray Wilson, glaube ich, geheißen, hat er auch so einen Gangster gespielt, der so von 0 auf 100 von mega nett auf Riesenwichser können umschalten. Hey, wir haben schon ein paar Mal so viel. Wild Things ist auch nicht gerade die kostste Person gewesen. Ja, und vor allem auch ein gut genug Schauspieler, um umschalten. Ja. Und er ist vor allem auch ein ziemlich körperlicher Schauspieler. Und das ist ja nicht ganz unwichtig, wenn du eine Maske wahrscheinlich wirst tragen, die sehr viel abdeckt. Und er hat auch ausdrucksstarke Augen. Ich finde es im Fall, umso länger ich darüber nachdenke, ich habe es recht eine coole spannend. Wahl gefunden. Sehr, sehr spannende Idee. Ich würde dem eine Chance geben. Ja, Kevin Bacon, der bekommt bei mir für fast alles eine Chance. Ja, das ist anders. Aber das Wichtige ist, dass ihn Robert Englund auch so sieht. Und wenn Robert Englund selber sagt, will es langsam nicht mehr machen. Also eben, er hat nur gesagt, hey, er kann sich das sehr gut vorstellen, das ist das Letzte. Aber eben, es geht aber immer... Aber er würde gerne eigentlich das weitergeben und einer von denen, wobei, ich habe so ein bisschen weiter zurückgegangen, also seit Mitte 90er Jahre hat er eben 15 Leute genannt, die er sich gut vorstellen kann. Das muss man auch nochmal festhalten. Ja, aber es geht auch immer wieder hin und her. Ich habe auch schon die Gerüchte gelesen, dass er es dann halt doch selber spielt. Richtig, und er hat auch zum Beispiel der Jackie, also eben hier in diesem Reboot hat er auch fantastisch gut gefunden. Und in anderen Interviews hat er gefunden, ja, ist nicht so gut gewesen. Er ist einfach Kamm zu nett. Genau, das kann sein. Und damit kommen wir zu unserer allerletzten Frage. Und dann haben wir es, unseren grossen Freddy Krueger Nightmare on Elm Street Podcast. Passend in dieser Zeit, nicht wahr? Was war euer grösster Freddy-Albtraum? Ja, ich gehe an die Bar, möchte ein Bier bestellen, es gibt noch alkoholfreies Bier. Nimmt der Tegel, ist der Freddy? Das ist heftig. Das ist ein Albtraum. Nein, er hockt neben dran und lacht. Süffelt das Letzte mit Alkohol. Wobei ich mir das eher als Challenge verstehe, ich besuffe mich jetzt mit alkoholfreiem. Gut, und du kannst einfach Whisky bestellen oder Bier dann, oder so. Ich trinke bis ich Platz und... Oh. Und dann hat es kein WC und... Okay. Kreislich, doof, aber ja, macht Sinn. Gestorben mit alkoholfreiem Bier.
Dümmer geht es nicht, oder? Nein, das ist wirklich echt blöd. Scheiße, ich habe nicht gewusst, dass die Antwort so lustig war. Nö, das muss ich ja gar nicht. ja, weil, also, meine Idee von, das wäre wirklich übel, wäre ein bisschen in die Richtung von Nightmare 3, wo ihr dreht an diesen Pferden hängt. Ja. Und zwar, wenn du permanent an einen Abgrund gedrängt wirst und immer so an den Punkt gebracht wirst, kurz vorm Abstürzen. Mhm. Kurz vorm Abstürzen und so, du fallst und dann wieder retour. Das immer wieder, das immer wieder. Also, das stelle ich mir richtig, richtig übel vor. Und weil, dann hast du ja dann, das hast du ja, also, mir geht das so, ich habe das oftmals in Träumen, dass ich dann einfach plötzlich neu mit dem Boden unter den Füßen verliere. Und dann gehst du einfach. Und dann in dem Moment so, Scheiße, ich kann nichts mehr machen, alles verloren. Das ist ein ganz, ganz übler Moment, wo du realisierst, du hast jetzt komplett Kontrolle verloren. Und dann kommst du wieder retour. Und dann erlebst du das die ganze Zeit immer und immer und immer wieder. Mhm. Das würde ich mir jetzt als richtig üblen Albtraum vorstellen. Ist ja auch schon gehabt. Also ähnlich in diesem Stil. Es klingt jetzt relativ so. Also gerade so Fliegenträume und so, das hätte ich also, viele Leute, Also ich habe definitiv schon oft Albträume gehabt, wo ich einfach ins Bodenlose abgestürzt bin. Ja, ja. Oder das ist auch etwas, wo mich immer mal wieder ein bisschen eingeschränkt hat, wenn ich klettere zum Beispiel. Mhm. Also wirklich so, wo ich dann im Moment einfach nicht, wo ich weiss, eigentlich würde es gehen. Physisch, ich könnte mich dort oben festhalten, also gebouldern bin ich dann. Und dann, ich wüsste, ich könnte mich dort festhalten, aber es ist einfach totale Blockade. Es geht einfach nicht. Ein-, zweimal bin ich dann schon abgestürzt. Mal Schulter kaputt gemacht und so, aber nicht übel, eigentlich. Ich bin eigentlich einfach so blöd und habe mich gehabt. Das hat mir die Schulter kaputt gemacht, nicht der Sturz. Okay. Ja. Also wenn wir so ins Realistische reingehen, das ist jetzt lustig, also habe ich jetzt nicht auf die Liste gehabt, mir, also in der realistischen Variante, ich habe schon öfters geträumt, dass ich in einem Fahrzeug hocke, in einem Auto oder irgendetwas, Bremsen geht nicht und ich kann nicht steuern. Mhm. Ich fahre einfach drauf los. Kontrollverlust. Genau, ja, das hasse ich. Ja, gut, ihr kennt mich ja. Ich glaube, ihr könnt euch das gut nachvollziehen. Ist ja befallen genauso, du kannst ja nichts mehr machen. Absolut, ja, kenne ich auch. Aber ansonsten, was ich mir jetzt einfach so frei überlegt habe, was ich gar nicht geil fand von Freddy, wenn er mich würde fesseln und dann würde, und das finde ich auch im Film immer so ultra schrecklich, mir würde Zehen und Fingernägel von Maltretieren rausziehen. Mm. Das ist etwas, das macht mich fertig. Mhm. Ich weiss nicht wieso. Oder auch, weißt du, was ganz schlimm ist? Ah nein, ich kann es fast nicht aussprechen. Ah! Ich mach schnell, vielleicht töne ich jetzt ein bisschen dumpf, ich mach schnell mein Gesicht und das T-Shirt. Ach, futzt ins Gesicht. Ich gebe mir selber eine holländische Sauna. Nein, weißt du, wenn du so eine Hütte hast? Mhm. An den Finger. Am Fingernagel am Ende. Ja, und dann einfach das so hinteren ziehen, so wegziehen. Das geht nicht weg. Ah! Das brennt. Gott, im Himmel. Hey, das selbst, das macht mich fertig. Weißt du, was in Bezug auf Fingernägel auch ganz wichtig ist? Oh, nein, ich will es gar nicht wissen. Aber ich erzähl. Das ist auch noch bekannt, das gibt es auch mal als Foltermethode. Ein Nagel und ein Fingernagel und dann zack. Es längt. Das ist heiß drauf. Jetzt längt. Also, im Militär, wir haben mit Bambus. Jetzt hört ihr mal! Du, also Wahnsinn! Es ist nicht so. Menschen, Freddy soll unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vom Schlafen abhalten, nicht mir. Wir sollen sie eigentlich animieren mit unserem Geschnur. Hey, ich hoffe, es hat euch allen Spass gemacht beim Zuhören. Mit unserem Nightmare on Elm Street Special. Natürlich haben wir jetzt noch viel mehr können alles rein tun, aber bei so vielen Filmen, wir sind jetzt gleich schon bei fast 3 Stunden. Ich glaube, es muss dann auch mal länger. Man weiss, vielleicht machen wir mal Einzelbesprechungen von gewissen Filmen. Das kann durchaus auch noch passieren, wo wir doch mehr ins Detail gehen. Aber ansonsten, ich glaube, wir alle sind Fan von dieser Serie. Also von dieser Filmserie, von diesem Franchise, sage ich mal. Mit Höhen und Tiefen. Und wir sind gespannt, was da eventuell in der Zukunft noch kommt. Und da wird garantiert noch mehr kommen. Da können wir eigentlich fast schon Gift drauf nehmen, würde ich mal behaupten. Ansonsten, los unsere anderen Folgen. Wir haben noch mehr Halloween- und Horror-Special und auch sonstige Folgen, nicht wahr, oder? Das ist ja nicht so, dass man noch. Muss jetzt nicht langweilig. Und dementsprechend würde ich sagen, schlaft gut. Ah ja. Gute Nacht. Jetzt brauche ich einen Kaffee. Cheap, cheap, cheap. Koffeinpillen gibt es auch. Was ist ein Coke?
Koks! Was? Nein! Was ist das? Saufen! Danke, Spiegel! 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 Das hier klingt.